Dritter Stopp Podcast. Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Künstler-Podcast von Dritter Stock. Heute zu Gast, stell dich doch gerne selber vor. Moin Miet, Elvis mein Name, schön, dass ich hier sein darf. Wird ja, bestimmt schön, sehr lustig, ich freue mich. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ne? Ja, 2-3 Tage. Ja, wie alt bist du? Gar nicht mal in meinem Alter, ne? Nee, nicht ganz in deinem Alter, noch nicht. Jünger. 31 bin ich jetzt. 31, aktuell. Ja, zwei Jahre jünger. Genau. Geboren aber in Hamburg. In Hamburg geboren, in Hamburg aufgewachsen, immer noch in Hamburg. Zur Schule gegangen. Hier kommst du auch nicht weg. Bis heute noch zur Schule gegangen. Ich gehe bis heute noch zur Schule, ja, stimmt sogar in dem Fall, ja. Da hast du recht. Also hast du ja Ausbildung gemacht, ne? Oder studiert eher gesagt. Genau, ich habe in Lüneburg studiert, aber ich bin immer hingependelt. Ich war auch so gut wie nie da, muss man ehrlich sagen. Und bin immer noch zur Schule in dem Sinne, dass man lernt ja nie aus. Ne? Das Leben ist ja ein einziges Lernen. Ja, ich habe ja viel von der Zeit damals noch mitbekommen. Warst du ja öfters im Studio als in der Schule. Das stimmt sogar. Ja, öfter auf jeden Fall im Studio als in der Uni. Ja, das stimmt. Ja, hat man manchmal. Hat sich auch mehr gelohnt. Familie auch noch in Hamburg hier überall? Leben alle in Hamburg, ja. Keine große Familie, aber alle, die da sind, leben in Hamburg. Mein Bruder ist der Einzige, der ist in Münster mittlerweile, der studiert da. Ah, okay. Ansonsten alle nur wegen Studium, ne? Genau, Studium in Münster jetzt. Genau. Waschechter Hamburger. So ist es, so ist es. Selber verheiratet, Beziehung, Kinder? Nee, fest vergeben, ansonsten alles wunderbar. Also nichts mit Single Ladies, nix. Selber schon mal interviewt worden? Ja, doch, ab und zu mal. Auch selber schon Interviews gemacht, also geführt. Und das ein oder andere Mal interviewt worden von so ein paar Leuten, aber noch nie so sympathisch wie von dir. Was war da so das geilste Interview, was du bis jetzt hattest? Boah, das geilste Interview ist immer schwer zu sagen. Wir haben so ein paar Sachen ja schon mit dem NDR auch gemacht. Das ist immer ganz nett, weil die echt gut vorbereitet sind. So, ne? Wie bei dir jetzt hier quasi alles professionell aussieht. Paar Magazine. Das lustigste Interview war eigentlich tatsächlich ein Interview mit der holländischen Vice. Also Vice Magazine, genau, Vice Magazine ist ein Online-Magazin in dem Fall jetzt gewesen und da hat mich jemand aus Holland angerufen, weil zu dem Zeitpunkt hat Heiko Westermann in Amsterdam gespielt. Ah, okay, ich frage mich gerade, wo ist da denn die Verbindung? Genau, und die haben den Song gehört und hatten natürlich, aber die sprachen auch kein Deutsch, ne? Die sprachen alle nur Englisch und so dieses Dutch, so dieses holländische Akzentding. Oh, muss man auch erstmal verstehen. Und wir haben halt auf Englisch dann das Interview geführt, übers Telefon, ah, okay. So. Das war ganz abgefahren, das war auf jeden Fall schräg und dann haben sie es aber auch im deutschen Vice Magazine auch abgedruckt, also das Interview kann man lesen tatsächlich. Ah, okay, cool. Elvis erklärt den Mythos HW4. Oder so hieß es, glaube ich. Findet man auch noch online. Findet man online, ja, genau. Ah, ja, also müsst ihr mal reinschauen, wenn ihr genau. da Bock drauf habt. Nicht alles, was da drin steht, stimmt. Also das meiste habe ich gar nicht gesagt. Also es ist tatsächlich. Das ist ja meistens so. Klassisches meine, Interview. Ne? Typisch die Medien, ja. Immer, wie die das schreiben, genau. Nur alles ganz umformuliert. Aber auch nichts Schlimmes, auch nichts Schlimmes. Ja, das ist die Hauptsache, ne? Ja. Selber Hobbys? Ja, deswegen sitze ich ja hier, ne? Also Musik ist quasi mein größtes Hobby. Ja. So, dann neben Musik wahrscheinlich Fußball. So, ich habe selber lange Zeit gespielt. Bin aktiver Fan die ganzen Jahre schon eigentlich, solange ich denken kann. Und ja, das reicht auch an Hobbys. Also wenn man also Musik und Fußball ist ja quasi so die beiden Leidenschaften. Hast du seit damals durchgespielt bis heute Fußball? Nee, ich habe 10 Jahre lang tatsächlich im Verein gespielt. Also seit ich 6 war, dann 10 Jahre bis 16. Und dann irgendwann festgestellt, so, man muss sich dann entscheiden, willst du echt Profi werden oder willst du es versuchen? Oder so 3 Tage die Woche Training, am Wochenende Spiel und so. Und kennst du das selber, dann ist man 16, hat andere Sachen im Kopf, als echt nur auf dem Platz stehen. Und dann war klar, okay, nee, ich will kein Profi werden, wollte ich nie. Und dann habe ich mir überlegt, Musik macht mehr Spaß und da lässt du nicht ein ganzes Team hängen. Ja, und so. Ich meine, du hast ja versucht oder geschafft, beides sogar zu verbinden, ne? Genau, das ist der Glücksfall gewesen, der dann aufkam. So. Aber für mich war halt wichtig, dass man sagt, okay, wenn ich Fußball mache, dann verpflichte ich mich einer Mannschaft gegenüber. Mhm. Dann kannst du nicht sagen, da gehe ich Freitagabend saufen. Klar, in der Kreisliga kannst du es machen, so. Da gehst du auch mit allen Jungs Freitagabend saufen. Das wäre wieder cool, da habe ich auch irgendwann vielleicht nochmal wieder Bock drauf jetzt, aber ja, im Moment... Ja, das ist dann ein anderer Schnack, aber so. Wenn man richtig seine Kohle damit verdient genau, und ja. hinterher sein muss, genau. Dann geht sowas überhaupt nicht. Und vor allem, wenn du leistungsbezogen Fußball spielst, so, dann verarschst du dich selber ja auch mit so einer Aktion, das geht nicht. Ja, du willst ja auch gut sein, eben. Also du willst ja. Den ja auch zeigen. Eben, ganz genau. Kohle verdienen. Ja gut, Kohle verdienen ist noch eine andere Sache, das verdienst du ja erstmal nicht, aber es war schon die Ambition da, man hätte es machen können, es war immer so die erste, ich habe in der zweiten Mannschaft gespielt bei mir im Verein immer und da kam die erste Mannschaft mal so, können wir den haben so und ich hatte aber keinen Bock drauf, weil ich kannte meine Jungs in der zweiten und wollte da auch bleiben. So. Also loyaler Mensch. Ja, was heißt loyal, aber einfach, du weißt es ja selber, macht dir mehr Spaß zum Training zu gehen, wenn es deine Kumpels sind, als wenn ja, irgendwelche Typen so, die nur gucken, oh, wer ist jetzt der Neue und so und nimmt der mir meinen Platz weg und so. Obwohl, ist ja immer wenn es jetzt um die Profis geht, da sind sie ja immer voll heiß drauf. Ne? Wenn man weiß, da ist jemand, der guckt sich neue Spieler aus oder so, dann will man natürlich auch wieder seine beste Seite zeigen. Ja genau, aber nur deine eigene. Ne? Das ist manchmal, dass das verloren geht, dass du dann wirklich egomäßig, du willst dich präsentieren und dann rotzt du aber auch auf alle anderen so. Und das ist das war halt nie meine Idee von Fußball. Für mich war es immer Mannschaftssport Nummer 1 und... Ey, warum steht man denn? Würden ja nur 2 Spieler da immer spielen. Ja, also, ganz genau. Das reicht warum dann, stehen sonst die ganzen Leute da? Ja. Ja, wie bist du denn zur Musik gekommen damals?
Ich bin zur Musik gekommen, da war ich 14 Jahre alt, glaube ich, in der Schule, über ein Musikprojekt von meinem damaligen Musiklehrer. Okay, also selber nicht mal, weil Musik dich so angebockt hat? Also ach so, du meinst zum Hören bin ich gekommen. Nee, zum Hören bin allgemein ich... Allgemein Hören. Ach so, ja, nee, das schon früher, das schon früher. Ich dachte jetzt, du meinst das Machen. Hören hat tatsächlich schon viel früher angefangen. So, meine Mutter hat immer viel Musik gehört und keine Ahnung, Digga, so... Weiß ich, die Schlümpfe oder so ein Shit, Alter. Was man halt früher so als Kind. Die fand ich damals aber auch noch geil. Digga, die waren auch heftig, ohne ja, Scheiß, weil die einfach gut die amerikanischen Sachen umgetextet haben. Das machen heute immer noch Leute und heute verdienen damit mega viel Geld. So. Ey, ist ja bekannt hier, die ganzen Bravo-Superhits. Ja, und normal, so. Eben. Sind ja auch nur Mischung von anderen Songs. Ganz so. Genau, eben. Und keine Ahnung, das erste Mal mit Hip-Hop in Kontakt gekommen, weil ich nehme an, dass das so ein bisschen darauf abzielt, die Frage so. Ja. War tatsächlich auch so eine Ausfahrt vom Fußball damals. Ich habe mich neulich daran erinnert. Als ich wusste, wir machen diesen Podcast, habe ich überlegt, wo habe ich eigentlich das erste Mal Hip-Hop gehört. Und es war original in so einem Sprinter, so einem Neunsitzer. Da war ich vielleicht 12 oder so. Mit der ganzen Mannschaft. So, ja, also die Hälfte der Mannschaft war in dem und die andere Hälfte war in dem anderen Sprinter so. Und dann hat jemand einen Discman dabei gehabt, weißt du? So normal, mit, kenn ich noch. Mit Anti-Schock, so, wo man auch auf einer Autofahrt hören konnte und so. Dass man jahrelang drauf sparen musste. Ja, Mann. Ey, weiß ich jetzt und noch. Original die Batterie nach einer halben Stunde immer leer war, weil du, durch dieses Anti-Schock hat es doppelt so viel Batterie gekostet. Ja. Und der hatte Bambule von absoluten Beginnern dabei. Ah, geil. Und da habe ich das allererste Mal quasi deutschen Rap gehört das mit dem Album. Das war Bambule. Das gewesen. War Bambule, krass, ja. Ey. Und witzigerweise, die Woche danach kam ein neuer Schüler bei uns in die Klasse. Mhm. Und mit dem bin ich irgendwie total gut klargekommen. Wir waren sofort irgendwie gute Freunde. Und der kam dann mit Dynamite Deluxe und diesen ganzen Geschichten um die Ecke. Da hast du die ganze Clique erstmal war dann so, ey, du hast am Wochenende, du hast Bambule gehört und so, boah, krass, ich gebe dir mal was mit und hier und du musst die Texte auswendig können und so. Und dann war bei den alten Booklets war es dann auch so cool, dass du einfach alle Texte drin hattest. Ja. So, bei Dynamite Deluxe war das damals so, dass alles drin war und du konntest wirklich alle Texte, wusstest genau, was er singt und was er rappt und so. Aber genauso war das bei mir auch gewesen, dass ich dann mir die Texte da reingezogen, versuchen habe auswendig zu lernen, um bei den Kollegen dann besser anzugeben und mitrappen zu können. Und ja, Mann, ganz genau. Das war die Zeit, das stimmt. Und dann warst du halt irgendwie, hast du aufgesogen wie so ein Schwamm, so hast jedes Ding so mitgenommen. Nicht so wie heute, dass du einen Song hörst, nächsten Song hörst, ja, wieder ja. vergessen, so, weil es einfach viel zu viel ist. Und damals hattest du nur so wenig. So, ne? Man hatte auch so seine Künstler, die man halt kennt. Ne? Andere kannte man ja auch gar nicht. Ja, ganz genau, ganz genau. Das war hier ja, wie du schon sagst, Dynamite Deluxe und so, Hamburg halt, ne, da kannte man das so. Aber wenn dann jemand aus Berlin kann, kenne ich nicht. Wenn er nicht im Fernsehen ist, keine Ahnung von gar. Ja, und Fernsehen war damals ja mit Hip-Hop ganz wenig so. Ja, das waren so die alten MTV-Geschichten dann auch, wo ab und zu mal. Viva bei Viva lief dann, wie hieß das denn noch? Oh, verdammt. Irgendwas mit Mix. Mixery Raw Deluxe. Ja, Mann. Ja, aber mit MC René. Ja, ja, genau. Und Schacht später, ne? Falk war dann später bei Viva und so. Ja, das waren Zeiten, Alter. Krass. Ja, da habe ich auch die meiste Mucke dann mitbekommen aus meiner Gegend. So. Also ich kannte die natürlich vorher, aber immer wenn neue Mucke rauskam, war immer da das Erste, was ich mitbekommen habe. Ja. Ja, das war das Newsportal, ne? Ja. Nicht YouTube oder Spotify, sondern... Das Viva. Viva. Machst du Viva an irgendwie, keine Ahnung, wann das lief, Freitag 22 Uhr oder sowas. Man hat sich dann echt so den Termin geblockt und war dann so, guckt sich das an, weil man wissen will. So. Ich erinnere mich gerade, ich habe mir sogar irgendwann so einen tragbaren Fernseher besorgt mit Antenne und sowas in schwarz-weiß, um immer Viva zu gucken. Da hat sich Musikvideos produzieren auch noch richtig gelohnt, weil du richtig Bock hattest, das zu sehen. So. Das war so. Da war mal ich auf jeden Fall immer hinterher. Ich hatte immer Viva am Laufen zu Hause, wenn ich sauber mache oder sonst was, immer Viva-Videos geguckt und jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ist irgendwie ausgestorben alles. So narzisstisch geworden und nur noch meine eigene Mucke am Laufen. Ja, das mag ich ja gar nicht. Da kann ich ja gar nicht drauf. Ja, ja, deswegen bin ich ja immer froh oder mal heute eher weniger, wenn du dann mal vorbeikommst und mir immer deine neue Mucke reindrückst. Ja, du musst sie hören. Also ich muss sie ja nicht hören. Wenn ich sie bei dir abgeladen habe, du sie aufgenommen hast, dann ist auch fertig, bin ich durch. So. Du, bist ja, erfüllt. Du bist ja der Honk, der da noch 3-4 Mal drüber sitzt oder keine Ahnung, wie viel 100 Mal du sich noch anhören musst. Ich rede gleich noch mal 1000 Mal mit anderen Leuten darüber. Hast du auch schon gesehen. Ja, genau. Gleich zu Viva geschickt, das Ding. Bei mir immer gleich ein Erlebnis, ey. Ja. Und so bist du dann auch zum Rap gekommen, oder? Genau, so bin ich zu Rap gekommen tatsächlich. Und ich habe halt mit Deutschrap angefangen, einfach weil das Englisch damals noch nicht so cool war. Habe aber auch echt festgestellt, jetzt im Nachhinein, wie viel Englisch man lernt, wenn man einfach englischen Rap hört. Oh ja, ja. Weil ich immer schon so war, ich wollte immer die Texte verstehen. Deswegen war das mit Dynamite Deluxe geil, mit dem ich kann die Texte lesen. Obwohl du Sammy eigentlich immer gut verstanden hast, fand ich. Also man konnte ihn auch akustisch immer gut verstehen. Immer sehr deutlich, ja. Aber bei den englischen Sachen war es mir halt immer wichtig, so die Texte raus. Und ich war echt so richtig nerdig, dass ich einfach Texte übersetzt habe dann so. Und darüber habe ich super viel Englisch gelernt. Krass, also ich glaube, bestimmt 80-90% von dem, was ich Englisch sprechen kann, habe ich über Musik und über PC-Spiele gelernt. Lustig. So, weil du halt dann in der Schule immer so richtig klugscheißen kannst. Kann ich auch nur als Tipp so weitergeben. So.
du kannst einfach Wörter, die in diesem Englischbuch nicht drin sind, so, die kannst du dann aber. Und wenn du die richtig benutzen kannst, sind die Englischen immer so, wow, Alter, woher kann er das Wort denn so heftig? Er hat sich weitergebildet, keine Ahnung, er reicht halt Eminem hören so. Ja. Und du kriegst 1 Milliarde neue Wörter beigebracht. Und wenn du das irgendwie checkst was und checken willst, was der sagt. Gar nicht blöd, ey. Kannst du richtig, muss nur hinterher sein, immer die Texte dir selbst übersetzen. Ja, und die gibt's ja, du kannst es ja alles. Und meistens gibt's sogar richtig gute Übersetzungen mittlerweile. Das Internet ist ja echt so, du musst es nicht in Google Translate reinhauen oder sowas, sondern du kriegst auch echt gute Übersetzungen mittlerweile auf Deutsch. Ja, ich weiß nicht, das mache ich trotzdem hin und wieder noch, aber mehr, um mich zu vergewissern, ob ich richtig liege oder so. Aber bei Google Translate weißt du ja immer nicht so, das ist ja manchmal auch so ganz merkwürdig übersetzt. Bei mir habe ich immer gemerkt, ist so ein Auf und Ab. Damals in der Schule ganz gut gewesen, dann hat es aufgehört. Dann hatte ich viele Künstler hier gehabt, die Englisch gesprochen. Dann habe ich wieder gut gesprochen. Jetzt ist die Zeit auch wieder vorbei. Ja. Jetzt ist, glaube ich, meine auch wieder... Das ist einfach Übungssache, ey. Genau, man muss mit den meisten Sachen, wenn man das ständig macht. Deswegen finde ich die Idee eigentlich gar nicht so blöd, wenn man auf Texte steht. Und ich habe es oft so, da frage ich immer jemand anderen, kannst du mir mal sagen, was er gesagt hat? So, selber einfach mal gucken und dann lernt man es einfach. Wir sagen das immer so, also ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich Lehrer bin und wenn so ein Schüler Probleme hat mit Englisch oder so, dann ist immer der erste Tipp, den man auch früher schon gebracht hat, also guck dir englische Serien an, guck die Serien auf Netflix oder so im Original an. Ah. Das bringt richtig was, wenn du mit Untertitel guckst, auch wenn du immer denkst, ich lese nur den Untertitel, aber irgendwann checkst du das. Man versteht das besser. So, und einfach, das Gehör dafür zu kriegen und hör dir halt englische Musik an und die meisten hören eh englische Musik. Ja. Aber wenn du es halt bewusst hörst und dich wirklich hinsetzt und sagst, ich höre jetzt wirklich zu, ich will wissen, was der sagt, dann hast du mehr Englisch gelernt, als wenn du die ganze Schulstunde dir angezogen hast und sonst was. Also ich wollte gerade sagen, das, was ich mache, ist ja mehr Learning by Doing. Genau. So, da merke ich ja auch, durch wie er es meint, wie die Stimmung gerade rüberkommt, ne? Was er meint. So. Aber um sich zu vergewissern, dann einfach nochmal nachzuschauen, so ist immer... Ja, auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall mega. Aber das wusste ich ja noch gar nicht. Du bist Lehrer? Echt jetzt? Ja, glaubt man gar nicht, ne? Wie hast du denn das geschafft? Ja, das klingt jetzt halt total gut, dass du total gut geschauspielert, dass du das nicht wusstest. Ja, wie ich das geschafft habe, weiß ich aber wirklich auch nicht manchmal. So, wobei ich immer... Ich weiß noch die Anfangszeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo du immer so in der Schule noch... eine Prüfung hattest oder sonst was, über ein Buch was schreiben musstest und dir nur das Inhaltsverzeichnis vom Buch reingezogen hast. Ja, normal. Und dann immer eine Eins bekommen, Einsen hier und da. Ey, da habe ich schon früh gemerkt, du weißt einfach, wie man es rüberbringt, ne? Ja, das ist einfach, also es hilft ja nicht, wenn du gar nichts weißt. Also du musst schon ein bisschen was an Basisinfos wissen. Du kannst nicht einfach nur Dünnsinn reden und irgendwie so Nebelkerzen zünden und irgendwie bla bla bla. Ein bisschen was musst du wissen. Aber wenn du halt gut reden kannst, und das war irgendwie immer so meine Stärke, dass ich das kann. Deswegen habe ich auch mit dem Musikmachen irgendwie angefangen, weil ich dachte, okay, du kannst irgendwie gut rüberbringen, was du denkst. Du bist nicht ständig am sagen, sondern du kannst flüssig reden, auch wenn du jetzt irgendwie in einer Situation wie hier bist, dass du irgendwie im Interview bist und ich weiß, was eigentlich für Fragen kommt. Trotzdem kannst du labern. So, und das kannst du halt und dann nutzt es halt einfach. Das habe ich das Einzige, was ich wirklich in der Uni richtig krass gelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, abgesehen von Bierpong spielen, ist wirklich gewesen, jeder Mensch hat Schwächen, aber wenn du deine Stärken ausprägst, ganz genau, dann wirst du unikat. Ey, deswegen machen wir das hier. Ich kann gut Scheiße labern. Genau, siehst du, kannst gut Scheiße labern und bist einfach auch ein Mega-Produzent. So, von dem her, dass du einfach alle Leute auffängst. Also, dass du alle Leute abholen kannst. Das ist ja jetzt gar nicht Geschleime, sondern das können die Leute auch mal wissen. Können die Leute auch ruhig mal wissen. So, ist ja immer so, keiner macht ja einen Podcast mit dir. Warum eigentlich nicht? Könnten wir auch mal machen. Nö, ich bin auch bei jedem Podcast zu hören. Ja, aber dich fragt ja keiner was. So, weißt du? Nee, aber willst du's nicht? Mir ist selber die letzten Male immer wieder mal aufgefallen, ich drücke immer meine Erfahrung auch mit rein. Und so wie jetzt eben gerade, kenne ich aus meiner Kindheit und so. Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich ganz cool. Also jeder, der eigentlich alle Podcasts hört, der kennt dann auch mich ganz gut. Der kennt dann auch dich, ja, stimmt. Sogar 20 Mal oder 30 Mal oder wie viel auch immer das mittlerweile sind. Wahrscheinlich sogar besser als ich mich selbst. Wahrscheinlich, ziemlich sicher, ja, ganz klar. Nein, aber das ist einfach, du kannst halt an deinen Schwächen arbeiten, so dann bleibst du aber immer irgendwie so im oberer Durchschnitt oder du arbeitest halt an deinen Stärken. Und wenn du das machst, dann bist du halt in einer Sache wirklich richtig gut sein, das ist halt cool. Ja. Und das gebe ich auch immer so weiter und sage halt, okay, ich kann gut über Sachen reden und so tun, als hätte ich Ahnung. Und wenn ich halt ein bisschen Vorwissen habe, dann kann ich es auch wirklich eins und eins präzise zusammensetzen. Ganz so. Genau, und da du auch spontan auf den Moment eingehen kannst, kannst du dann auch aufpassen, dass du sogar richtig drauf eingehst halt. Ja, genau. Ich höre den Leuten halt auch zu. Ja, das ist einfach was ganz viele Menschen nicht machen. So. Ganz viele Leute reden einfach nur. Nee, du hörst auch hin. Also viele Leute ich höre hin und höre zu. Ja, ich mache beides. Ich verarbeite das, was du mir sagst, quasi auch in dem Moment. So. Und das ist halt bei mir manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich auch ein paar Probleme dadurch hatte schon, dass ich habe so, man nennt es Zwangsgedanken, wurde mir mal gesagt. Das heißt, du nimmst einen Gedanken, du sagst mir ein Wort und ich kann dir quasi eine Kette von Gedanken sofort danach sagen, die zu diesem Wort passen. Und wenn es halt schlecht läuft, dann steht am Ende dieser Kette immer sowas wie Tod, Sterben, schlecht.
Und das ist halt Mist, weil wenn du das hast, dann bist du in so einer, schon auf so einem Weg zu einer Depression hin, dann musst du wirklich aufpassen, dass du halt nicht alles negativ siehst, weil dann sagt jemand, ey, ich habe hier irgendwie im Lotto gewonnen und du sagst, krass, Lotto gewonnen, Alter, dann wollen die Leute dein Geld, du wirst erpresst, du musst auf dein Kind aufpassen und es geht immer so weiter und zieht dich komplett runter. Und das habe ich mittlerweile aber so im Griff, dass man sagen kann, okay, man kann es halt positiv nutzen. Und das war diese Geschichte mit dem Freestyle-Battlen früher so, weil das halt einfach einen mega Effekt hat. Mhm. Wenn du das ganz schnell denken kannst und das machen kannst, und das hat mir in der Schule wahnsinnig geholfen, hilft mir auch jetzt noch in meinem Beruf. Weil auch da ja, wenn eine Frage kommt, du musst halt adäquat reagieren können. Das aber das halt hast du damals ja nicht bewusst gemacht, oder? Also ich habe gemerkt, dass bei mir ist das entstanden durchs Freestylen und durch so eine Geschichten. Und dann habe ich es einfach weiterentwickelt, ne? Ja. Aber war schon immer da, oder? Keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe das auf jeden Fall nicht irgendwie eingesetzt von vornherein oder sowas, sondern es ist einfach da gewesen. Es war in der ersten Zeit eben auch, da war ich 18 oder so, da war es eher belastend. Da war es halt wirklich eher diese Negativspirale. Und das musst du halt erstmal klarkriegen. Da musst du erstmal wissen, okay, scheiße, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich irgendwann beim Freestylen auch gar nicht so sehr daran gedacht oder so. Ich habe das jetzt nicht gedacht, oh, ich habe eine Superkraft, ich setze die jetzt ein oder so. Sondern ich habe beim Freestylen immer gemerkt, krass, warum funktioniert das so einfach? Warum fällt mir das so einfach, während die anderen so voll verkrampft da sitzen und sich überlegen und so. Und du weißt es selber, du warst ja dabei. So, ich bin ja auch so einer, der so verkrampft dann immer. Ja, und ich war immer nur genervt so von diesem ganzen Bohai so und dieses ganze, wow, und ich muss jetzt hier, den mache ich fertig und so und deine Mutter und dies und das. Den Macker zu schieben. Ganz und ich dachte immer nur so, ey, was macht ihr, warum regt ihr euch so auf? So, geht doch einfach hin und rappt das und wenn das nicht cool ist, dann rappt halt nicht. So, lasst es doch einfach. Und diese Lockerheit. Aber wenn es dir halt auch so einfach fällt und anderen so schwer. Dann offenbar. Mir war das nicht bewusst, dass es so ist für viele. Aber man hat es bei den Freestyle Battles immer gemerkt, dass super viele da sitzen, die unterhalten sich zwischen den Battles, unterhalten die sich nicht mit dir, weil sie müssen sich überlegen, wie sie dich dissen. Und keine Ahnung, ich bin immer hingegangen mit denen geschnackt. Und im schlimmsten Fall haben sie dann genau das, was sie mir gerade gesagt haben, im Schnack auf der Bühne an den Kopf gekriegt. Und das war aber gar nicht so vorbereitet. Ich bin nicht hingegangen, um zu sagen, spontan, erzähl mir mal was. Sondern dann hat der halt irgendwas sich verplappert und dann hat man es ihnen an den Kopf gehauen. So. Und dann hat er gesagt, woher weiß er das noch? Das habe ich ihm gerade an der Bar erst gesagt. So, wieso kann er das rappen? Aber genau das mochte das Publikum dann ja auch, ne? So private Sachen nochmal mitzubekommen. Ja, und die haben sich vorher unterhalten und Vor allem beim Freestyle Battle weißt du ja auch, und es wissen hoffentlich auch eine Menge der Zuhörer, so, es geht halt wirklich auch darum, auf den anderen einzugehen. Ja. So, und es ist cool, wenn du dir was vorbereitet hast, aber das bringt dir am Ende nichts. So, es waren immer welche dabei, die richtig gut vorbereitet waren. Und die ersten 2, 3 Runden waren die echt krass. Und man dachte so, wow, der gewinnt auf jeden Fall und du hast keine Chance. Und ab der 4. Runde hatte der halt keine Doppelreime mehr vorbereitet. Ja. Also wusste der gar nicht mehr, was er sagen soll. Und wenn auf einmal der Gegner nicht der war, mit dem er gerechnet hat, sondern kam ein anderer, hatte der keine Chance mehr. Ja. Und das bringt dir halt nichts, wenn du dem anderen nicht zuhörst. Er dachte immer das Gelbe oder so. Oder? Genau, Halleluja, Halle back. Halleluja, Halle back, genau. Ja, da haben wir uns ja kennengelernt damals. Das stimmt. Auch bei einem Freestyle-Battle gewesen. Vom AJ noch, der hatte das veranstaltet, ne? Oh ja, das weiß ich auch noch, wo es jeden Monat war oder jede Woche? Ey, das war einen Monat lang, glaube ich, jede Woche. Und am Ende des Monats war, glaube ich, das Ding. Oder war das jeden Monat? Ich weiß es nicht mehr. Ja, mir war so, dass das jeden Monat war, weil ich hatte mich immer drauf gefreut. Doch, ich glaube, es war echt 4 Monate lang oder sowas. Und am Ende war der letzte Monat dann das Finale. Und du warst halt original immer dabei. Ja, ich war der immer aufgefallen ist. Genau, irgendwie. Aber du hast halt auch immer teilgenommen. Ich war nur beim ersten Mal dabei und war eigentlich auch nur da zum Gucken. Ja. Weil Kia war das, glaube ich, damals. Teilgenommen. Genau, Kia hat mich damals überredet. Ah, Kia war ja eine Jury mit Dashan zusammen und dann hieß es so, ich glaube, die brauchten 12 Leute. Ach stimmt, Marcello war nur der Host gewesen. Genau, Marcello hat gehostet, ja. Ich glaube, die brauchten 12 Leute und es waren 11 und wir waren schon derbe genervt, weil es soll mal langsam losgehen und so. Kein Scheiß. Und dann kam Kia zu mir und meinte so, Digga, dann mach doch einfach. Rap doch einfach mit, ist doch egal, fliegst die erste Runde raus, scheiß drauf. Und dann habe ich halt mitgemacht mit dieser Attitüde von, ist mir eigentlich egal so. Und direkt den ersten Abend gewonnen und war so, hey, was ist denn jetzt kaputt? Und deswegen, ich war die ganzen Abende auch da, aber du warst halt bist immer wieder angetreten so. Und ich durfte ja nicht mehr, weil ich ja schon im Grand Final war. So, und das war am Ende auch irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß noch, dass ich gegen Günni dann auch gerappt habe. Ja, weiß ich auch. So. Ich weiß gar nicht, ob das sogar das Finale war. Ich glaube, das war sogar das Finale. Oh, stimmt, er ist auch noch sehr, sehr weit gekommen dann. Hey, das war das Finale. Ich habe damals noch, es gibt ein Video noch von diesen, oh, wie heißt das denn? Wenn man das eingibt, glaube ich, findet man das noch. Freestyle Battle Hamburg. Wo der NDR da war, oder? Ja, wo da Shan noch so Shoutouts macht und so. Ja, wir sind extra alle rausgegangen, um nochmal für die Kamera da zu sein. Oh, wie hieß denn diese Filmproduktionsfirma? Ich weiß es nicht mehr. Ah, doch, ich weiß. Oh, war nicht Drei Eier? Drei Eier. Ich kann auch mal eine Produktion. Nein, Mann, niemals. 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 Aber irgendwie. Oh, das will ich jetzt googeln. Das kann man ja vielleicht nochmal nachreichen oder sowas. Kannst du ja in die Beschreibung schreiben oder so von dem YouTube-Link. Nochmal verlinken. Wenn ich das herausfinde, mal gucken. Ich hab's in meiner YouTube-Favoriten-Playlist habe ich es noch drin, weil ich immer Angst hatte, dass es mal verloren geht. Okay, müssen wir nachher mal nachschauen. Ne? Und das weiß ich noch, dass ich im Finale gerappt habe. Ich reiß ihn ab, euren dritten Stock.
Ja, das weiß ich auch, stimmt. Und das ist so witzig gewesen, weil wir halt hinterher dann ja eine Crew gebildet haben so und hier aufgenommen haben und ich immer noch im dritten Stock aufnehme seitdem so. Und das ist voll geil, dass das so das erste war, wo wir aufeinander getroffen sind. Das vor hat aber hier so auch das Zugpferd dann entwickelt. Ja, aber vor allem hat das eine Sache gezeigt, dass du eben, und das verstehen halt viele Leute nicht, die bei diesen Freestyle-Battles waren, du weißt es ja auch von damals, war es auch oft so, du darfst es halt nicht ernst nehmen. Das ist Theater. Das ist Spaß. Das ist ein Schaukampf so. Und na klar, du kannst den anderen beleidigen, aber das ist wie Wrestling. Genau, es ist wie Wrestling. Es ist, ohne dass es abgesprochen ist, weil Freestyle-Battle ist nicht abgesprochen im besten Fall. Also Wrestling ist ja eigentlich immer so ein bisschen abgekatert. Heutzutage auch, leider. Ja, hast du recht, hast du recht. Viel, so. Aber es waren damals auch schon Leute, so, die dann auf die Bühne gestürmt sind und was, du hast das gesagt und geht nicht und so. Ja, Mann, die dann und rumgestresst diese haben. Nummer hat mir gezeigt, dass bei dir und bei deinen Jungs, auch die damals ja mit hier waren und auch immer noch hier sind teilweise, ja, dass da einfach Leute sind, die das verstanden haben, worum es da geht. Mhm. Dass du auch einen Showkampf machst so, und hinterher gibst du dir die Hände und dann kannst du einen trinken zusammen oder kannst du Mucke machen, wenn du dir sympathisch bist, oder ansonsten gehst du einfach deiner Wege, aber du musst jetzt nicht sagen, der hat gesagt, so. Und gleich Stress anfangen oder so. Das war immer so unnötig. Ich weiß noch, wir wurden damals einmal aus diesem Laden auch rausgeräumt, weil da irgendwie so eine Ankündigung war, dass irgendwie die Straßengang von dem und dem kommt und die, so. Die sind ja da gewesen, hatten da schon im Vorfeld, das weiß ich noch, im Vorfeld Stress gemacht, hatten sich dann auch privat bei mir noch gemeldet und uns doch dann gesagt, dass sie zur nächsten Veranstaltung kommen und uns alle richtig platt machen. Ja, irgendwie sowas. Und dann dachten wir ja alle, dass jetzt ganz Reeperbahn kommt und uns platt machen will oder so, aber aber war auch nichts. Nur man war damals einfach noch nervöser, so, weil man dachte, wow, meinen die vielleicht ernst und so. Und doch, ich weiß, einer von denen, also nicht der, der es gesagt hat, sondern ein Kollege von denen, der kam noch zu der Veranstaltung, aber dann auch nur kurz reingeguckt und wieder rausgegangen. So. Völlig unnötig, deswegen Stress zu machen. Also das ist halt einfach... Das ist es halt, genau. Mir ging es auch schon immer darum, Community-Gedanke, das war für mich auch schon immer Hip-Hop gewesen. Und als wir uns kennengelernt hatten, ganz genau, dann... wusste man, man ist auf einer Wellenlänge, ey, da kann man auch gerne mal mehr miteinander machen. Und es war eigentlich knapp, wenn man das im Nachhinein sieht, so was, was so der letzte Moment, wo noch diese Community-Atmosphäre so in der Art sozusagen läuft, ohne dass es so dieses, ohne jetzt Rap am Mittwoch oder so schlecht zu machen, aber das hat halt schon so einen richtigen krassen Wettkampfcharakter. Und diese Spundloch-Geschichte damals, war das Spundloch? Nee. Ja, doch. Doch, sie ist Spundloch, ne? Ja. Oh, ich denke die ganze Zeit, krass. Die Schwulenkneipe auf der Reeperbahn. Genau, Mann, das ist immer ganz geil. Feldstraße Reeperbahn. Wenn uns jemand gefragt hat, auf irgendwelchen HSV-Auftritten oder so, wo habt ihr euch denn kennengelernt? So in der Schwulenbar. Und es ist auch noch wahr und alle Leute so, was? Und da siehst du, wie krass wenig Menschen damit umgehen können. Selbst wenn wir jetzt schwul wären, wäre es für viele so, was? So, es gibt Schwule. Ja. Super albern, 2020 so. Aber damals war es einfach das letzte Mal, fand ich. Danach habe ich es nicht mehr so mitgekriegt, dass es so eine Competition gab, wo es nicht so sehr darum geht, wer gewinnt, sondern mehr so darum geht, ey cool, man lernt Leute kennen und man präsentiert sich und so. Und das war so dieser Grundgedanke dahinter, fand ich. Und ich meine, was habe ich da gewonnen? Eine 3 Liter Wodkaflasche oder sowas. Ich mein, ne? Also wir sind ja, glaube ich, war jetzt nichts mega Fettes. Ich meine, wir sind ja, danach sind wir ja auch noch auf zig Battles gewesen und so, aber da haben wir es ja auch gemerkt, dass es genau den Leuten darum ging, also so der Dickste zu sein, genau, der Geilste zu ums sein. Gewinnen halt. Ganz genau, man, das Ding gewinnen. Ja. Ich meine, ist nicht verkehrt, mit dem Gedanken ranzugehen, das Ding auch gewinnen zu wollen, ne? Das meine ich. Aber ich denke mir, mein Verhalten spricht mehrere Worte, mein Taten, weißt du, wie ich da stehe, wie ich mich gebe. Absolut. Und genau aus dem Grund haben wir auch eine Zukunft gefunden und ich jetzt nicht mit so einem Halleluja-Haller-Bett. Ja, eben. Ja. Wobei, da muss man dazu sagen, das weiß jetzt ja von den Leuten, die es jetzt eventuell hören, den 2-3 Leuten da, weiß es ja keiner, so, da war halt jemand, der einfach hart besoffen war und der an Freestyle-Bett angetreten ist, immer nur Halleluja, Halleberg gerufen hat. Aber der hat eine Runde überstanden, weil das Publikum ihn mega geil fand. Und er hat Stimmung gemacht. Und ja, und er hat Stimmung gemacht. Also, ey, das ist ja bis heute noch in unserem Kopf hängen geblieben. Das bleibt auch echt kleben. So. Er sollte ans Mikrofon gehen, sollte jetzt loslegen zu battlen und hat dann nur Stimmung gemacht. Halleluja, Halleberg, schreit mit. Und hat seinen Gegner geschlagen. So. Ganz genau. Damit, weil er halt einfach keine Stimmung gemacht hat. Und das ist halt, du musst halt auch nicht immer dieses deine Mutter irgendwas Sprüche machen, sondern das habe ich ja eigentlich nie gemacht tatsächlich in den ganzen Freestyle-Battles und habe trotzdem meistens die Freestyle-Battles gewonnen. Ja. Und das war ja immer eigentlich so der Beweis und eigentlich habe ich immer gehofft, dass die anderen das irgendwann mal checken und dass sie irgendwann auch mal irgendwie sich was einfallen lassen. Ja. Jedes Mal kommen wieder dieselben Bratzen. So. Ja. Und das war ja wirklich in dieser Jam-Session One-on-One Freestyle-Battle-Geschichte in Hamburg hier im Fundbüro war das. Ja. Da war das ja wirklich langweilig am Ende. So. Ja. Wo du dachtest, so, da waren immer so 3-4 Leute dabei. Auch immer dasselbe ist einfach. Und dieselben Leute. Nicht umsonst habe ich mit Valentino da irgendwie 3 Jahre in Folge das Ding gewonnen. So. Und weil wir einfach die einzigen beiden waren, die über den Tellerrand hinausgeguckt haben und gesagt haben, nee, ich muss nicht immer auf der plattesten Ebene dich wissen. So. Weil es auch für mein Intellekt ja nicht irgendwie spricht. Ich weiß noch, zur letzten Zeit, so, wo du echt überhaupt keinen Bock mehr hattest auf den ganzen Kram, wo dann sogar Leute angetreten sind, die gehört hatten, dann Elvis tritt da auf, boah, und richtig Schiss hatten und sowas, weil sie schon von dir gehört hatten. Obwohl da, wie gesagt, echt eigentlich immer dieselben sind. So.
Naja, keine Ahnung, ich habe das neulich mal einem Kumpel gesagt, ich bin ganz froh, dass ich das damals nicht weiter verfolgt habe. So, man hätte ja nach diesem, gerade dieses Out for Fame-Ding, da, als wir bei dem Festival waren und irgendwie es um deutsche Meisterschaft ging und so, genau, da hätte man ja wirklich sagen können, okay, jetzt machst du da mehr draus und jetzt fährst du auf die Freestyle Jam nach Bielefeld und fährst nach Hannover und nach Würzburg und... Naja, das richtig ausreizen. Hättest du machen Battle können so und vielleicht wäre ich aber dann in diesem Ding versackt so und hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Das muss man den Leuten ja mal dazu sagen. Du hattest ja mal bei Out for Fame dann gewonnen und bist weitergekommen und hast dann ja auch das ganz Große gewonnen und dann warst du ja deutscher Battle-Freestyle-Meister. Genau, ja, ja. Also so haben die es genannt, so, ja. Das war ja nie so offiziell, weil es ja keine Battle-Liga oder sowas gibt. Und vom Ding her hat man halt gegen die gewonnen, die da angetreten sind. Das muss man halt immer so ein bisschen einschränken. Wenn die Leute sagen, halt noch von Stadt zu deutscher Stadt. Meister klingt immer so mega groß, aber wer sich halt nicht anmeldet, Der ist halt auch kann halt auch nicht teilnehmen. Und das war bestimmt, gibt es 100.000 Rapper in Deutschland, die geiler sind im Freestyle-Battle. Jetzt keine YouTube-Hass-Postings von wegen so, ey, ich will dich herausfordern, so, kein Bock drauf. Nee, kennst du ja selber. Du kennst ja selber, Günni eben gerade gesagt, das ist das beste Beispiel, finde ich. Ein super Freestyler, guter Rapper eigentlich. Aber Günni konnte nie richtig battlen, Alter. Nee, aber er kann gut rappen. Das weiß er auch. Er konnte immer freestylen. Den Typen kannst du ans Mikrofon stellen, der kann dir ein dreistündiges Freestyle-Album aufnehmen und in einem Take, aber... Battlen war nie was so sein Ding. Was ich finde, was aber beim Battlen sein Vorteil war, er ist einfach sympathisch. Das stimmt, Die Leute merken seine Aura, er hat eine coole Aura und er kommt gleich gut rüber. Und er muss beim Battlen nicht mal battlen, um dann weitergewählt zu werden. Das oder stimmt so. Schon. Aber er tritt halt nicht an, er macht halt nicht. Ne? Also nein, aber das kann so ich auch gut nachvollziehen. Also ich mache es jetzt ja auch nicht mehr, das ist ja das beste Beispiel. Das meine ich halt, gibt es ja viele Leute, so, ne, die besser sind, wie du schon sagst. So. Ja. Und bestimmt da viel, viel mehr reißen würden, nur die melden sich halt nie an. Ja. Und wenn man nicht dabei ist, dann ist man nicht dabei. Ja. So ist das meistens im Leben. Ne? So ist das meistens im Leben. Das stimmt. Wann ging es eigentlich bei dir los, die ersten Songs aufzunehmen? Genau, das war das, was ich vorhin meinte. So. Das war halt echt, ich habe mit diesem Schulprojekt angefangen, als ich 13, 14 war. Ah. Mein Musiklehrer hat halt eigentlich Musikunterricht gemacht, so wie ich auch mittlerweile unterrichte, aber halt nicht Musik. Sondern hat er gesagt, okay, könnt ihr das alles? Und dann haben alle gesagt, ja. Und dann haben wir halt was Cooles gemacht. So, das war dann halt, wir sollten Notenverschiebungen lernen in Musik. Ah. Kann ich bis heute nicht, kann auch keine Noten lesen. Weil er einfach gefragt hat, könnt ihr das? Und alle meinten so, jo, easy, machen wir. Und ja, habt ihr dann Bock, mal selber Songs zu schreiben und so. Weil wir haben in den 5-Minuten-Pausen damals, war so Ferris und Afrop und so, diese ganzen Sachen, haben in den 5-Minuten-Pausen immer den CD-Player von ihm quasi geklaut und haben den angemacht, weil mein Lehrer war extremer Kettenraucher, oder das ist er vielleicht immer noch so, weiß ich nicht. Und der hat original in der 5-Minuten-Pause 3 Kippen weggebarzt. So. Ist immer rausgegangen, hat geraucht, war auch Legende an der Schule. Jeder weiß, wer auf dem Gymnasium Hummelsbüttel, wer weiß, wer auf dieser Schule war, der weiß auch, welcher Lehrer das ist, so, der war Legendenstatus. Und wir haben halt in der Pause immer Musik gehört, und er kam dann immer so nach 10 Minuten erst wieder rein, obwohl wir 5 Minuten Pause hatten. Und dann lief halt irgendwie Rolle mit Hip-Hop oder keine Ahnung was, irgendwas Rap-mäßiges, Deutsch-Rap-mäßiges. Und dann meinte er halt irgendwann so, ja, habt ihr Bock, das mal selber zu machen? Und dann waren alle so, jo, klar, normal. Und dann haben wir halt angefangen, Songs zu schreiben. Und das war das erste Mal, dass ich selber Rap-Songs geschrieben habe, tatsächlich. Oh, okay. So ganz spießig im Schulkontext. Kein Wunder, dass du bei der Schule hängst. Ja, Mann. Wundert mich aber, dass du Deutsch und Politik gewählt hast und nicht Musik. Aber er hat ja mir keine Musik beigebracht, sonst hätte ich ja vielleicht hinterher Musiklehrer werden können. Aber das habe ich halt nicht gelernt. Er wollte auch nur Zeit. Ja, eigentlich war der ehemalige Saxophonspieler oder Trompeter, ich weiß, ich verwechsel das immer, von Tina Turner. Oha, okay. So, der war mal auf Tour, Welttournee und sowas. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, geht nicht mehr. Dann hat er gesagt, ich mache Musiklehrer. Und Mann mit Erfahrung. Hat aber im Prinzip nur bewiesen, und das war für mich auch wichtig bei der Berufswahl so, dass du, wenn du Bock hast, was zu machen, du kannst halt echt coole Sachen umsetzen. Du kannst geile Sachen machen und du musst nicht immer so 0815, ich habe den Videoprojektor dabei mäßig Unterricht machen sollen oder was im Buch steht, sondern du kannst halt auch die eigenen Sachen einfallen lassen. Du hast einen relativen Freiraum so. Klar musst du die Sachen abrufen, die gefordert sind und klar musst du auf Zentralprüfung vorbereiten und so ein Kram. Genau. Aber du hast trotzdem immer noch einen relativ großen Freiraum, wo du dich selber als Mensch auch ausleben kannst. Das ist das Coole an dem Beruf. Vor allem rüberbringst, ne? Ja, eben. Das ist halt individuell. Du kannst viel mehr auf die ganzen einzelnen Personen dann eingehen. Ja, ganz genau. Und dann war danach die Möglichkeit auf ich glaube, es war ein Weihnachtskonzert oder so in unserer Schule, so ein Winterkonzert hieß das, da dann aufzutreten. Und dann war so, ja, geil. Erster okay, Auftritt erster auch. Auftritt so mit 14. Und dann, weil, kennst du so eine Schulkonzerte, so sind halt immer so die Schulband und das Schulorchester. Und immer sehr träge. So. Klasse 8 singt im Kanon noch Bruder Jakob oder so. Und dann war halt so auf einmal so, wow, da kommt jemand, der rappt. So. Das war schon im Vorfeld so, hat sich das rumgesprochen. Ganz was Neues. Gab es an unserer Schule gar keinen. Yeah. So. Und das war halt schon für alle so, wow, was geht? Und dann gab es halt ein super gutes Feedback einfach auch. Natürlich auch, weil keiner wusste, was das überhaupt für Musik ist. Ja, so, es gab keinen Vergleichswert. So, das war dann auch nicht schlecht gemacht und so. Es war bestimmt aus heutiger Sicht
Sicht war es bestimmt mega schlecht, aber ist ja auch normal. So, ist ja in Ordnung, weil das erste Mal vor Publikum. Ja, ja, normal. Und es hat mir damals schon nichts ausgemacht, vor Publikum zu stehen. Das war immer schon ein großer Vorteil. So, ich habe halt nicht so dieses Lampenfieber oder dass ich sage so, oh nee, nervös und so. Also ich kann mich gut vor Leuten präsentieren, gut vor Leuten reden. So, und das, ja, wenn das so früh auch anfängt. Genau, ist halt mega der Vorteil gewesen damals schon, dass man dann irgendwie, da waren so 400-500 Leute, das war richtig viel. So, die ganze Schule war da, alle Lehrer waren da, so alle meine Klassenkameraden. Und man hätte schon nervös werden können. Im Nachhinein denke ich so, krass, dass man da einfach hingegangen ist und so gerappt hat, so das erste Mal vor Leuten. Ja, das finde ich halt geil. Also ich weiß noch, damals zu meiner Schulzeit haben wir ja auch alle schon gerappt und sind dabei gewesen, aber wir haben nie Unterstützung bekommen. Eher im Gegenteil, die wollten das immer unterbinden. Dass ja, weil man halt so Klischeeangst vor sowas hat. Ja, ne? Genau. So, oh, nee. Dann verkaufen die auch Drogen und so, dann haben die auch Waffen. Ja, und so. Genau so war das bei denen dann trotzdem gewesen. Also, ja, ganz komisch. Ich meine, bei uns ging es ja irgendwann so weit, dass wir echt scheiß Zeit gewesen, muss ich sagen. Die Lehrer sogar geschlagen haben und sowas, weil die nicht gemacht haben, dass was ihr die gesagt, geschlagen habt. Ja, weil die Digga. Nicht gemacht haben, was wir gesagt haben und so eine Sache. Also wir waren schon echt eine Hardcore-Klasse. Aber wo wir schon über Lehrer reden, mir ist gerade aufgefallen, so im Musikbereich kann sein, dass da irgendwie alle Musiklehrer so ein bisschen lockerer sind, weil mein Musiklehrer war auch voll locker gewesen. Den habe ich sogar im Nachhinein, der war auch bei irgendeiner Band und dann hat er mal einen Auftritt, das wurde bei Hamburg 1 aufgenommen beim Hafengeburtstag und da hat man dann so eine Nahaufnahme von ihm gesehen, schön mit Kokain noch so unter der Nase Scheiße. Und so. Was ich da nicht wusste, aber einiges erklärt hat man in meiner Schulzeit, ey. Boah, wahrscheinlich war das nur Mehl, Digga. Die haben bestimmt ganz Kekse sicher, gebacken im Backstage. Ich glaube, dass ganz viele diese künstlerischen Fächer, so Theater, Musik und auch Kunst und so, ganz viele Lehrer nicht so diese typischen Lehrer sind. Also ja, die so ich auch, genau. Ursprünglich dachten, ich möchte Lehrer werden, weil ich möchte Kindern was beibringen. Ja. Sondern die halt gedacht haben, ich habe irgendwie meine Passion, ich habe meine Leidenschaft und dann irgendwann gemerkt haben, so wie bei deinem Lehrer, bei meinem Lehrer wahrscheinlich auch, irgendwann gemerkt haben, oh, okay, dieses Musikding, da musst du halt echt schon richtig krass Glück haben, dass du davon leben kannst. Mhm. Und dann willst du irgendwann dir überlegen, so, ich möchte vielleicht eine Familie gründen, ich möchte eine Sicherheit haben und dann sagst du, okay, ich sitze lieber auf Nummer sicher und ich habe aber diese Musikkompetenz oder diese Theaterkompetenz, ich kann die weitergeben und ich komme gut mit Kindern klar, ich komme gut mit Jugendlichen klar, dann werde ich Lehrer. So. Und diese Quereinsteigergeschichte wird ja jetzt immer mehr sogar auch. Mhm. Und die war damals halt auch in diesen künstlerischen Fächern schon da, weil du halt auch nicht, also du musst meiner Meinung nach auch nicht irgendwie Abitur haben und krass studiert und sonst was, um so Lehrer echt? Zu werden. Weil so. Das, ich hatte so in den letzten Jahren so das Gefühl bekommen, dass es auch immer mehr wird mit den Lehrern. Und immer mehr Quereinsteiger, ja, ja. Also in bestimmten Fächern. Man muss nicht mehr komplett studieren. Doch, oder? Du musst schon was studiert haben. Aber du hast jetzt zum Beispiel Mathe ist so ein Mangelfach, weil ganz wenig Leute Mathe unterrichten wollen. So. Und da kommt zum Beispiel jetzt, wir haben jemanden, der kommt eigentlich aus dem Architektenbereich. So. Der ist eigentlich Architekt. Der hat also auch ganz viel Mathe schon und der weiß Bescheid. So, macht dann so ein bisschen Aufbaustudium und kann dann eben Mathe unterrichten. Hat dann Pädagogik noch dazu studiert und kann dann Mathe unterrichten. So. Mhm. Weil er gesagt hat, okay, Architektending, er ist halt echt um die halbe Welt geflogen, hat hier und da was gebaut und so. Und da hat er keine Lust mehr zu, hat jetzt auch eine Familie, ein kleines Kind und will halt irgendwie sesshaft werden. Aber das finde ich gut, dass das möglich ist. Da ist man selber auch viel flexibler in seinem Leben. Viele Leute, die fühlen sich ja, wenn sie einen Beruf gelernt haben, sehr fest da, vielleicht Jahre schon sind und weißt du? Ja, musst du gar nicht mehr. Nee, muss man überhaupt nicht. Und das vor allem ist so mit so Irrglaube. Möglichkeiten hat man auch mehr Möglichkeiten, mal das auszuprobieren. Dann mache ich jetzt nochmal, in 3 Jahre probiere ich das aus, dann mache ich 5 Jahre mal das und weißt du? Das ist so ein Irrglaube. In Deutschland hast du echt viele Möglichkeiten, dich noch weiterzubilden oder umzuschulen oder sonstiges. Genau. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt zu sagen, okay, ich weiß nicht, was ich werden will, also mache ich erstmal nichts. Mhm. So. Ja. Weil wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast, völlig egal in welchem Bereich, bist du immer besser dran auf dem Arbeitsmarkt. Und selbst wenn du hinterher was ganz anderes machst, du kannst eine Tischlerausbildung machen und wirst hinterher IT-Techniker. Ganz genau. Ist doch völlig egal. Aber der IT-Techniker profitiert doch davon, dass du als Tischler schon handwerkliche Ausbildung hast und so weiter, schon genau weißt, wie kann ich das alles verbauen nur und so. Das auch für dich selber, für dein Leben. Du kriegst du aus verschiedenen Bereichen kriegst du so intime Informationen einfach. Und du erfährst halt auch was über dich. Also das ist einfach dieses sich mit sich selber beschäftigen, ist halt auch total wichtig. Ist für mich so ein Grundsatzding von der Schule. Das fand ich halt damals bei meinem Musiklehrer cool, weil er meinte, schreibt mal eure eigenen Texte, schreibt mal über euer Leben. So, und wir waren jetzt alles so in Hummelsbüttel, Digga, war jetzt keiner auf Gangster-Rap oder so. Ne? Das ist, wir haben dann irgendwas geschrieben, so, Schule ist Kacke oder so. Ne? Was man dann halt so schreibt als Jugendlicher. Ja.
Und das ist einfach cool, weil du dich mit dir selber auseinandersetzt. Ja, so, das ich finde das lustig, das spiegelt schon wieder, ich muss ihn nochmal einbringen, Günni auch wieder, weißt du? Der ja auch so seine drei Studien schon gemacht oder nicht durchgezogen. Ja, aber angefangen, oder, so, aber um schon, reinzuschnuppern. Und genau, gucken, und seine zwei Ausbildungen hat, jetzt seine Weiterbildung als Informatiker und ja, der einfach schauen will. Immer machen, das ist das einfach. Sich wenn selbst du, auch kennenlernen. Wenn du einfach, nichts mehr machst, so, du sitzt nur noch in deinem eigenen Kosmos, hängst du mit deinen 5, 6 Freunden, chillst nur noch so, dann entwickelt sich ja nichts weiter. Du musst irgendwie jeden Tag einen Schritt machen. Du musst ihn nicht immer nach vorne machen. Du kannst ihn auch mal nach rechts oder links oder nach hinten machen. Ganz genau. Aber gar keinen Schritt machen, ist halt kacke. Dann verschwendest du den Tag so. Und das ist, glaube ich, das Ding. Eben, dann passiert einfach auch gar nichts. Ja. Und das mit sich selber auseinandersetzen, du hast jedes Mal, wenn du, egal was du machst, so, wenn du Bungee-Jumpen gehst, dann machst du aber eine Erfahrung über dich. Ja. Und egal was du machst, jeden Tag eine Kleinigkeit machen, wo du sagst, da habe ich jetzt was über mich erfahren. So, das warum ist, sagst du gerade Bungee-Jumping? Ja, weiß ich auch nicht, da weiß ich. Ja, zum Beispiel. So, weißt du? Okay, könnt ihr euch unbedingt bei YouTube mal reinziehen. Ja, siehst du, genau. Nicht mal Bungee springen. Stimmt, Meet beim Bungee-Jump. Was muss man eingeben? Mr. Meet Bungee oder was? Hafenkran-Bungee-Sprung, ja. Hafenkran-Bungee-Sprung. Kommen bestimmt ganz viele Leute. Ja, kommen ganz, ganz viele, deswegen... Okay. Mr. Meat bringt's aber. Ja, Mr. Meat bringt's. Ja. Einfach immer festzuhalten. Naja. Und ich habe halt über die Schule dann das Glück gehabt, dass ich Workshops machen konnte. Oh. An meiner eigenen Schule zuerst. Ich habe dann so eine Hip-Hop-AG gegründet. Damals in der Jugend schon? Ja, ja, mit 14, 15 habe ich diese, so hab ich die gegründet. Ja, ja, und das war dann so mit 5, 6 Klässlern. Krass. Und das war ganz cool, weil die dann auch auf Konzerten aufgetreten sind. Und das erklärt aber auch, wie du jetzt so zum Lehrer genau, ja, gekommen ja. bist. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich Erfahrung gemacht habe damit. Und dann dachte ich schon, wie cool ist das denn? So, die hören dir zu, so irgendwie, du bist mit denen auf Augenhöhe, weil damals war ich ja wirklich noch in dem Alter von denen auch, so bist mit denen auf Augenhöhe, bist nicht so dieser belehrende Typ, sondern du sagst so, probier doch einfach mal aus, versuch doch mal so. Mhm. Kann ich das so und so machen? Ja klar, wenn du Bock drauf hast, mach das so und so. Einfach machen, ne? So, ich hatte damals sogar eine Tanzgruppe, die ich choreografiert habe. Echt jetzt? So. Komplett für den Arsch, ich kann nicht tanzen so. Und die Choreografie war auch nicht gut, aber die sind halt auch auf diesen Konzerten aufgetreten. Und das war die einzige Tanzgruppe, also waren sie die beste Tanzgruppe. Ja. Und alle haben sie gefeiert, weil ganz ehrlich, das waren 5, 6 Klässler, die halt Choreotanz gemacht haben. So. Aber da kommen wir wieder zum Punkt, wer nicht teilnimmt, der halt ganz genau, Erfolg ja, hat, ne? Ja. Und wenn du der Einzige bist, der das macht, ich sag das in den Workshops auch immer, ich habe jahrelang in Elmshorn an der KGSE in der Schule gearbeitet und da jedes Jahr einen Workshop gemacht. Das hieß immer Schüler arbeiten mit Künstlern. Mhm. Und dann dachte ich beim ersten Mal schon, da war ich 18, oder so, da war ich selber noch Schüler. Und dachte ich schon, was für ein alberner Titel. So, ich sehe mich nicht als Künstler, so, ich sehe mich als Schüler. So. Also ich komme jetzt hier hin und arbeite mit 16-Jährigen. So, ich bin 2 Jahre älter als die. Was, so. Hast dich wieder über die gestellt. So. Ja, nee, eben nicht über die, sondern unter die, eigentlich mit denen. Ich war eigentlich genau wie die. So, weißt du? Die Künstler haben gesagt, so, ich bin Bildhauer, ich habe mein eigenes Atelier. Hier haben wir einen Stein und jetzt sollt ihr diesen Stein mal präparieren und so. Und ich habe halt gesagt, okay... Das ist immer noch nur ein Stein, Alter. Das Erste, was mich interessiert, ist so, was für Mucke hört ihr? Und das war so mein Einstieg. Und dann haben wir so geredet und so. Und na klar, in Elmshorn, so, das ist halt, die hören halt ganz andere Sachen als wir in Hamburg. Und in Hamburg war es dann so, die dachten dann auch so, wow, du kommst aus Hamburg und so, krass, so Großstadt und so. Und die waren voll so, wow, okay, er rappt in Hamburg. So. Und das war irgendwie ganz cool. Und ich habe den. So klischeehaft, ey, der Rapper aus der Großstadt. Total, total. So. Und ich wusste dann halt, was ich lange nicht wusste, aber was man mir dann irgendwie da vor Ort gesagt hat, das war so, dass die Lehrer damals im Kollegium gesagt haben, wir wollen diese Woche machen, das war so eine Projektwoche. Mhm. Wir brauchen noch einen für die Assis. Okay. So, es gab jemanden... Schieb mal den Rapper dahin. Ohne Scheiß. Es gab einen Bildhauer, es gab irgendwie einen Samba-Tänzer, es gab eine Theaterlehrerin, die was gemacht hat, es gab irgendwie... so ein Radiotypen, der hat so Radio-Podcast-Aufnahmen gemacht und so. Also alles so, wo man sagt, das könnten so Berufe sein, die einen so interessieren. Und dann war so, okay, wir haben aber jetzt auch noch so eine Gruppe von Schülern, die haben wir eigentlich schon aufgegeben, die sind einfach nur Assis so. Da wärst du jetzt auch früher drin gewesen in der Gruppe. So. Und für die müssen wir noch was haben, damit die in der Woche nicht die anderen Workshops stören. Und dann war durch Zufall, die Frau meines damaligen Musiklehrers war an der Schule Lehrerin. Und mein damaliger Musiklehrer war total von mir begeistert. Das war nicht mehr der gleiche, der mir das beigebracht hat, aber der war total so, wow. Und er meinte dann so, kannst du da nicht was machen? Ja. So, und dann meinte ich so, ja, noch nie gemacht, keine Ahnung, hab's auch nie beigebracht gekriegt. Das war so Autodidakt und mach einfach mal. Ja. Und gesagt, okay, mache ich, okay, fahre ich hin. Und wurde dann eine Woche von der Schule befreit. Oh, geil. Das war halt geil. Ja. So. Und hab auch noch Geld gekriegt dafür. Auch noch. Und dachte also, so, okay, erstmal Win-Win. Und dann hat's auch noch mega Spaß gemacht. Und ich habe dann wirklich gemerkt, diese Schülergruppe, klar, die sind in der Schule, in diesem System Schule, sind das die nicht mitkommen. So, weil die eben nicht 6, 7 Stunden am Stück ruhig sitzen können. Weil die eben kein Interesse an
irgendwie Lyrik oder Mathe oder Kurvendiskussion oder was auch immer haben. So, aber die haben halt Ideen und die haben halt Bock auf was werden und die wollen trotzdem was und die wollen ja was erreichen. Die waren nicht nach dem Motto, oh, ist alles scheiße, das Leben ist dumm. Ja, genau, so. Das hatte mir auch in meiner Schule damals gefehlt. Da waren ja auch Leute, die wollten ja was machen, nur haben sie Scheiße gebaut und hätten da die Lehre Weil sie mehr, kein Angebot kriegen. Ja, so, ne? hätten die Lehre mehr für Angebote gesorgt. Und das war halt das Angebot für die. Und ich habe denen halt irgendwann auch gesagt, das erste Mal, als ich ins Lehrerzimmer kam, da in dieser großen, das war eine Riesenschule in Elmshorn, haben mich halt alle so abfällig angeguckt und waren so, okay, das ist der Rapper, so, ne? Also so. Und ich dachte, so, okay. Wie gesagt, typisches Klischee. Für mich war es halt super komisch, weil ich war ja selber noch Schüler und ich war auf einmal im Lehrerzimmer und ich war auf einmal mit den Lehrern und so und alle waren so. Und nur die Künstler, die waren ganz nett zu mir. Die waren von vornherein so, dass Kinder sie. Hatten wir damals immer geschlagen. Ja, aber ich war ja nicht im Lehrerzimmer, weil ich irgendwie der Streber war, sondern ich musste da ja arbeiten, so, weißt du? Ist ja cool. Und ich bin dann in meinen Kurs gegangen und habe dann auch gemerkt, über die Woche, die konnten echt was, die haben echt geile Sachen gemacht. Ich glaube auch immer noch, dass das erste Jahr das coolste war, von dem, was die geleistet haben selber, weil die richtig motiviert, die waren unfassbar motiviert so und haben dann am Ende das aber Panik gekriegt. Halt so. Die haben dann Panik gekriegt, so, weil sie dann, es war dann Pausenhalle, also so eine riesige Aula irgendwie, auftreten, 500 Leute und du musst dir vorstellen, du hast jahrelang gesagt gekriegt, du bist der Assi, aus dir wird nichts, vergiss es. Und jetzt hast du die Chance. Und jetzt sollst du auf eine Bühne gehen und rappen? So, und die anderen zeigen einfach nur Bilder, die sie gemalt haben und du sollst jetzt rappen. So, du hast 3 Minuten und machst Live-Rap. Das ist schon krass. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich die motiviert? Wie kriege ich die gepackt, dass sie sagen, ich gehe da jetzt raus, ich zeige denen das jetzt. Ist mir egal. Also. Und habe ihnen wirklich, wir haben uns immer so, am Freitag waren immer abends diese Veranstaltungen, wo dann auch Presse kam und also wirklich so Schleswig-Holstein-Magazin, keine Ahnung was. Das war wirklich eine große Nummer so für die Region. Und dann war Freitagvormittag, war noch so der halbe Tag. Dann habe ich die nach Hause geschickt und habe ich sie immer einbestellt. Dieses Event war, glaube ich, um 18 Uhr. Ich habe sie immer einbestellt, so um 16 Uhr sollten sie kommen. So, und manche sind sogar da geblieben, so, weil sie so nervös waren und nicht nach Hause wollten. Oder weil einfach auch deren Elternhaus so kaputt war, dass da niemand, warum sollen die nach Hause gehen? Wenn da keiner wartet, so gehe ich nicht nach Hause. Ja. Und haben dann da in der Schule irgendwie rumgehangen. So. Und das heißt, ich habe den ganzen Tag mit ganz vielen von denen noch verbracht. Ich bin auch da geblieben, weil aus Elmshorn nach Hause fahren lohnt sich nicht. Und um 16 Uhr habe ich sie dann alle quasi nochmal wieder bei mir gehabt und habe dann denen wirklich das ganz klar einfach gesagt. Und aus Lehrersicht ist es eigentlich gar nicht unbedingt pädagogisch wertvoll. Aber ich habe ihnen halt ganz klar gesagt, Leute, wisst ihr eigentlich, warum ich hier bin? Und weil die sofort anfingen mit, oh, ich trete nicht auf, Herr Krüger, ich mache das nicht und so. Du wolltest ihnen Mut geben, ne? Ich sage, wisst ihr eigentlich, warum ich hier bin? So, und dann war so, nee, ja, weil sie den Kurs leiten. Ich sage, ja, aber warum haben sie den Kurs überhaupt gemacht? Ist euch mal aufgefallen, dass sonst nur Schauspieler, Bildhauer, diese ganzen Berufe, die angesehen sind, so. Und ich stehe hier als Rapper, als 18-Jähriger, so. Ich bin das ja gar nicht, ich verdiene damit kein Geld, so. Warum haben die mich gefragt? Und kam natürlich keiner drauf. Und habe ich gesagt, ganz ehrlich, weil ihr die Assis seid. Hast weil, du denn so direkt ich habe es ihnen direkt gesagt, so. Weil alle im Lehrerzimmer sagen, das sind die Assis. Ja, weg mit denen. So. Und weil gesagt wurde, ihr sollt keinen Kurs stören. Und es war wirklich so, ich durfte denen das sagen, weil ich halt schon 4 Tage mit denen gearbeitet habe oder 5 Tage. Ja, war so, es schon. Ich wusste, wie ich mit denen umgehen kann und habe das nicht von oben herab gesagt, sondern wirklich so, dass ich gehöre ja zu euch. Ja. Wir sind ja ein Team. Aber wir sind das Team, die Asozialen. So. Und jetzt gehen wir da raus, so ganz blöde Motivationsrede. Und jetzt zeigen wir denen, was wir Asozialen eigentlich können. Aber hallo. So. Und dann war so, ja, aber und so. Ich sag, ihr seid die besten Rapper an diesem Abend. Ja. Weil kein anderer ist halt so rappt. Gut. Ja, eben, ist eh kein anderer. Und dann war so, krass, stimmt, er hat recht. Und die sind rausgegangen und es ist wirklich ungelogen. Es lag bestimmt nicht an der Rede. Und es lag auch nicht daran, dass ich so ein krasser Coach bin oder sowas, sondern es lag daran, dass diese Schüler so motiviert waren und so Bock hatten, endlich mal diesen ganzen Leuten, die immer sagen, ihr werdet nichts, endlich mal zu zeigen, was sie eigentlich können. Und die haben so gut performt, dass die Leute, ich bin hinterher ins Lehrerzimmer gegangen zu so einer Nachbesprechung und wirklich. Alle haben noch davon geredet. Die Leute haben mich angestarrt und waren so, was haben sie denn mit denen gemacht? Auf einmal haben sie mich gesiezt. So, was haben sie denn mit denen gemacht? Ich sage, ich habe mit denen gar nichts gemacht. Unglaublich. Ich habe die einfach machen lassen. Ja. Aber da sieht man mal, ey, was das alles erreichen, was man dadurch alles erreichen kann. Ne? Ja, und das ist bis heute so, dass ich denke, dieses Hip-Hop-Ding, dieses Ganze mit sich selber auseinandersetzen über Musik, über solche künstlerischen Sachen, ist so wertvoll und muss so viel mehr gemacht werden noch so. Und du kannst wirklich Leute damit angreifen und erreichen, die du sonst einfach nicht kriegst. So. Das ist lustig, weil die meisten kennen das ja gar nicht aus dieser Lehrersicht, weißt du? Aber wenn man mir überlegt, es mehrere Lehrer gibt, die auch ihre Hobbys mit einbeziehen und wirklich mehr machen, auch für die Klasse einfach. Ja. Denn sieht man ja, was draus wird, ne? In deiner Schulzeit, auch in meiner Schulzeit, war es so, Lehrer sind Menschen, die leben nur von 8 Uhr bis, wann ist die Schule zu Ende, keine Ahnung. Danach existieren sie nicht. Ja. Außer sie korrigieren Arbeiten. Ja. Aber sie haben kein Privatleben, du weißt nichts über die Familie und so weiter. Und ich finde das so dämlich, weil
wenn ich jetzt als Lehrer zum Beispiel, wir haben ein relativ großes Kollegium, wo ich arbeite, es gibt einen Kollegen, der ist nebenbei noch Personal Fitness Coach. So. Cool. Es gibt einen Kollegen, der ist nebenbei irgendwie noch Grafikdesigner. Klar, du hast Hobbys, so, du machst irgendwas nebenbei und teilweise verdienen die sogar noch damit nebenbei Geld. So, ist ja auch in Ordnung. Und wenn ich als Schüler zum Beispiel Bock habe, ich sage, oh, ich bin irgendwie 16-jähriger Spaddel, so irgendwie so Spargeltarzahn, meine Jungs sind alle irgendwie so, haben dicke Oberarme, ich bin jetzt bei McFit gewesen, war nicht so meins, was kann ich denn machen? Ja. Und ich weiß, dieser Lehrer ist Personal Coach, dann kann ich den ja ansprechen. Ja. Aber wenn ich das gar nicht weiß, dann wo gehe ich denn hin? Ja. In Jugendzentrum heutzutage noch, so wird doch immer weniger. So. Also, schwer, und da habe ich dann auch nur Leute, die halt soziale Arbeit studiert haben oder so und die mir halt helfen, aber die sind auch keine Fitnesscoaches. Nee, also, und wenn ich so ein riesiges Kollegium habe, dann habe ich so viele Talente, so viele verschiedene Interessen, dass ich für jeden was finde. So. Und ich kann das eben, ich kann es austauschen. Ja, und es schadet und dafür keinem. Muss man es nur wissen. Ne? Ja, und es macht Lehrer einfach auch menschlich. Ja, so, ich glaube halt ganz sicher, so, das ist halt assig, wenn ihr damals eure Lehrer geschlagen habt, so, das weißt du ja selber. Aber wenn ihr halt gewusst hättet, was das für ein Mensch ist, hättet ihr es vielleicht schon gar nicht mehr gemacht. Ja, eben. So, wenn klar wird, warum ist der eigentlich so? Denke ich mir auch. Ich weiß zum Beispiel, ein Lehrer bei mir, der hat bei mir um die Ecke gewohnt. Und damals, als ich das erst noch nicht wusste, der ist so ein langer Bart und so und derbe dünn, aber sehr lang und weißt du, und wir haben ihn immer Spattel genannt. Ja. Er ist so spattelig und, ne? Und ihm immer so runtergemacht wegen seinem Aussehen und so. Bis ich dann ihm öfters gesehen habe und gesehen habe, wie er so sein Leben führt und so. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass ich immer mehr Respekt vor ihm gewonnen habe. Auch in der Schule, bis die anderen, wo die anderen dann immer noch weitergemacht haben, dass ich dann irgendwann einen Punkt gehabt habe, wo ich sagte, nee, hey, er ist doch ganz cool. So. Das lernt man halt, weißt du, dass man einfach auch die Perspektive wechselt und man sagt, warum ist derjenige so? Warum auch nicht immer, wenn jemand dumm zu mir ist, gleich sagen, du bist ein Arschloch, sondern einfach mal verstehen, warum ist der jetzt gerade dumm zu mir? Ist ihm gerade vielleicht was passiert? Irgendwie mal Empathie zeigen, dass man sich in den reinversetzt und mal überlegt, so, und das ist halt irgendwas, was das musst du in der Schule lernen, das musst du beigebracht kriegen. Ich finde, das ist das A und O eigentlich. Absolut. Also wenn man in einer Gesellschaft lebt, so, ist das das Erste, was man lernen sollte. Ja, aber andersrum müssen die Lehrer das halt auch bei den Schülern machen. Ja, natürlich. Und das ist, ich habe es ja selber in meiner Ausbildung auch mitgekriegt, dass es eben Leute gibt, die der Meinung sind, Schüler müssen grundsätzlich Respekt vor Lehrern haben. So, ich finde, jeder Mensch muss grundsätzlich Respekt vor jedem Menschen haben, aber ein Schüler muss nicht mehr Respekt vor mir haben, weil ich Lehrer bin, sondern ich habe natürlich dann die Möglichkeit, mir diesen Respekt zu verdienen und dafür zu sorgen, dass er zu mir sagt, wow, okay, ich finde sie irgendwie als Vorbild cool oder was auch immer, aber nicht grundsätzlich, weil ich eine Hierarchie habe. Und es gibt halt Menschen, die glauben, ich habe die Hierarchie, die müssen mir gehorchen, die müssen mir Respekt zollen und so, und dann hast du halt diese Chance nicht, dass du auf Augenhöhe dir begegnest und dass du sagst, okay, ich versetze mich in den rein. So. Ich kann einen Schüler, der zu spät kommt, kann ich sagen, ey, du kommst zu spät, geh nach Hause, was bildest du dir ein? So, ich kann ihn auch fragen, was ist denn? So, vielleicht ist sein Bus verunglückt und er ist irgendwie, er kann überhaupt nichts dafür oder keine Ahnung, seine Mutter kümmert sich nicht oder was auch immer für eine Geschichte dahinter steht. So, kann auch wirklich sein, weil er ein Assi ist und weil er einfach auf Schule scheißt. Aber das weiß aber ich muss es halt rausfinden und danach kann ich damit arbeiten. Und das, dieses von vornherein vorverurteilen, ist halt in Schule, aber auch in der gesamten Gesellschaft, ist einfach ein Riesenproblem. Viel zu oft. Hilft halt keinem. Gleich eine Meinung zu bilden, obwohl man gar nicht mal sich selber informiert hat. Ja, und du bildest dir immer eine Meinung, aber du musst bereit sein, deine Meinung auch wieder zu widerrufen und dir mehr Informationen zu holen und zu sagen, okay. Bei mir ist schon immer gewesen, dass ich eine Meinung immer erstmal hinterfrage, bevor ich sie ausspreche. Also ich hinterfrage mich immer selber, bevor ich da irgendwie anfange, jemand anderen anzustecken. Ja. Aber den Ersteindruck hast du halt immer. Ja. Ne, das ist auch nicht schlimm. Du musst ihn halt nur hinterfragen. Ja. Das ist halt wichtig, dass du dich nicht darauf verlässt, dass das auch auf jeden Fall so stimmt. So. Denke ich mir auch. Ja. Mensch, krasse Scheiße, du, wie du zur Musik gekommen bist. Aber das ist es halt. Ziemlich nerdiger Weg eigentlich. Man merkt schon, dass du das gut redest und das in deinem Leben auch sehr gut verbunden hast, die Musik mit dem Lehrerdasein und jetzt eigentlich beides so Hand in Hand fast geht, schon seit einigen Jahren, ne? Ja, also mein eigentliches Lehrerdasein, du sagst es ja vorhin schon, Gesellschaft und Deutsch, ne? Das ist jetzt nicht so sehr Hip-Hop-mäßig, obwohl ich halt finde... Ja, Sprache halt. Genau, ist halt Sprache. Und wieder, was wir gerade gesagt haben, kein Blödsinn zu erzählen. Genau, und gesellschaftliche Themen ist ja einfach auch das, wo Hip-Hop quasi herkommt und wo ja auch ganz, ganz viel Hip-Hop noch existiert, dass es eben um Gesellschaft geht, um Ungerechtigkeiten geht, die anzusprechen und um Sachen anzusprechen, die irgendwie losgetreten werden damit. Und dafür ist Gesellschaft halt schon cool. Und ich mache das auch so gut, wie ich kann, dass ich eben wirklich auch Songs einbinde oder irgendwelche Sachen einbinde in meinen Unterricht, wo ich sage, okay, das ist eben nah an den Schülern dran. Mhm. Man sagt dann klugscheißerisch immer Lebensweltbezug. Das hat man im Studium mal so aufgeprügelt bekommen. Lebensweltbezug. Lebensweltbezug, ja.
klingt wie so ein Albumtitel. Ja, ja, eben. Aber so ein ganz psychedelisches Album auf jeden Fall. Also es soll halt einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler haben. So, das ist die Idee. Der Schüler und Schülerinnen, ganz wichtig. Man muss gendern. Das ist auch immer ganz wichtig. Gendern. Gendern, ja. Und ich versuche das einzubinden. Und ich unterrichte aber natürlich trotzdem noch meine normale Inhalte. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nur da vorne stehe und irgendwie... Wie schon gesagt, wie man es rüberbringt. Ne? Was machst du noch? Du machst noch Darstellendes Spiel oder so? Genau, Theater und Medien. Genau, und da lernt man ja auch, wie man es rüberbringt. Ne? Genau, ja, dieses auf der Bühne stehen und einfach selbstbewusst sein. Weißt du? Also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass du eben dich vor Leuten hinstellen kannst und sagen kannst, ja, das, was ich jetzt hier mache, ist das Beste, was ich machen kann. Ja. Wenn das nicht reicht, dann ist das so. Aber ich habe zumindest was gemacht. Ja. So. Und das ist halt cool, wenn du da von vornherein so dieses, nee, ich will das nicht präsentieren, nee, ich mach das nicht und so. Die haben Angst und die gucken alle. Verstehe ich alles, kann ich voll nachvollziehen, aber es bringt dich im Leben halt am Ende nicht weiter. Ganz genau. Und dann lieber echt krachend scheitern und hinterher sagen alle, was war das denn für ein scheiß Vortrag? Mhm. Aber du hast einen Vortrag gehalten. Ganz genau. So, und das ist immer das, was ich grundsätzlich auch sage. Und alle reden noch über deinen Vortrag, genau. Ob jetzt gut oder schlecht. Ja, und wenn er scheiße war, okay, dann lass uns drüber reden. Fehler machen ist doch sinnvoll in dem Punkt. Ganz so. Genau. Also das ist immer ein Grundsatzding, wo du sagst, melde dich, stell eine Frage. Keine Frage ist dumm. Das ist es halt. Keine Fehler machen wäre echt komisch. Genau, ja. Also das würde mich als Lehrer so immer sehr aufmerksam machen, so wenn jemand nie Fehler macht. Ja, und es bringt dich als Gruppe nicht weiter. Ja, weißt du, wenn du da mit 20, 30 Leuten sitzt und einer macht einen Fehler, ja okay, der eine hat den Fehler gemacht. Willst du ihn jetzt auslachen? 12 andere hätten den Fehler ja auch gemacht. Die haben sich nur nicht getraut, was zu sagen. Eben. So. Also rede mit ihm, versuch diesen Fehler gut zu machen und versuch daraus was möglichst Gutes zu machen. An Fehlern lernst du am meisten. Das versuche ich meinen Geschäftspartnern immer oder auch Angehende oder so immer früh klar zu machen. Jeder braucht Hilfe. Ja. Jeder Mensch braucht irgendwie mal Hilfe. Und ob das jetzt um Geld geht auf oder welcher Ebene auch immer, oder ja. was weiß ich genau. Ja. Auf welcher Ebene auch immer. Jeder braucht Hilfe in seinem Leben. Ja, und deswegen, wir sind ja wie die Füchse, ne? Rudeltiere. So. Genau. Und das heißt, Menschen rotten sich zusammen. So. Deswegen leben wir ja nicht als Einzelgänger irgendwo in der Wildnis und sagen, ey, ich brauche niemanden, mir ist das alles egal, sondern wir sind eben gesellschaftliche Wesen. Wir sagen, wir müssen zusammenarbeiten. Das war im Mittelalter, in der Steinzeit, überall war schon immer so gewesen. Und das ist total dämlich, jetzt zu glauben, ich brauche keine Hilfe, ich mache das alleine. So. Man sieht es ja auch im Tierreich oder sonst irgendwo, auch unter Viren oder, ne? Also überall ist das gleiche Prinzip so, dass sich die Masse einfach zusammen sammelt. Ne? Unter Viren ist ein geiles Beispiel. Ja, Viren sind doch genauso. Die, ich weiß nicht, ob Viren so sehr so... Viren tun sich mit anderen Viren zusammen. Ja, aber ob die jetzt darüber reden... Dann sind sie krassere Viren. Ja, Mann. Ich schwör. Viren-Tech-Team, Alter. Corona. Ja, weswegen ich eben gefragt hatte, wollen wir mal ein bisschen Musik von dir hören? Was hattest du denn gefragt? Ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast. Wie du zur Musik gekommen bist. Ach so, deswegen hast du gefragt. Das okay. war die Frage. Ja, okay. Wir haben sie, glaube ich, so eine halbe Stunde oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind sehr weit. Das ist lustig, weil eben gerade noch gesagt, ja, was meinst du denn, wie lange es geht? So, ja. Ich sage, ja, ich habe so bis 2 Stunden. Naja, so lange wollen wir jetzt nicht. Und dann jetzt erstmal so viel gelabert. Jetzt haben wir wahrscheinlich in 2 Stunden gleich schon voll, ne? Ja, ich bin auch erstmal am Anfang noch. Ach so. Also hast du Musik mitgebracht? Ich habe Musik mitgebracht. Ja, das ist ja insofern auch immer relativ einfach, weil dir Musik mitbringen ist ja totaler Schwachsinn. Du hast die Musik ja hier, so, weißt du? Ja. Wir haben sie ja hier aufgenommen. Und das wäre jetzt tatsächlich Bolzplatzkinder. Das ist ein Song, den ich mit Pape zusammen gemacht habe, Carsten Pape, der jetzt für ein neues Projekt von mir auch immer noch zur Verfügung steht, für das Album sozusagen, da kommt der Song drauf. Mhm. Und es geht eigentlich so ein bisschen um die Anfänge dessen, was wir gerade besprochen haben, des Fußball-Hobbys sozusagen. Also das zweite große Hobby neben Musik. Also man sagt, wie hat es eigentlich angefangen, damals irgendwie mit 4, 5 Jahren irgendwie auf dem Bolzplatz zu stehen, das erste Mal, und dann wirklich über 10 bis heute eigentlich Jahre in Fußball zu spielen und da eben diese ganzen Werte auch schon mitzukriegen. Fußball ist eine wahnsinnig gute Schule für Werte, wenn man sie positiv mitnimmt. So. Und eben nicht dieses, okay, ich trete dich um und ich will unbedingt gewinnen, sondern ey, du lernst verlieren, du lernst gemeinschaftlich irgendwie dir zu helfen, du lernst auch mal einen Fehler zu machen, wie wir eben gesagt haben. Und dann aber auch zu sehen, okay, jemand anders macht einen Fehler und ich helfe ihm bei diesem Fehler. So. Ich kann ihn ausbügeln. Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ganz genau. Und das merkst du halt da und du merkst eben, dass die Jugendlichen, finde ich, die früh angefangen haben, Fußball zu spielen, ganz, ganz andere Sachen mitbringen auf einmal und du kannst immer ganz gut erkennen, okay, der hat lange Zeit im Verein Fußball gespielt, so. Der verhält sich anders. Das ist einfach so. Ja, ja. Und dieses Bolzplatz-Ding ist für mich einfach was, wo man sagt, okay, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit und an die unbeschwertesten Erinnerungen, so, dann ist es Bolzplatz. Und deswegen Bolzplatz-Kinder, das bin ich, das sind ganz, ganz viele Menschen auf der Welt und das ist der Titel des Songs, den wir jetzt hören. Ich definitiv auch. Keiner machte sich Gedanken darum, was einmal wäre. Und wenn ich heute einmal da bin, ist der Platz meistens leer. Diesen Anblick zu ertragen, fällt dann doch leider schwer. Aber genau dank dieser Zeit ist dieser Sport für mich mehr. Wir sind groß geworden, aber Kinder geblieben. Aus einer Zeit ohne Sorgen, mit dem Sport, den wir lieben.
Teil von uns erinnert sich, ein Teil von uns bleibt dort für immer. Schließ die Augen und erinnere dich, wir sind Bolzplatzkinder. Wie schnell die Jahre vergehen. Ich sah uns alle wirklich gerade noch da stehen, auf dem Platz in den Trikots unserer großen Idole. Es ging um Fußball, nicht um die Kohle. Dies Gefühl kam wie die Liebe aus dem Bauch. Natürlich haben wir dafür damals keine Schiedsrichter gebraucht. Nicht, weil man nicht fault, sondern weil man dazu steht. Und niemand freiwillig ohne Kontakt zu Boden geht. Man reicht sich die Hände schon. Ja, ist ja schon ein Weilchen her, dass wir den produziert hatten. Aber wir sind ja auch schon live damit aufgetreten. Genau, haben wir auch schon live gespielt. Kam auch ziemlich gut an tatsächlich, weil ich glaube, das können sich viele Menschen darin wiederfinden. Es können viele Menschen sagen so, ey, das geht mir genauso. Und das ist das Schöne daran, dass ich, was du vorhin sagtest, Musik und Fußball verbinden kann, ist, dass ich das nicht spielen muss. Ich muss mir nicht was überlegen, wo ich denke, oh, was könnte denn viele Menschen interessieren, und dann rappe ich über Fortnite, sondern ich erzähle von meinem eigenen Leben und von dem, was ich halt jahrzehntelang irgendwie gemacht habe und erlebt habe, und es ist irgendwie authentisch dadurch und trotzdem können sich viele Menschen damit identifizieren. Ich wollte gerade sagen, ich, der ja nicht so fußballambitioniert ist, selbst ich war damals in meiner Kindheit beim Bolzplatz und habe da mit Leuten gespielt oder wir haben uns da die sonst was reingezogen. Ja, ihr wart die, die hinterm Tor gestanden haben, ne? Ja, ja. Immer nur reingebrüllt. Ja, ja, süß. Ja, wo man immer aufpassen muss, dass sie den Ball nicht kaputt machen, wenn man daneben schießt. Ja, ganz genau. Das ist wieder typisch. Ja, ja. Nee, deswegen feiere ich den auch so, weil ich den auch sehr in meinem Leben einbinden kann. Aber das ist ja nicht der einzige Song, den du mitgebracht hast, oder? Nee, das ist nicht der einzige Song. Soll ich direkt den nächsten Song jetzt auch noch ankündigen hier? Ja, erzähl mal. Das ist ja, geht der einer nach dem anderen hier. Weg, haben wir keine Zeit mehr. Wie auf dem Bazar hier. Bam, bam, also, wenn du noch was zu erzählen Gewinne, hast. Gewinne, gewinne, gewinne. Nein, es gibt für mich noch ein wichtigeres Thema tatsächlich, oder was noch präsenter ist im Moment für mich. Und zwar, dass eben dieses Fußballthema, was wir seit über zehn Jahren jetzt ja schon auf Alben irgendwie auch mit austragen musikalisch und ganz viel dazu gemacht haben, ist eben was, was du eben sagtest, der Spiegel der Gesellschaft, und ist aber auch vor allem was, was eigentlich so unglaublich viel Positives mit sich bringt und so einen unglaublich guten Effekt haben könnte auf alle Menschen, auf die ganze Gesellschaft. Oh, hallo. Aber wenn was eben, Gute sehen würden. Was eben ganz oft anders verwendet wird, was ganz oft dagegen gemacht wird und irgendwie so ein Gegeneinander und so ein wir sind besser als die und wir machen die kaputt und keine Ahnung, und diese ganze Gewalt, dieser ganze Rassismus. Ja, das ist niemandem geholfen. Also. Alles, was mittlerweile leider ja wieder aktuell ist. Und es ist halt abgefahren, dass wir 2020 in der Gesangskabine sitzen, einen Podcast aufnehmen und über Homophobie und Rassismus und Sexismus reden müssen. Ja. Und jedes Mal, wenn man das sagt, merkt man wieder so, ja, es haben jetzt schon 1000 Leute gesagt, aber es ist ja schrecklich, das ist ja das Schlimme, dass daran. Es so ist. So. Ja. Und dass es trotzdem immer noch genauso ist. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand Fußballfan sein kann, egal von welcher Mannschaft, und Rassist in einem. Das ist überhaupt nicht mehr möglich in diesem heutigen globalisierten Fußballsystem, wo ich irgendwie aus 20 verschiedenen Ländern in meiner Mannschaft Spieler habe, die ich anfeuere, aber gleichzeitig mache ich Affenlaute, wenn beim gegnerischen Verein irgendwie ein dunkelhäutiger Spieler rumläuft. Das ist das absolut Hirnverbrannteste, was es auf der Welt überhaupt gibt. Und das Gleiche gilt für jede Form von Homophobie oder Sexismus oder Sonstiges. So, es ist immer noch nicht so weit, dass sich Fußballspieler outen können. Es ist immer noch nicht so weit, dass wirklich Profis sagen, ja klar, bin ich homosexuell. Ja. So, wenn du dir den Schnitt der Gesellschaft anguckst, und Fußball ist eben dieser Schnitt, dann stehen im Stadion Tausende von homosexuellen Männern und Frauen. Ja, aber hallo, nur man weiß es nicht. Und weil es einfach verpönt und dann ist. Weil ist es wieder in Ordnung, weißt du? Es ist abgefahren, dass du das verschweigen musst. So. Ja. Das ist total lächerlich. Und vor einigen Jahren hat Markus Wiebusch einen sehr, sehr schönen Song zu dem Thema gemacht und hat das eben sehr aufgearbeitet aus der Perspektive von jemandem, der als homosexueller Fußballer mit dieser Lüge sozusagen lebt und sich nicht outen kann. Oha, okay. So. Und da sind so Sätze gefallen wie: Der Vertrag, den ich habe, geht so schnell, wie er kam. In dem Moment, wo ich das halt sage, ist das ganz, ganz schnell wieder vorbei. Weil, jetzt verstehe ich die Angst davor, sich dann zu outen. Das ist der Vertrag, den ich habe, geht so schnell, wie er kam. Kein Team will den Rummel, kein Verein den Alarm. So. Weil du willst nicht der erste schwule Fußballer sein. Du willst nicht der erste Verein sein, wo der schwule Fußballer spielt. Was total lächerlich ist, weil gefühlt jedem Verein spielt bestimmt ein schwuler Fußballer, aber sie outen sich nicht so. Also dieser Gedanke überhaupt, von so da ranzugehen, weißt du? Ja. Also warum sucht man denn nicht erstmal, was habe ich mit ihm gemeinsam? Ja, und du hast ja so viel, viel mehr mit ihm gemeinsam. So. Und es ist doch völlig egal, was du glaubst, wen du liebst, was du irgendwie, wie groß du bist, woher du kommst, ist alles völlig egal. Gerade beim Fußball hat eben dieser Sport hat diese Macht zu sagen, okay, wir sprechen alle eine Sprache, wir sind alle verbunden durch diesen kleinen runden Ball so, und wir haben alle universelle Regeln, und es spielt gar keine Rolle, mit wem du spielst oder gegen wen du spielst, sondern es ist 90 Minuten plus X und
Am Ende gibst du dir die Hand und alle Menschen sind Menschen. So. Genau dasselbe wie mit den Battles, die du eben erklärt hattest. Absolut. Also genau das Gleiche. Das ist eigentlich immer eine Metapher. Ehrgeiz haben und einfach den Spaß daran genießen und danach aber auch seine Wege gehen oder zusammen ein Trinken. Und am Ende des Tages ist Freestyle-Battle, ist Fußballspielen, ist jedes andere, ist eine Metapher auf unser ganzes Leben. Ja. Weil du sagen kannst, genau so sollte die Gesellschaft funktionieren. Harter Wettkampf, in Ordnung, aber fair und sportlich und hinterher shake hands und alles ist gut. So sollte es sein. So wäre eigentlich meiner Meinung nach eine perfekte Gesellschaft. Man hat es ja jetzt beim Corona auch wieder, als das losging, dass du siehst es ja überall. So, Asiaten immer gemieden werden und also das, da fing es ja dann schon wieder an, wo man die Schelle bekommen hat. Ja, du versuchst halt als Bevölkerung und als Gesellschaft immer irgendwie eine Gruppe von Leuten zu finden, gegen die du sein kannst und definierst dich darüber, dass du gegen andere bist. Anscheinend. Das ist beim Fußball ja genauso. Ich definiere mich doch als HSV-Fan auch ganz schnell mit irgendeinem Stadtderby oder mit irgendeinem Nordderby oder sonstiges. Das mache ich auch. Mhm. So. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich darf mich eben nicht damit definieren, dass ich einfach nur die anderen hasse oder irgendwie verurteile oder sage, das sind irgendwie die Schlechten und so. Aggressiv vorgehe oder... Ich kann ja sagen, ich bin in meiner Gruppe fühle ich mich natürlich wohler, das ist immer so, aber ich muss mich nicht nur über das gegen andere Gruppensein definieren. Ja. Und diese ganze Hass-Gewaltspirale, die jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten im Fußball wieder größer wird, wenn du dir in England, Italien das anguckst, was da an Rassismus teilweise von den Rängen kommt, das ist beängstigend. Mhm. Wenn du dir überlegst, dass es auch in Deutschland eben Parteien und Organisationen gibt, die entsprechende Prozente nach Hause bringen, die das fördern, die sich da in die Richtung zumindest nicht abgrenzen, sag ich jetzt mal, oder sich sogar auch klar positionieren, dann bin ich einfach der Meinung, so, wir können auch aufstehen als Fußballfans des ganzen Landes, der ganzen Welt eigentlich und können sagen, wir sprechen eine Sprache, wir sprechen Fußball. Uns zusammen dagegen stellen. So. Das ist unsere Weltsprache. Ganz genau. Und das wollen wir ausdrücken. So heißt der Song und so heißt das neue Album. Das kann ich jetzt an der Stelle sagen, weil das neue Album wird Weltsprache heißen, weil ich einfach finde, das muss jetzt mal gesagt werden. Das ist wichtig, das verbindet uns. Finde ich auch. Weltsprache. Große Überraschung. Ab dafür. Als nur gegen das System, wir müssen mehr sein als die schweigende Masse. Denn für Rassisten gibt es rote Karten, keine Debatte. Können mehr sein als die klatschende Menge. Doch all die Rückpässe hier spielen nur dem Hass in die Hände. Also Meinung haben, Meinung sagen, sprechen statt drauf einzuschlagen. Wir haben nichts gewusst, kann später keiner sagen. Kurz vor dem Abpfiff gibt es keine Zeit zu warten. Dank diesem Sport sprechen alle hier die gleiche Sprache. Woher du kommst und dein Name, alles Zufall. Dein Geschlecht, die Hauptfarbe, alles Zufall. Wen du liebst und warum, alles Zufall. Unsere Sprache heißt Fußball. Die Talente, die du hast, alles Zufall. Welche Schuhgröße dir passt, alles Zufall. Woran du glaubst und warum, alles Zufall. Unsere Sprache heißt Fußball. Groß geworden, ja, aber mega Song, Alter. Haben wir ja auch vom Sotzen erst aufgenommen gehabt. Ganz neu noch, ja. Also noch ganz, ganz frisch, Haben wir auch noch nirgendwo weitergegeben können oder sonst was. Aber mega cool. Ich finde, da fasst du echt alles nochmal zusammen, so. Ja, das ist das Ziel, dass man einfach auch ein bisschen guckt, was kann ich irgendwie bewegen damit. Wir haben diese Hurricane-Geschichte gemacht. Mhm. Das ist für mich immer noch das Beste, was wir jemals gemacht haben. Mhm. Das sage ich auch ganz ehrlich so. Und nicht, mit der Sternbrücke dazu unterstützen. Nicht musikalisch, sondern weil wir einfach gesagt haben, wir machen was Sinnvolles aus der Musik. So. Ja. 3-4 Minuten Musik machen, okay. Aber ich weiß es selbst und alle, die mich mittlerweile persönlich kennen, wissen es auch so. Ich sitze nicht zu Hause und höre meine eigene Musik und finde es irgendwie toll. Sondern ich höre mir dann halt andere Musik bei an. Bei dir ist das wirklich, du nimmst den auf und willst den gar nicht mehr hören. Nee, eigentlich nur noch zum Proben, um ihn live zu spielen dann. Und ansonsten muss ich meine Musik selber nicht hören, sondern ich habe das dann verarbeitet und es ist dann für mich weg. Ah. Aber ich finde, wenn man sowas hat wie bei Hurricane, wo man sagt, wir haben ein höheres Ziel damit, wir verfolgen damit ein höheres Ziel, nämlich in dem Fall Aufmerksamkeit fürs Kinderhospiz Sternbrücke zu schaffen und Geld zu sammeln mit den Einnahmen und Geld zu sammeln über Spenden, Leute, die sich vorher schon bereit erklärt haben, zu sagen, ja, ohne dass du mir den Song schickst, ich finde es einfach geil, was ihr macht und ich will es unterstützen. Und das ist einfach ein Moment gewesen, wo ich dachte, cool, so funktioniert Gesellschaft, so funktioniert Zusammenhalt noch. Ganz genau. Und ich brauche nicht irgendwie überlegen, dass ich mir Gott weiß, was für Szenarien ausdenke und irgendeinen Spendenmarathon aufstelle. Ja, oder viele denken ja, oh, der schnappt sich doch bestimmt einen Teil des Geldes ab oder so. Ja, weißt du? Aber wer jemals im Kinderhospiz war, der weiß, dass wenn du das noch schaffst, hinterher Geld einzustecken, was du gesammelt hast für diese Einrichtung, dann hast du mit Mensch auch nicht mehr viel zu tun. Nee, so. Also wenn du das hinkriegst, nicht mal, dass du unten durch bist. Ich weiß auch gar nicht, wie du dann noch in den Spiegel gucken kannst. Ja. Weil also ich würde dich nicht mal verurteilen dafür, weil ich denke, du bist dann so eine arme Seele, dass du das nötig hast. So. Ja, kranken Kinder. Heftig, weil das ist ja, es sind ja nicht kranke Kinder, sondern es ist ja ein Hospiz. Es sind ja Kinder, von denen man davon ausgeht, dass sie zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sterben werden in relativ kurzer Zeit. Und um den Leuten und um diesen Kindern irgendwie ein möglichst schönes restliches Leben zu verschaffen und wirklich alles zu ermöglichen, was irgendwie geht und auch den Eltern und den Angehörigen so zu helfen,
Dafür wird da unglaublich viel Geld benutzt und verbraucht logischerweise, weil eben der Staat nur die Hälfte von allem, was die da ausgeben, bezahlt. Also nur diese medizinischen Komponenten bezahlt der Staat und alles, was dazu gemacht wird. Die haben eine Playstation umbauen lassen, wirklich von Sony selber umbauen lassen, sodass Kinder, die halt ihre Arme und Beine nicht mehr bewegen können, trotzdem die Möglichkeit haben, noch ein Konsolenspiel zu zocken. Krass. So. Weil es halt über Kindsteuerung dann läuft und über Sprache und sonstiges. Ja. Und das ist ein Wahnsinn. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man so denkt, ja klar, das ist jetzt super rausgeschmissenes Geld, weil es betrifft jetzt nur 2, 3 Kinder. Du machst dem Kind damit aber so Freude. Jedes Leben ist dann irgendwie so wertvoll, dass man sagt, das ist doch was, was wir leisten können. Uns geht's gut, so, wir sind gesund, wir haben irgendwie hoffentlich alle irgendwie eine Zukunft vor uns, wo wir sagen können, das wird irgendwie, wir sind selber in der Möglichkeit zu entscheiden, was aus uns wird. So. Ja. Und das haben diese Kinder halt nicht. Ja. Und das ist ganz toll, für die was machen zu können. Ich bin sehr froh, dass Louis Holtby das damals so mit unterstützt hat, weil es natürlich ohne den Namen Louis Holtby auch nicht so derart groß geworden wäre. Und der ja damals mit uns den Song aufgenommen hat und Spenden gesammelt hat und immer noch sich auch weiterhin noch für die Sternbrücke eingesetzt hat. Der ja auch selber investiert. Genau, selber Geld dafür auch. Und er hat auch immer noch wieder, der macht auch immer noch Sachen. Also das kriegt man gar nicht mehr so mit. Ja, genauso, ne? Genau, wir genauso. Ja aktiv, ne? Und das ist ganz toll, dass es sowas geblieben ist. Und das ist mein Ziel jetzt zu sagen, okay, Musik machen ist schön, aber ich möchte eigentlich Projekte machen. Das klingt so ein bisschen so nach irgendwie Berliner Schwaben-Jargon, so ich möchte ein Projekt starten, Projekte, aber womit du anderen einfach was mitgeben etwas, was Mehrwert hat. So. Und wenn am Ende diesen Weltsprachsong 100 Leute hören, dann habe ich 100 Leute erreicht. Ja. Und das reicht mir völlig aus. Ich muss damit jetzt nicht irgendwie ein Radio-Hit oder sonstiges, sind die Songs sowieso nicht für geeignet. Aber das haben wir sowieso schon immer gesagt. Genau. Also. Und das ist aber jetzt umso wichtiger und ich finde auch wichtig, dass man eben versteht, ich bin HSV-Fan, so, das bleibe ich auch. Dieses Projekt, was jetzt läuft, ist aber kein spezifisches HSV-Projekt in dem Sinne, dass wir jetzt nicht den HSV als Hauptthema haben. Es geht schon in die Fußballrichtung. Es geht um Fußball und es geht darum, dass eben verstanden wird, Fußball ist halt in unserer Gesellschaft viel mehr als 90 Minuten Sport irgendwo und irgendwie so Entertainment und hahaha. Es gibt so viele Menschen, für die ist Fußball das Ein und Alles im ganzen Leben und für die bricht eine Welt zusammen, wenn so wie jetzt irgendwie Geisterspiele stattfinden und irgendwelche Spiele abgesagt werden und so. Und diese Menschen irgendwie ins Boot zu holen und zu sagen, okay, wir sind so viele Leute, wir können so viel Gutes bewegen auf der Welt, das ist mir wichtig. Und ich hoffe, dass wir das mit dem neuen Projekt machen können und dass meine Musik ein bisschen dazu beiträgt, dass einfach 2, 3 Leute nachdenken. Und, so. Und dann habe ich mehr erreicht, als ich mir träumen kann. Aber hallo, das kann ich zu 100% verstehen und stehe auf jeden Fall hinter dir. Ja, sehr cool. Freue mich. Ja, so muss die Welt laufen. Ne? Also man muss sich ja auch stützen bei gewissen Sachen. Ich meine, damals, wo wir uns kennengelernt haben, gab es dann ja auch irgendwann eine längere Zeit, wo du lange nicht mehr ins Studio gekommen bist. Und ich habe dann ja auch nicht einfach aufgehört, weil du gerade nichts mehr machst, weißt du? Ganz genau. Und so muss man halt sich stützen auch gegenseitig. Ja, und du kannst immer nicht, das ist halt ein Gemeinschaftsding. Also es ist bei uns ja auch ein Gemeinschaftsding. So, es war das letzte Album auch mit Pape zusammen, ein Gemeinschaftsprojekt. Und jetzt sind auch auf dem Album werden auch diverse Leute mit drauf sein, die irgendwie mit ihren Teil dazu beitragen. Weil ich auch, das war ja das, was wir vorhin sagten. Es geht eben nicht Einzelkämpfermodus. Es ist eben nicht so, ich mache euch alle platt. So, damit kannst du die Welt nicht bewegen, damit kannst du niemanden erreichen. Du hast ja eben Pape schon gesagt, mit dem hattest du ja auch nochmal ein anderes Projekt, auch nicht unter euren Namen, sondern unter Morgen hieß der. Genau, mit Morgen haben wir auch noch ein Album rausgebracht sozusagen, das wieder ein ganz anderes Thema ist so. Und das ist einfach schön, dass man das breit aufstellen kann. Und ich habe diesen großen Luxus, ich erinnere mich an ein Interview von Alex Bechtel hieß die, glaube ich. Okay. Bei Viva, wo wir wieder beim Thema wären, da schließt sich der Kreis, mit den absoluten Beginnern. Und da sagt Daniel, man müsste jetzt bei YouTube, das findet man bestimmt, da sagt Daniel den Satz auf die Frage, was er denn machen würde, wenn er nicht mehr von der Musik leben kann. So, sagt Daniel den Satz, wenn ich nicht mehr von der Musik leben kann, dann lebe ich eben für die Musik. Toller Satz. Und das gibt's auf dieser Beginner-DVD, die habe ich mir, glaube ich, 100-mal reingezogen, kennst du bestimmt auch. Ja. Diese Beginner-DVD, da ist das mit drauf und da sagt irgendwie Alex Bechtel, glaube ich, heißt sie, das ist so eine Moderatorin gewesen früher. Ja. Die sagt dann auch von wegen, dass sie total beeindruckt war damals, weil die sich halt vor dem Interview schon Gedanken gemacht haben, was sagen sie eigentlich. Ja. Und nicht so Dünnsinn geredet haben, sondern das waren halt richtig gute Antworten. Und genau das ist der Punkt bei mir, ich bin unglaublich froh darüber, Musik machen zu dürfen. So, ich bin sehr froh darüber, das mit dir machen zu dürfen und dass wir das hier irgendwie sehr gut aufgezogen haben in den letzten 10 Jahren, so mittlerweile ja schon. Ja, so ein bisschen. Und das finde ich toll, das freut mich wirklich, aber am allermeisten bin ich froh darüber, dass ich es nicht muss. Mhm.
So, und in keinem Zeitpunkt in dieser Situation war das, ich dachte, oh, jetzt muss ich den Song schreiben oder oh, jetzt muss ich das Album rausbringen. Jetzt und das muss ich davon leben. Einfach. Muss ich echt gut verkaufen, weil sonst weiß ich nicht mehr, wo ich morgen noch eine Milch herkriege oder so. Ja. Sondern ich habe halt den Luxus zu sagen, ich kann Musik machen, wenn ich Bock habe und wenn ich was zu sagen habe und ich muss nicht auf Zwang irgendwie jeden Freitag in die Spotify-Playlist reinkommen und einen Song aufnehmen, der jetzt irgendwie Streams generiert, damit ich im Gespräch bleibe. So. Ich meine, bei mir sieht es jetzt wieder anders aus. Ich zwar auch nicht, aber ich ja auch nicht als Künstler. Ich lebe ja mehr von dem Studio und dem Label halt. Aber trotzdem verstehe ich das natürlich, dass das viel zu viel Druck in einem selber macht, wenn man dann merkt, man muss jetzt damit, es muss jetzt laufen. Ich habe es ja auch schon bei anderen Labels mitbekommen oder anderen Künstlern, die sich dann auch gesagt haben, es muss jetzt. Und so auf Krampf funktioniert nie irgendwas. Ja. Und wenn, dann einfach nicht gut. Ich glaube auch, die meisten Künstler, die jetzt aktuell davon wirklich leben können, sind nicht auf die Art daran gegangen, dass sie gesagt haben, ich muss jetzt berühmt werden. Ja, eben. Und also das halte ich auch einfach für den falschen Weg. Und um berühmt werden ging es mir sowieso nie. Ja. Und um Geld ging es mir auch tatsächlich nie. Das kann ich in dem Fall aber auch echt easy sagen, weil ich bin halt verbeamtet. So. Ja. Und dann kriegst du halt, dir geht's eh gut. Dann kriegst du halt jeden Monat dein Geld. So. Und das, ich meine, du arbeitest halt auch dafür und das ist halt auch in Ordnung, dass du dann auch Geld dafür bekommst, weil du halt auch jeden Tag arbeitest so, und Vollzeit irgendwie da bist. Aber letzten Endes ist das wirklich ein Luxus, dann zu sagen, okay, und wenn ich jetzt Bock habe, ein Album zu machen, dann muss ich nicht zu dem und dem Label gehen und den fragen und können wir bitte sondern ich kann sagen, okay, ich presse das selber und ich muss es nicht bei Amazon verkaufen, sondern ich kann sagen, ich verkaufe es den Leuten, die da Bock drauf haben und die auf ein Konzert sind oder die ich auf der Straße treffe oder was auch immer. Und so willst du das ja in Zukunft dann auch machen. Genau, oder? Das ist halt auch die Idee davon, dass man wirklich sagt, wir wollen den direkten Kontakt mit den Leuten haben, ich möchte mit den Leuten auch über das Album sprechen können, weil das ist immer dieses, ich mache ein Album, ich stecke da irgendwie Herzblut rein, ich arbeite da ein, zwei, wie viele Jahre auch immer dran und dann steht es bei Amazon und jemand bestellt es sich anonym irgendwo hin. Du weißt nicht, wer das hat, du weißt nicht, was er darüber denkt. Im besten Fall kriege ich eine Amazon-Kundenrezension geschrieben, wo der dann schreibt, cool, dein bestes Album bisher. Und dann denke ich, danke, wäre jetzt echt noch geiler, wenn wir darüber reden könnten und du mir sagst, was findest du denn geil daran? Wo ist denn vielleicht was dich nicht interessiert oder was denkst du denn zu dem Thema? So, ich stelle ja auch Fragen auf den Liedern. Es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit immer nur sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern es sind ja auch Fragen. So, was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Art? So. Wie du schon sagst, wenn du über das Leben redest oder über den Fußball so im Allgemeinen, ist das ja auch ein Zusammenleben und da will man ja auch die Meinung seines Gegenüber einfach haben. Ja. Und daraus ergeben sich die Texte. Ja. Das ist seit dem ersten Album so. Das hat mich immer öfter auch Leute schon gefragt, wie kommst du denn auf deine Texte so? Wenn du zuhörst und hinhörst, richtig so, hinhörst, dann kommt das automatisch, weil du stehst im Stadion, du sitzt in irgendeinem Bus oder du fährst mit der Bahn oder du bist auf einem Konzert von dir selber und du hörst die Leute auf einmal reden und erinnere dich, wir haben das gehabt, dass wir tatsächlich von der Bühne gegangen sind zum Thema Rassismus, von der Bühne gegangen sind und ich weiß nicht mehr genau, wo es war und ich will es vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Und uns gesagt wurde, was ist das denn für Negermusik? Ja, ja, das weiß ich auch noch. Und das war unfassbar krass für mich, weil ich dachte so, wow. Gerade wir beide. Also wir beiden Weißbrote, uns zu sagen, was ist das denn für Negermusik? Ja, aber das ist nur seine Einstellung halt. Ja, aber Wahnsinn, wenn mehr Leute mit dieser Einstellung rumlaufen, dann muss man sich nicht wundern, dass es Alltagsrassismus gibt. Dann muss man sich nicht wundern, dass Menschen in Hanau oder sonst wo irgendwie auf die beschissene Idee kommen, Leute zu töten, weil sie eine andere Hautfarbe, eine andere Religion, eine andere Herkunft haben. Eben. So, weil das ist mitten in der Gesellschaft. So, dass man darf nicht so tun, als wenn das Leute wären, die ein bisschen bescheuert sind oder so. Klar sind die bescheuert, aber davon gibt es Tausende und Abertausende. Ja. Und das ist halt gefährlich. Auf deren Seite kommt nur, ey, die sind cool, dann fühlen sie sich wohl und dann kann man sowas auch mal sagen. Ja, so, ja, aber genau. Es ist einfach falsch. Genau. Und das ist einfach Quatsch, weil also mich persönlich hat es natürlich nicht angegriffen. Ich bin ja, was soll mich das persönlich angreifen, wenn irgendein Horst sowas sagt? So, du warst betrunken, ja. Aber ich finde es echt traurig für unsere Gesellschaft, was das für ein Zeichen abgibt, was das bedeutet, wenn solche Leute rumlaufen. Und auch im Stadion haben wir schon oft genug erlebt, dass es irgendwie solche Sprüche gibt und zum Glück auch oft genug erlebt, dass sich Leute umdrehen und sagen, Alter, was ist bei dir denn kaputt? Und das wird immer mehr und das muss noch immer weiter werden, so, damit das gar keine Chance kriegt irgendwie in den Stadion. Es gibt diesen Spruch, man soll Politik und Fußball und Sport soll man trennen. So. Und ich sag dir, das ist einfach falsch, weil Sport ist eben dieser Spiegel der Gesellschaft. Und wenn du dann sagst, da hat Politik nichts mit verloren, so, dann gibst du einen ganz großen Teil der Gesellschaft preis, wo du sagst, okay, macht ihr, was ihr wollt, ihr könnt denken, was ihr wollt, ist ja egal. Und dann ist es das alte Rom, Brot und Spiele, weißt du, dann ist Fußball wirklich nur Brot und Spiele, haltet die Bevölkerung schön dumm
So, und lasst sie keine Meinung entwickeln, die dürfen sich nicht äußern und so weiter. Und ich finde, genau da musst du dich äußern, genau da musst du was machen. Was nicht sein darf, ist, dass du Sport politisch instrumentalisierst. Dass du sagst, wir sind die CDU und wir sponsern das DFB-Pokalfinale. Nee. Das geht nicht. So, das ist klar, das ist eine Instrumentalisierung. Aber was auf jeden Fall sein muss, ist, dass du die Leute ermutigst, ihre Meinung zu sagen und dass sie zu einer Meinung stehen können und dass sie sagen, okay, wir gucken, was sind unsere gesellschaftlichen Grundwerte, was wollen wir erreichen, wofür stehen wir eigentlich und was ist Fußball und was wollen wir ausdrücken. Was will ich überhaupt von meinem Leben? Ja, so. Und dann kommt eben Bolzplatzkinder raus, so, wo du sagst, okay, das ist eigentlich das, was Fußball ist für mich. Dann kommt Weltsprache raus, weil du sagst, das ist eigentlich das, was uns verbindet. Und dann merkst du in dem ganzen Album, das ist halt, das verfolgt halt ein Konzept, ganz klar. Und das Konzept heißt einfach, denk mal drüber nach, ist das das, wie du es haben willst? Oder willst du es anders haben? Und wenn du es anders haben willst, dann lass mal aufstehen und was machen. Das finde ich aber gut, weil letztendlich viele Leute wollen immer belehren und ihnen ihre Meinung immer aufdrücken und erklären dann immer, wie sie zu ihrer Meinung kommen. Aber deine setzt mehr Fragen auf, die man sich selber dann stellt. Ne? Es bringt nichts, Leute zu belehren. Nee, wenn du zu einem Nazi sagst, sei mal kein Nazi mehr, das ist voll dumm. Dann zeigt er dir den Mittelfinger. Der wird ja deswegen nicht anders denken. Du musst den Menschen klar machen, dass sie das, was sie selber denken, einmal überdenken. Ja. Und ganz ehrlich, wenn es am Ende so ist, dass der Großteil der Gesellschaft sagt, was dieser Elvis sagt, ist Schwachsinn. Wir wollen eine Gesellschaft, wo die Rassen getrennt sind. Wir wollen eine Gesellschaft, wo Frauen am Herd sind und Männer, die homosexuell sind, kein Fußball spielen dürfen. Ja, völlig bescheuert. Aber dann muss ich das akzeptieren am Ende. Ja. So, ich würde deswegen nicht anfangen, Leute zu sagen, was bist du denn für ein Idiot oder den umbringen oder was auch immer. Das steht mir nicht zu. Genau. Wenn das die Mehrheit entscheidet, dann ist das halt. Okay, dann ist schade für mich. Dann muss man sich folgen. Und schade für alle Leute, die halt eben andere Werte und andere Ideale haben. Aber ich behaupte, und da bin ich fest von überzeugt, dass es nur ein Bruchteil der Menschen ist, die so denken. Aber die sind laut. Und die Mehrheit, die Masse, die so denkt wie ich oder wie du denkst oder die vielleicht noch ganz anders denkt, aber die eben moralisch und wertetechnisch tolerant denkt, die sind halt einfach ruhig. Ich meine, und das muss sich ändern, die müssen laut werden. Ich sehe das in Form von Liebe, weißt du? Man sieht so viel Hass, so viele Probleme, selbst untereinander in Familien und dies und das, sehe ich so viele Probleme. Aber wenn man da auch mehr auf die Liebe setzen würde, dann würde man auch viel mehr Verständnis haben, viel mehr drauf eingehen, viel mehr zusammenhalten. Absolut. Also genau da hängt der Knoten. Ja. Ganz einfache Faustregel, du kannst immer dagegen sein. Ja. Aber wenn du dafür bist, das ist viel schwieriger und das ist viel wertvoller. Du kannst gegen Klimawandel sein und auf die Straße gehen und demonstrieren, aber geh doch mal mit einer Lösung. Kannst was für die Umwelt. Mach doch mal eine Lösung. Ja. So, erzähl mir doch mal, was du denn machst oder wie du denn vorhast, das zu verändern. Und das machen ja ganz viele zum Glück auch. Und das kannst du aber auch bei Rassismus, das kannst du auch bei Homophobie machen. Natürlich, das muss man den Leuten einfach mal vor die Augen halten, dass es auch möglich ist, sowas zu ändern. So. Gegen Rassismus kann jeder sagen, ich bin gegen Rassismus. Ja, klar. So wie wir beide hier sitzen und sagen, schwulen war kennengelernt. Ja, ja. Also, aber es ist lustig, so, weil es eben Leute gibt, die damit nicht klarkommen. Ja. Weil für mich persönlich ist es doch vollkommen egal, wo wir uns kennengelernt haben. Aber weil die Leute so reagieren. Ja. Und das zeigt ja schon wieder, dass es eben nicht normal ist in unserer Gesellschaft. Und das ist schade. Ja. Und da kannst du eben, wenn du dafür bist, für etwas bist, du bist für Toleranz, du bist für Menschlichkeit, du bist für Vielfalt, statt immer nur, ich bin gegen Rassismus. Ja, klar bist du gegen Rassismus. Weil wenn du sagst, ich bin für Rassismus, bist du ein richtiges Arsch. Das würde ja keiner machen. Aber hallo. So. Und das ist einfach, das ist super einfach. Die einzige Sache ja auch immer, was einem übrig bleibt, ist immer das Vorleben, ne? Also du kannst, wie du schon sagst, niemanden belehren und es auch kein Eindrücken oder sollte man auch nicht machen. Nein, das macht keinen Sinn. Weil da kommen nur mehr Probleme. Ja. Also da sollte man das lieber an die Herzen jedes einzelnen Menschen setzen. Ja. Wenn ich Rassist bin, habe ich ein Problem mit mir selber. Ja. So. Welches Problem auch immer das ist. Ja. So, das muss jeder für sich individuell rausfinden. Ich komme mit denen da nicht klar. Irgendwie komme ich damit nicht klar, weil der irgendwie stärker ist oder weil der mir meinen Job wegnimmt oder diese ganzen Klischees. Woran das liegt. Aber ich habe ein Problem mit mir. Wenn ich daran arbeite, an meinem Problem, dann werde ich vielleicht irgendwann jemand sein, der sagt, das ist mir doch egal. Ja. Und das müsste die Welt sein. Das ist auch nicht, es muss nicht sein, dass ich sage, ich muss mich jetzt für Schwulenrechte einsetzen oder sonstiges. Aber so, lass die doch sein. Lass die doch endlich mal die gleichen Rechte haben. Aber echt. So, das ist doch bei Frauen und Männern genauso. So. In meiner Branche ist es zum Glück so, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Das ist aber auch nicht überall so. Nee, und immer noch nicht. Nee. So. Geschweige denn, dass Frauen überhaupt so Männerjobs schwer rankommen. Ja. Und wir stellen uns hin und behaupten irgendwie so die Art, Zivilisierten zu sein und so weiter. Überleg mal, wie viele Jahrhunderte und Jahrtausende wir schon dafür gebraucht haben und es immer noch nicht hingekriegt haben. Das ist einfach
einfach gleich ist. So. Und das ist einfach, das ist ein Wahnsinn, dass es in Deutschland immer noch so ist. Und wir sind eine so aufgeklärte Gesellschaft eigentlich und wir haben so viele Möglichkeiten und so viele Ressourcen irgendwie, wo du sagst, so viele intelligente Leute in diesem Land, die aber was bewegen können. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, weil so viele Ressourcen, so viele Möglichkeiten, kommt immer viel Gier auch mit dazu. Und dann ist klar, die Masse macht's, ne? Dann wird die Masse ausgenutzt für wenig Gier, sag ich mal, von wenig Gier. Ja, klar. Aber daraus die dann gierig sind sozusagen, die bilden dann diejenigen, die in der Oberschicht quasi die Fäden ziehen. So kann man das natürlich sagen. Mittlerweile, ich meine, es spaltet sich ja immer mehr. So, ne? Ja, und das ist was, was ich total traurig und beängstigend finde. Ja. So, weil dieser statt sich zu stützen, das zu spalten. Also ja, diese Schere geht halt immer weiter. Das ist so meine Alien-Theorie. Die habe ich dir bestimmt auch schon mal erzählt. Ja, ne? Ja, dass du sagst, okay, die Menschheit wird erst dann Frieden haben, wenn ein Alien-Raumschiff neben der Erde fliegt und sagt, gleich greifen wir euch an. Und dann würden alle Menschen zusammenarbeiten. Und wenn die Aliens das 10 Jahre durchziehen, ohne anzugreifen, was ich total cool fände, dann wären wir 10 Jahre im Weltfrieden. Ja. Und total beängstigt von diesen Aliens. Aber wir hätten wenigstens Frieden, weil wir untereinander vielleicht Frieden schließen würden. So. Und sonst kriegst du es halt nicht hin, dass die Menschen untereinander endlich mal begreifen, ey, wir sind doch alle eins. Ja. Wir sind doch einfach alle Menschen und genau wie alle Tiere irgendwie Tiere sind und wir sind alle die Natur, wir sind alle die Welt. So. Genau. Und lass uns doch mal daraus das Bestmögliche machen und nicht immer gegen und anti und wir sind gegen dies und wir mach doch einfach was. Word. Beweg doch was Positives. So. Ja, dein Word, Alter. Du brauchst so einen Buzzer, wo du immer Word drücken kannst. Stimmt, Alter. Das wäre ganz geil. Ja. Habe ich letztens schon mal einen Podcast gedacht, den ich mir angehört habe. Da dachte ich auch schon so, kannst du so einen Word-Buzzer und aber auch so 2, 3 andere noch, so Respect-Button oder so. Das wäre ganz cool. Einer auf vier, wie hieß er noch? Stefan Raab früher, ja, mit dem Nippelboard. Genau, der hat er doch auch immer wieder neu gemacht. Ja, das war auch Stefan Raab auch eine gute Zeit. Ja, fand ich auch. Ich weiß nicht, meine Freundin, als ich die kennengelernt habe, schon früh, das war noch die letzte Zeit von Stefan Raab, sie hat ihn gehasst, was ich bis heute immer noch nicht verstehen kann. Ich kenne ihn schon aus der Viva-Zeit, wie gesagt, von damals. Und so. Und ich fand, er ist der Entertainer schlechthin. So. Und er ist nicht blöd und er macht was fürs Leben, für die Welt, für die Leute. Der hat echt viele Ideen gehabt und viel umgesetzt. Aber ich glaube schon, dass er, also ich meine, deine Freundin kennt ihn auch nicht persönlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es persönlich ein ziemlich schwieriger Typ ist. Ja, meine Mutter will auch nicht jeder kennenlernen. Du weißt ja, es. Ja, das stimmt. Geiler so Vergleich auf jeden sollte Fall. Sollte man das nicht sehen. Nein, ich kenne ihn. Ich denke auch immer, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, so klar, die tragen eine Verantwortung. So, die haben was sie wiedergeben. Und bei Raab ist es halt manchmal so gewesen, dass es halt auch schon grenzwertig war, was so Verarsche von Leuten angeht. So, ne? Dass er immer über die Schwelle ging. Also Raab war ja zu der Zeit schon der Provokateur schlechthin, so, der wirklich einen noch draufgesetzt hat. Wenn alle anderen sagen, okay, jetzt mal lieber nicht, hat er noch einen drüber gezogen. So. Und das ist auf der einen Seite natürlich cool, auf der anderen Seite denkt man sich dann, okay, vielleicht ist das auch wieder ein Auslöser für das, wie es heute ist. Sehr anmaßend, ja. So, weil das natürlich auch irgendwie ein bisschen drüber ist. Ja. Aber man muss eben bei Raab auch gucken, ich glaube schon, dass der jemand ist, der so viel Courage auch auf der einen Seite hat und so viel Hintergrundwissen hat, dass er sozusagen das einordnen kann, was er da macht. Der hat sich nicht einfach nur asozial über Leute lustig gemacht, sondern der wusste schon genau, wie er die Schritte macht. Ich meine, nicht umsonst ist der irgendwie Medienmogul und hat da Millionen mit verdient und so. Genau. Und hat da ganz verschiedene Sachen gemacht so und hat mit Sicherheit auch eine Menge soziale Sachen am Laufen, die man so gar nicht mitkriegt. Ganz genau. Und da gehe ich fest von aus bei dem und von daher kann ich mir schon vorstellen, warum man was gegen ihn hat, kann ich mir auch vorstellen, so, weil er halt auch schon so ein bisschen so ein Grenzgänger ist. Aber natürlich, das war einfach Entertainment. Das war für mich auf jeden Fall, ey. Gut gemacht immer, ja. Das ganz Beste. Krass. Ja. Wollen wir mal weitergehen mit den Fragen? Oh, hast du noch Fragen? Ganz, ganz viel. Ach du Scheiße. nein, so schlimm wird's nicht. Selber spielst du keine Instrumente, oder? Nee, wie gesagt, ich habe in der Musik ja nichts gelernt. Also das Einzige, ich war tatsächlich mal in einer musikalischen Früherziehung, glaube ich. Und ich glaube, ich habe sogar sowas, so ähnlich wie so eine Blockflöte oder sowas, habe ich mal gelernt. In der Schule dann? Nee, so neben der Schule noch. So. Das war so ein, wie heute die Kinder in Cello-Unterricht geschickt werden. So. Aber es war so damals so die, oh, wie hieß das, Alsterfrösche? Ich glaube sowas. Okay. Und dann gab es auch so Xylophon, weißt du, kennst du Xylophon? Ja, natürlich. Das konnte ich richtig gut spielen. Nein, gar nicht. Triangel, ne? Triangel ging immer, ja, das ging. Ja. Nein, wir haben in der Schule, wir haben immer so Keyboard gespielt, so nebenbei, so ein bisschen so Akkorde gespielt. Ah. So zu den Rap-Songs tatsächlich dann so. Ach, geil. Keyboard gespielt. Aber ich kann nichts spielen tatsächlich. Also nichts. Schon so leicht Beats produziert. Oder? Ja, ja, nein, wir haben tatsächlich, damals haben wir die Beats, würde man heute sagen, die Instrumentals, haben wir live gespielt. So. Und dann auch darauf gerappt. Ja, dann war das in der Klasse. Wie eine Band einfach. Genau, in der Klasse war so, okay, wer hat Bock auf das, wer hat Bock auf das. Und dann haben sich alle, wir waren glaube ich echt fast ein reiner Jungskurs, so. Wir waren alle sehr unmusikalisch. Und die meisten haben sich halt ans Keyboard gestellt und nur so Akkorde gedrückt. So im richtigen Moment Akkorde drücken, das geht dann gerade noch so. Und bei mir war aber ab einer gewissen Zeit, wo ich dann halt angefangen habe zu rappen, war halt, okay, nee, du, Michi, der rappt. So. Ja.
Und dann habe ich halt gerappt. Und das war halt die haben dann die Beats gemacht. Für mich total easy, weil ich habe dann halt irgendwie einen 16er geschrieben und habe den darüber gerappt so. Und die haben halt irgendwie so eine Musik gespielt. Ja. Und es ist ja relativ egal, wie die Musik dann ist. Die war jetzt nicht schnell oder sonstiges, sondern einfach so daher gespielt. Und ich hatte halt immer eine Eins, ne? Ja, so, ja, weil klar dann. Ne? Mein Part passte halt. Und bei denen war halt so, ja, der hat sich da mal verdrückt und so. Und der hat dann nicht einen Einsatz getroffen und so. Das ist auch wieder ein guter Beweis für unsere Gesellschaft, die Gemeinschaft. Da habt ihr gemeinschaftlich... etwas entstehen lassen. Ja, absolut. Klar, dass der Frontmann immer ein bisschen mehr rausstrahlt, so, aber ohne die anderen wäre das für dich ja auch nicht möglich. Nee, ganz genau. Und das wusste ich damals auch schon. Das ist halt aber auch dieses wieder, du merkst, das sind diese Metaphern. So. Es ist Musik ist so und Fußball ist so. Ja, überall im Leben hat man das. Ich war immer Innenverteidiger beim Fußball, so, deswegen auch die Affinität zu Heiko Westermann wahrscheinlich. Und auch immer fußballerisch ähnlich groß begabt. So. Und für mich war immer klar, ich gewinne doch kein Spiel. Wenn ich gut spiele und meine Jungs hinten, wir waren immer so die vier in der Abwehr, wir waren echt eine sehr, sehr eingeschworene Truppe. So. Wenn wir richtig gut spielen, dann haben wir 0 Gegentore. Aber dann haben wir noch keins geschossen, weil keiner von uns vieren wird eins schießen. Ja. Also brauche ich die da vorne unbedingt, weil die müssen verdammt nochmal dieses Tor schießen. Und das lernst du dann beim Fußball auch super schnell, weil in der ersten, so, was ist das, Pampers-Liga oder wie das heißt noch beim Fußball, so, da laufen die Kinder ja alle dem Ball hinterher. Ist ja völlig egal, wo der Ball ist. So, keiner hat irgendwie ein taktisches Verständnis, ist ja auch in Ordnung. So, und jeder versucht den Ball zu kicken. Und ist auch egal, in welche Richtung, Hauptsache der Ball. So. Und das hast du ja aber 2-3 Jahre später schon ganz, ganz anders. Und dann weißt du schon, okay, das ist meine Position, ich bin für das und das zuständig und so. Und das lernst du dann und dann spätestens dann weißt du, ohne die anderen hier geht das gar nicht. So, und das ist halt Mannschaftssport, merkst du das super schnell, du musst dich auf andere verlassen können und andersrum, du kannst auch anderen mal helfen, wenn sie einen schlechten Tag haben oder wenn ihnen mal ein Missgeschick passiert. So. Und man sieht ja auch an dir, du bist ja der beste Beweis, dass man dann auch was für seine Zukunft tut. Also, ne? Ja. Du hast dich jetzt auf jeden Fall gefunden als Lehrer, als Musiker und weißt du, das wusstest du ja vorher auch nicht. Nein, eben, das kannst du vorher nicht wissen. Nee. Das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, dass wir mit einem Plan da rangehen. So, ich mit dem Studio war auch nicht mein Plan gewesen, ein Label zu leiten hier. Ja, und es funktioniert. Also du musst das nicht mit einem Plan machen. Das ist ja das, was ich meine, einfach machen. Ja. Einfach mal machen. Du hast genauso gemacht, so, ich erinnere das noch, dass wir die ersten Male hier, als wir hier waren, haben wir in der Ecke gestanden mit so einem Umzugskarton, den wir irgendwie so um uns rumgebunden haben, hinter so gefühlt. Tür, so, hinter der Tür so. Ja. Und aus dem ist das entstanden, was wir jetzt hier machen. So. Und das ist halt einfach krass. Und man muss einfach Schritt für Schritt machen. Ja. So, wenn du aufhörst zu machen, dann kannst du nicht erwarten, dass jemand kommt und sagt, ja, aber hier habe ich jetzt ein super Angebot für dich. Yeah. So, das bringt nichts. Und dann lieber den größten Blödsinn machen, aber vielleicht hilft es am Ende irgendwie. Ich meine, so. Wenn du jetzt zu einem Musikvertrieb gehst oder sonst wo gehst, die fragen ja auch erstmal, gucken sich dein Insta an. Was haben sie zuletzt gemacht? Was hast du denn bis jetzt gemacht? Genau. Ja. Und wenn da steht 0 Fans, so, dann sagen sie auch, du hast 0 Fans. Also. Wobei dann wäre es wieder krass, warum bist du dann da? Ja, weil du Hilfe brauchst. Ja, aber wenn du wirklich mit 0 Fans zu einem Major-Label gehst und so... Jetzt ja, aber stell dir mal vor, wie krass überzeugt du dann von dir selber bist. Da würde ich als Major-Label tatsächlich, würde ich es mir anhören. Das ist wieder interessant, glaube ich, ne? Weil das wäre schon wieder spannend. Wenn du so mit 1000, 2000, 3000 Followern oder sowas kommst, dann ist so, naja, okay, kennt man halt. Typischer Klischee-Rapper irgendwie aus irgendeinem Viertel so. Aber wenn du echt sagst so, okay, ich habe einen Instagram-Account, ich habe keinen einzigen Follower, hier ist mein Album, würde mich als Major-Label hart interessieren, was du dann für Musik machst. Würde ich mir zumindest anhören. Weil das ist doch abgefahren. Ich habe so die Resonanz bekommen, ich ticker ja auch immer viele Leute an und ich habe viel mehr, denen ich folge, als die mir folgen. Ja. Und viele schreiben mich aber gerade deswegen drauf an und folgen mir dann deswegen. Ja, ja, ja. Also die sehen, da passiert einfach was. Ist wieder so, ich gehe da auch nicht nach vorne, ich gehe auch eher nach links dann. Ja. Aber das, die Leute merken es ja. Ja, und vor allem, ich meine, das ist ja mittlerweile ganz normal, Instagram und diese ganzen Social-Media-Geschichten sind ja mittlerweile in diesem ganzen Betrieb und ich meine, du bist ja im Endeffekt ein Betrieb als Label auch, alleine dafür brauchst du ja diese Vernetzung. Ja, ja. So, ich könnte jetzt natürlich sagen, als einzelner Musiker oder als einziger Rapper, so könnte ich sagen, ja, pff, mir doch egal, ich schwimme gegen den Strom, ich mache das nicht. So, mach, was ich will, ey. Ja, kann ich, klar, ich kann jederzeit das machen und es gibt ja auch tatsächlich Leute, die das machen und auch gar nicht unerfolgreich teilweise, aber für mich ist es einfach, dieses Instagram-Ding ist kein Stress, sondern ich mache das wirklich nur dann, wenn ich sage, das macht jetzt irgendwie gerade Sinn, so, und dann packe ich es halt rein und mit den Leuten, die mir schreiben, schreibe ich halt zurück, so, und mit denen interagiere ich und das ist das, was ich vorhin meinte, du hast halt sonst wirklich dieses, ich stelle eine CD bei Amazon rein, irgendjemand kauft sie im Schwarzwald und ich höre nie wieder was
Und in dem Moment habe ich die Möglichkeit, mit jemandem zu kommunizieren. Und wenn ich dann irgendwelche Videos geschickt kriege, wo irgendwie ein Vierjähriger zu Rathausmarkt tanzt oder so, das freut mich total, das finde ich total witzig. So, das ist jetzt ja keine qualitative Kritik oder ein du hast einen total tollen Song gemacht, weil ich finde die Inhalte des Textes so gut. Aber es ist einfach in dem Moment, okay, es kommt eine Emotion rüber, dem Vierjährigen macht es Spaß und man sieht dem an, er hat da Bock drauf. Nicht nur Spaß, man merkt, dass es mehr als nur Spaß macht. Genau, und Fadi hat sich auch gefreut und hat die Kamera drauf gehalten, so wie man es heutzutage halt macht dann im ersten Moment. Und das mit Freude für alle. Ja, und mir mitzuteilen ist dann auch wieder nett. So. Und das ist halt schön. Und diese Geschichten, dass einen Leute irgendwie anschreiben und sagen, Mensch, der und der Song berührt mich oder so, das ist total toll. Und das kannst du eben über diese Social-Media-Kanäle tatsächlich gut machen. Ja. So. Was halt schlimm wird, ist, wenn du dich halt wirklich nur noch über diese Social-Media definierst und alles, was du machst, nur noch da reinballerst und einfach quasi nicht mehr in ein Vier-Augen-Gespräch gehen kannst, weil du eigentlich nebenbei immer noch eine Story postest und so. Gibt es ja auch solche Leute. Ja, so eine Sucht, die es einfach. Ja, und die dann aber auch das teilweise ja als Instrument sehen. So. Und für mich ist es nicht das Instrument, um mich bekannt zu machen oder um meine Musik zu verbreiten, sondern für mich ist es ein Instrument, um mit Leuten in Kontakt zu gehen, die es aus irgendeinem Grund interessiert, mit mir in Kontakt zu gehen. Da gibt es auch viele Leute, die es dann aber auf einen anderen Weg machen, indem sie halt wieder nur den Hass sehen und dann immer nur bei Sachen, denen ich nicht die denen nicht gefallen, dass sie da immer ihr Senf dazugeben wollen. Ja, davon gibt es halt auch viele. Das sind wahrscheinlich meistens auch diese Suchtis, die du dann im normalen Gespräch nicht vom Handy wegkriegst. Aber da sollte man auch mal überlegen, genauso wie du eben sagtest, so, wie hat denn der das gemeint? Sich mal erstmal, weißt du, man selbst kriegt das mit und liest das und versteht das vielleicht auch mal falsch. So. Also wir sind alle nicht perfekt. Aber das kannst du im Internet halt ganz schwer wieder einfangen. Ne? Also diese ganzen Internetdiskussionen so und das alles, was du da so an Hackmack irgendwie geschreibe hast, so, das macht alles gar keinen Sinn. So. Nee, überhaupt nicht. Und obwohl ich auch sagen muss, ich habe da schon mitbekommen, dass sich da dadurch Schlägereien passiert sind. Ja, na klar. Und Leute treffen sie und wollen sich dann die Wut in Wirklichkeit auslassen. Und weil du kriegst es nicht weg. Also wenn du einmal in so einer Diskussion bist, auch, selbst wenn du sagst, okay, ich habe voll recht mit meinem Argument, ich lege das jetzt einfach kurz hin und dann packe ich das, gucke ich da nie wieder hin. Du kriegst ja dieses Plupp. Und dann hast du eine Nachricht gekriegt. So, dann hat der Typ, den du gerade gesagt hast, dass er ein Idiot ist, hat dir geschrieben, warum er kein Idiot ist. Dann sagst du, doch, du bist ein Idiot. Dann musst du wieder hin und her schreiben. Das ist totale Zeitverschwendung. Aber hallo. Lebenszeit, die den Bach runtergeht. Und wie du schon sagst, daraus entwickeln sich Schlägereien oder Leute, die sich trennen oder keine Ahnung, was alles daraus passiert. Die einfach so. Nicht schön sind, und abgefahren, wenn du dich einfach mal unter vier Augen unterhalten würdest, hättest du das alles, die ganzen Probleme nicht. Aber weil du halt irgendwelchen Kram aufschreibst und irgendwas so dir dahin postest so und das dann falsch verstehst und dann hatte ich das, hast du es aber so gemeint, ich weiß es genau so. Dich dann auch steiger so. Ja, es ist auch bei allen Momenten, nicht nur beim Internet, wenn ich was sage, dann sage ich das auf meine Art. Ja. Wie du das verstehst, kann ich doch überhaupt nicht wissen. Nee. So, du verstehst es nämlich auf deine Art. Ja. So, und dann muss ich darüber reden, wie hast du es verstanden und ich muss sagen, wie habe ich es gemeint. Genau. Und dann haben wir eine Ebene, auf der wir zusammenkommen können wahrscheinlich. Genau. So. Und bestenfalls trifft man sich dann in der Mitte und dann haben es beide verstanden. Genau, und vielleicht verstehst du es genauso, wie ich sage und wie ich es meine. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Ja. So, und wenn du es halt wirklich ganz anders verstehst, haben wir ein echtes Problem. Ja. Dann muss man halt reden. So. Aber das geht halt übers Internet nicht. Du kannst nicht übers Internet reden. Und diese ganze Idee von, ich mache alles irgendwie digital und du hast es ja selber, dieses, wie heißt der Song? Krass sein? Ach krass so, sein. Ja, ich bin ja in der Arbeit meines neuen Albums und da habe ich einen Song gemacht, der heißt Krass sein. Genau, und da ist mir das hängen geblieben, dieses Internet-Rapper, so, weißt du? Und das ist einfach genau dasselbe Phänomen, dass es halt Leute gibt, die alles, was sie machen, übers Internet definieren. Ja. Und die gibt es auch wieder in diesen Influencer-Geschichten, wo du sagst, ich bin irgendwie Produktbewerter und keine Ahnung, und Maybelline. Die echt gar nichts hinkriegen, so, aber. Ja, die kriegen halt hin, dass sie die Dinger verkaufen. Genau, so, ne? Also die verkaufen sich halt gut, das muss man ihnen auch anerkennen im Endeffekt. Ist auch Arbeit. So, ja, mega, weil wenn es jeder könnte, kann es ja jeder machen. Ja. So, das ist genau wie dieses, Politiker sind voll scheiße, Politiker sind doof, ja, dann werd doch Politiker. So, dann mach doch genau dasselbe. Wenn die so viel Geld kriegen für gar nichts, dann mach doch. So. Aber und bei den Dealern damals auch immer. Wenn du sagst, das ist ein scheiß Dealer, der macht doch selber. Ja, und da haben es die meisten gemacht sogar. Und sind dann pleite gewesen. Oder abgezogen worden. Oder im Knast. Ja, oder im Knast. Ja. Läuft nicht. Und das also ist doch beim, lieber Politiker. Wobei das auch eigentlich, naja, egal. Auch nicht viel besser. Und bei der Musik ist halt genauso. Wenn du dich wirklich nur über das Digitale definierst, du musst, wenn du dich, alleine dich MC zu nennen, jeder, der irgendwie über 20 ist, weiß das so, Master of Ceremony, das heißt, du kannst Leute unterhalten. Ja. Und wenn du dich MC nennst und sagst, ich bin Rapper, dann musst du Leute unterhalten können. Und wenn du dann bei Instagram einen 16er freestylen kannst, dann ist das nicht MC sein, sondern ist es, du bist jemand, der halt schauspielern kann, dass er Entertainment vielleicht machen kann. Vielleicht bist du richtig gut da drin, das ist auch in Ordnung. Ich will gar keinem sagen, dass er jetzt irgendwie schlechter oder besser ist, deswegen. Nee, ich verstehe so. Schon. Es gibt super viele, überleg mal, MC René, haben wir vorhin drüber gesprochen, ein wahnsinnig guter Rapper, ein wahnsinnig guter Freestyler, der sich aber null inszenieren kann. Der hat überhaupt gar keine Ahnung von Marketing und von Werbung und sowas und vielleicht ist es ihm auch einfach vollkommen scheißegal. Oh. Das weiß ich nicht.
Aber kann ja sein. Wenn es so ist, ist gut für ihn. Wenn er in Wirklichkeit sich eigentlich lieber hätte besser verkaufen wollen, dann wird er sich ärgern. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn man da ist, dann geht es ja auch raus, weißt du? Und wenn man nicht da ist, dann geht es ja auch nicht raus. Und wenn der jetzt, der macht ja in den letzten Jahren auf jeden Fall viel sein Ding. Ja, genau. Da ist aber er macht halt so sein Ding. So, ja, ne? Genau. Das ist halt cool. Und vielleicht will er es auch genauso machen. Ja, genau. So, ich kenne ihn nicht persönlich, das weiß ich nicht. Und wenn er es genauso machen will, ist es super, weil dann ist er mit sich im Reinen und dann macht er genau das, was richtig ist für ihn. So. Wir können über Juan mal anfragen. René mal fragen. René, geht's dir eigentlich gut, wie es läuft? So ist das eigentlich so. Mit oder dem, falls du es hörst jetzt, René, ne, dann melde dich doch mal. Mit dem Flaschen-Freestyle damals, Alter. Ja, das fand ich so hammer heftig, allgemein. Alter. Der war ja auch bei so vielen Shows. Ging ja bei Mixery Raw Deluxe schon los, dass er da immer seine Freestyles losgezogen hat. Wie er auch mit Busta Rhymes gerappt hat damals. Mit Busta Rhymes. Weißt du das noch? Weiß ich nicht mehr, nee. Da war er mit, wem war denn? Da war es mit Olli Pocher oder so? Oder mit irgendeinem Comedian war er zusammen bei Busta Rhymes. Und dann hat er ihm so auf Deutsch gefreestylt, aber auf dem, ich glaube Break Your Neck war das damals oder so. Da hat er auf dem Beat gefreestylt, also Double Time auf Deutsch und so. Es war jetzt kein krasser Freestyle, aber er ist halt echt immer im Takt geblieben und Busta war vollkommen beeindruckt, weil er hatte eh kein Wort verstanden. Und eigentlich hat René so dieses Freestyle-Ding, finde ich, mit erfunden in Deutschland. So, der ist eigentlich so Pionier, was das angeht. Er und Spax waren so, glaube ich, die ersten Freestyler, die ich mitbekommen hatte. Damals. Fick die Uhr. Fick die Uhr. Weißt du das noch? Das war immer bei so Battles und so, weil du immer auf eine Uhr gucken musstest und so und machen musstest, so wie viel Zeit habe ich noch und so. Und dann war dieses Fick die Uhr. Das war auch bei Spax damals, das war krass. Ja, geil. Der hat jetzt demnächst bei Bekannten von mir einen Auftritt. Und ja, cool. Ich hoffe, dass ich dem da mal das erste Mal in meinem Leben die Hand schütteln dürfte. Ja, das wäre cool. In Zeiten von Corona weiß man ja. Ja, wahrscheinlich machst du den Corona-Check mit ihm. Corona-Check. So. Aber Spax weiß ich noch, Kriegstagebuch, glaube ich, hieß das. Ah. Oh, das war ein richtig abgefahren guter Song. Aus der Sicht eines Soldaten. Oh, das sagt mir was. Der im Krieg irgendwie so dieses ganze, also es war so gut dargestellt, wo ich so dachte, wow, wenn du den Song hörst, kannst du eigentlich nicht mehr Soldat werden wollen. Boah, das ist so lange her. Ich erinnere mich nur, dass ich Gespräche über den Song hatte, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, es hieß Kriegstage. Ich muss mal Spex mal wieder hören. Engel und Ratten hieß das Album, glaube ich. Ah, ja. Aber auch schon richtig lange her. Richtig lange her, ey. So. Da muss man auch mehr in diese Richtung mal wieder hören. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich bin ja jemand, du weißt es ja selber, ich habe dir heute noch den neuen Haftbefehl-Song vorgespielt. Ich höre ja alles, ich höre ja wirklich alles und ich versuche auch die Sachen, wo ich von vornherein schon denke, das wird nichts für mich sein, ich höre sie mir trotzdem an. So. Ey, ich höre sie auch an. Aber die ganzen aktuellen Sachen, ich finde auch viele Sachen davon echt cool. So. Und manche Sachen finde ich nicht cool, aber die höre ich mir dann trotzdem an. Und man vergisst aber dann manchmal, weil es eben so viel Musik gibt, man vergisst dann manchmal so alte Alben nochmal rauszuholen und zu sagen, ich höre mir jetzt nochmal... So Donato zum Beispiel, kennt kein Schwein, aber wahnsinnig guter Storyteller, wahnsinnig guter Rapper irgendwie. Donato. Krass. Und das sind so müsste ich mir mal die anhören. Jetzt, wenn ich an Spex denke, kommt halt diese Erinnerung an Mr. L zum Beispiel. Kennt auch niemand. Weiß ich aber. Kennst du noch? Ja. Ja, der hat auch richtig gute Songs teilweise gehabt. So. Das war echt cool. Und es gibt so eine Handvoll, bestimmt noch viel mehr, wenn man länger drüber nachdenkt, die man einfach nie wieder gehört hat, weil sie in keiner Playlist auftauchen, weil kein Kollege irgendwann sagt, hast du den schon gehört, weil man darüber nicht redet. So. Ich sehe das auch aus einer ganz anderen Sicht dann. Mein Opa war ja Kolumbianer gewesen und Kolumbianer weiß man ja, da macht echt fast jeder Musik. Ja. Auch nur für sich selber. Auch der das Klischee, aber ja. Aber ist so, auch nur für sich selber und so. Mein Opa hatte ich jetzt damals das Glück gehabt, dass er das auch öffentlich gemacht hatte und auch ein bisschen professioneller gemacht hatte. Aber ich finde... Das ist so eine Lebenseinstellung, die wir Deutschen vielleicht auch ein bisschen verloren haben, das so Musik zu machen. Weil ich würde mir schon wünschen, wenn ich jetzt ein Kind hätte, dass der auch irgendein Instrument lernt oder irgendwas Musikalisches macht. Ja, das ist schon cool auf jeden Fall. Also ich finde, das gibt einen auch fürs Leben so ein bisschen Gefühl mit und Verständnis. Und also finde ich schon gut, weißt du, man setzt sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinander. Genau, du beschäftigst dich mit dir selber, das ist wieder das. Ne? Selbst wenn du Gitarre spielst oder Klavier oder Trompete, du beschäftigst dich nur mit dir selber. Mit einem gemeinsamen Ding, wenn du jetzt... Und dann hast du eine Gruppe vielleicht. Hilfe, ne? Ja, genau. Das ist absolut, das ist schon wertvoll. Und in unserem Fall ist es jetzt ja so, ich meine, du spielst ja sogar ein paar Instrumente so mehr oder weniger, ne? Naja, ich sample mir jetzt. Naja, gut, aber immerhin, so mehr als ich auf jeden Fall. Und in meinem Fall ist es halt so, dass ich zum Beispiel, die Stimme ist halt dann mein Instrument, kann man dann immer so ganz pathetisch sagen. Ja. Aber es stimmt ja wirklich. Und in dem Moment, wo man Rap-Songs schreibt oder auch allgemein Lieder schreibt oder auch rappt selber oder singt oder keine Ahnung, ist man nur bei sich. Ja. So, man beschäftigt sich mit sich selber. Und das ist einfach total wertvoll, weil man es im Alltag nicht beigebracht kriegt, dass man das machen muss. Ganz genau, das muss man lernen. Du kriegst immer nur beigebracht, mach dies noch, mach das noch, man macht am besten drei Sachen gleichzeitig. Yeah. Und das hast du halt nicht. Du hast diese Ruhe in dem Moment, wenn ich habe jetzt letzte Nacht ja tatsächlich noch den Teil des Songs geschrieben, den wir heute aufgenommen haben, bevor wir den Podcast aufgenommen haben.
Und dann sitzt du halt wirklich um 3 Uhr nachts und schreibst einfach nur einen Song. Und alles, was auf der Welt passiert, ist gerade nicht wichtig, weil du bist gerade nur bei dir und du entscheidest nur, wie baue ich das jetzt auf und was mache ich das, da jetzt. Das versuche ich den Leuten halt auch immer klar zu machen. Du musst dich bewusst darauf einstellen, dich damit zu befassen. Ja. Also da musst du dir wirklich, so wie ich mir in meinen Terminplaner meine Termine mache, würde ich mir dafür einen Termin machen. Heute brauche ich Ruhe, sowas mache ich dann auch. Da muss ich mir Ruhe nehmen. So. Ja, genau. Das ist halt bei mir ein bisschen schwierig tatsächlich geworden in den letzten Jahren, so, weil einfach, wenn du in einer Beziehung bist und wenn irgendwie ganz viele Sachen so um dich herum passieren und du halt auch einen Vollzeitjob hast, das war halt viel entspannter natürlich in der Schulzeit, so, wo man sagte, so um 13 Uhr ist Feierabend und dann kannst du, damals übrigens im Trockendock waren wir extrem oft, fiel mir vorhin noch auf, da hatten wir, glaube ich, auch einen meiner ersten Auftritte, der nicht in der Schule war, war im Trockendock in Barmbek. Echt, mit wem? Mit Johnny Pasto, mein Kollege damals, John, ein guter Freund von mir. Der ist damals mit mir aufgetreten und das war halt der krasseste Auftritt überhaupt, weil wir vor exakt 2 Leuten gespielt haben. Und es war eine Hip-Hop-Jam, die echt... Das ist fast wie heute eigentlich, genau das Gleiche. Ja. Das war eine Hip-Hop-Jam, die dick angekündigt war und es waren bestimmt so 8 oder 9 Acts. So. Und es war so, boah, werden bestimmt viele Leute kommen. Und dann kamen auch so 200 Leute oder sowas und es war echt so, boah, krass, Trockendock und 200 Leute. Aber die gingen halt alle, nachdem ihre Band dann war. So. Und die letzten, die noch da waren, waren ohne Witz die beiden, die nach uns aufgetreten sind. Nein. Und die waren halt noch im Publikum, haben richtig Randale gemacht, so, haben voll gefeiert. Und weil sie auch wollten, dass wir noch bleiben für sie. Und wir sind natürlich auch noch geblieben für sie. Aber das war so das, wo ich so dachte, okay, krass, so kann Hip-Hop halt auch sein. So Gemeinschaftsveranstaltung und dann gehe ich, aber wenn meine Act weg ist. So. Also ich habe das jetzt auch bei vielen anderen Contests. Ich meine, in Hamburg gibt es über 100 Contests jedes Jahr. So. Ja. Und ganz, ganz viele Contests in den letzten Jahren mitgemacht. Und da ist es genau das Gleiche. Das Publikum kommt wirklich nur diese 20 oder 30 Minuten für diese Band dahin und will nichts anderes, strikt auch, vorher schon überlegt, geplant und alles, nichts anderes wird unterstützt. Selbst wenn ich es gut finden würde. Ja. Weißt du? Super, Alter. Ja, diese Einstellung. Ja, aber das ist wieder diese Competition-Geschichte, weißt du? Weil die dann auch Angst haben, wenn ich jetzt für den jubel und das ist eine andere Band und jetzt dann sagt die Jury, ja, für den war mehr Applaus und dann darf der weiter und so und ich will nur meine Leute supporten. So. Das ist dieses Competition-Ding. Das ist das, was ich finde, was damals im Spundloch bei unserem Freestyle-Battle nicht war. Mhm. Es war scheißegal, wer das gewinnt. Es hat von vornherein keinen interessiert. Ja. So, es ging irgendwie um eine 3-Liter Wodkaflasche. Ich trinke keinen Wodka, so drauf geschissen. So. Trotzdem gewonnen. Und dann einfach verteilt und dann trinkt halt alle. Die Flasche steht übrigens immer noch bei mir im Keller tatsächlich. Ja, die habe ich neulich noch wieder gesehen. Die werde ich auch in Ehren halten tatsächlich. Ja, weiß ich auch noch. Stimmt, du hattest die doch... an mehrere ausgegeben. Ja, ich habe die einfach auf den Tisch gestellt. Da war ja so ein Pump-Ding bei. Ja. Und dann habe ich auf den Tisch gestellt und meinte, Jungs, bedient euch. So. Ja, weil genau ich wirklich so halt keinen Wodka trinke. Ja, selbst wenn ich Wodka trinken würde, hätte ich den noch lieber mit euch zusammengetrunken, als mich mit einer 3-Liter Wodkaflasche in die Bahn zu setzen, von St. Pauli aus nach Hause zu fahren, Gefahr zu laufen, dass mir jemand wegnimmt. So. Ich hatte ja sogar um die leere Flasche hinterher Angst, dass mir die jemand klaut. Ich wollte die behalten. Das war meine Trophäe. So. Das war so. Und das ist doch viel wertvoller, als wenn du jetzt das so... Aber eben diese Jam-Session-Geschichten, diese ganzen Contest-Sachen und so weiter, die laufen halt alle auf dem Prinzip, ich will den anderen ausstechen, Ellbogen raus, so, ich muss gewinnen. Ich finde, das beginnt ja auch schon bei den Veranstaltern. Bei den meisten Veranstaltern geht es halt nur um deren Profit, also wirklich Profit rauszuschlagen. Ja. Also müssen wir die Bands dazu kriegen, dass sie so viele Leute wie möglich dahin bringen. Und dann ist klar, dass diese Leute so genervt dahin kommen und auch ey, dann bleibe ich auch nur für dich. Wir haben gar keine Zeit. Und haben dann noch irgendwie 10 € bezahlt, um ihre Kumpels auf der Bühne zu sehen. So. Und dann haben sie auch keinen Bock mehr auf den anderen Scheiß. Ganz so. Genau. Und das ist eigentlich schade. Das beginnt halt auch schon bei den Veranstaltungen, wie man es rüberbringt, seine Veranstaltung. Also da damals Spundloch, AJ, der war jetzt auch nicht der große Veranstaltserfahrene, also dass der viele schon hinter sich hatte oder so, aber er hat das trotzdem gut gemacht. Ja, und vor allem hat es halt eine andere Intention gehabt. Es hatte halt einfach einen anderen Grundgedanken. Ja. Das hat man halt gemerkt und das ist eben heute leider nicht mehr so oft so, dass es diesen Grundgedanken hat von, wir führen einfach mal Leute zusammen. Jo, so. Keine Ahnung, ob er damals Geld verdient hat oder nicht, kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ja, gab es da überhaupt Eintritt? Wurde da Eintritt genommen? Weiß ich gar nicht oder war das so auf just for fun, kommen wir wollen? Ich glaube, wer mitmachte, der kam. Der musste nichts bezahlen, ne? Und vielleicht habe ich deswegen mitgemacht. Sonst waren es 5 €, glaube ich. Okay. Ja gut, aber das war ja auch Unkostenpreis dann irgendwie wahrscheinlich. Also das kommt ja nicht viel bei rum. So. Er hat ja auch da Getränke noch hingehauen und so für die Leute. Ja, eben. Ja, deswegen, das meine ich halt, man muss nicht unbedingt der Profi in einem Beruf sein, um das richtig gut zu machen, weißt du? Wenn man Mensch seiner selbst ist, dann
weiß man doch, was man selber verlangen würde, haben möchte. Ja, so dass du dich selber wohlfühlst. Ne? Ja, und wenn du das dann so machst, dass du dich wohlfühlst, das ist ja das, was wir bei unseren Konzerten auch machen. Ja. Dass man eben das Gefühl hat, okay, ich könnte jetzt auch das so machen, dass es irgendwie 30 Euro kostet und irgendwie Bühne ist abgesperrt und keiner darf mit mir in Kontakt treten und so. Und Justin Bieber-mäßig noch 3 Stunden Tischtennis vorher spielen, damit die Show spät anfängt, damit die Leute mehr trinken. Ja. Aber das ist doch nicht, da würde ich doch selber auf dem Konzert mich verarscht fühlen. Und wir sind selber oft genug auf Konzerten, wo man außen steht und sich das anguckt und sich dann denkt, oh krass, das ist heftig oder auch, oh, das ist jetzt echt nervig. Eben, wir sind selber ja auch Fans. Eben, also. Und das siehst du auf der anderen Seite und dann machst halt da auch richtig. Und dasselbe ist bei mir als Lehrer. So, ich weiß immer noch sehr, sehr genau, wie ich als Schüler war. Und deswegen will ich nicht der Lehrer sein, der dir sagt so, ja, ich erkläre dir die Welt. Ja. Sondern eher so, find doch mal raus. Vielleicht hast du eine ganz andere Welt als ich. So, ja, vielleicht ist deine Welt eine ganz andere. Und dann find doch aber raus, wie ist denn deine Welt? Ja. So. Und das ist so eine Triebfeder, die halt sich komplett durchzieht. Durch die ganzen Hobbys, durch meinen Beruf, durch irgendwie das ganze Leben. Damit. Ja, schön, dass du das sehr früh gefunden hast. Ja, was heißt früh, Alter? 31 ist ja auch nicht mehr früh, ne? Also das ist ja, manche Leute... Ich meine, wie du schon sagst, ist ja Stück für Stück und du hast ja Stück für Stück in deinem Leben immer wieder was dafür getan, dass du ja jetzt auch da stehst. So. Ja, das mit Sicherheit. Aber im Endeffekt kann man jetzt halt so sagen, okay, ist natürlich ein Luxus, das zu sagen, aber ich kann schon sagen, ich bin angekommen jetzt. Ja. So, ich habe jetzt das, was ich will. Ja. Und jetzt muss ich natürlich... Du hingearbeitet hast die ganzen Jahre. Ja, eigentlich nicht. Das ist ja das Geile. Ich habe ja nicht drauf hingearbeitet. Eigentlich, ich wollte immer ankommen irgendwo. Naja, du hast ja gearbeitet mit den ganzen... Ja, aber ja nicht drauf hin. Nee, so, ja. Weißt du, also du hast nicht das Ziel. Nicht bewusst, genau. Aber du hast drauf hingearbeitet. Das ist nachher wie so ein Puzzle, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt 10 Teile. Ja. Und dann guckst du, ach, es passt, cool. Jetzt alles passt. So, heftig, dass es passt. Das ist halt wirklich so auf dem Ozean irgendwie rumtreiben und mal da gucken, mal da gucken. Und irgendwann jetzt hast du so einen Hafen gefunden, wo du sagst, ich bin jetzt hier angekommen. Und das ist total viel wert, weil das kannst du dir halt nicht kaufen. Das bringt dir 20 Millionen auf dem Konto, bringt dir nichts, wenn du dich nicht wohlfühlst mit deinem Leben, wie es ist. Und das ist bei mir jetzt tatsächlich im Moment absolut der Fall. Das ist total cool, das zu sagen. Finde ich cool. Und so sei es dir auch gegönnt. Ja, danke dir. So sei es eigentlich jedem Menschen gegönnt. So sei es jedem Menschen gegönnt. Und es ist eben aber eben machen, machen, machen. So jeden Tag einen Schritt. Egal wohin. Und am Ende hast du, wie viele Teile auch immer du hast, aber du kannst daraus ein Puzzle legen. So. Aber aus dem Punkt trifft sich gerade gut mein nächstes Thema. Arbeitest du denn mit einer Firma oder einem Label zusammen? Im Moment arbeiten wir beide ja zusammen. Und da wir arbeiten ja schon immer zusammen. Ja, eben. Aber das ist jetzt im Moment das Einzige, womit ich tatsächlich zusammenarbeite. Also Dritter Stock Record halt. Du machst alles jetzt gerade so. Genau. Wir haben jetzt gesagt, wir machen das neue Album wirklich komplett. Alles in Eigenregie. Wir haben vorher mit WMP zusammengearbeitet, mit Michael Wendt, dem Frontmann von Abschlag. Mhm. Der hat die Alben vertrieben, die wir jetzt gemacht haben. Und dieses Morgenprojekt, was du von angesprochen hast, war dann noch über Steffen Hensler. Noch zusätzlich zu Michael Wendt. Mhm. Und das war eine super Erfahrung, weil es total viele spannende Sachen gibt, die man dann so das erste Mal irgendwie erfährt und lernt und so. Das erste Mal so ein Meeting zu haben mit so Radiopromotern und so. Ist total abgespaced. Und auch richtige Musikvideos zu drehen und eine Videofirma und keine Ahnung was. Und diese ganze, wie viele Monate vorher muss ein Album eigentlich fertig sein, damit es zum Release-Termin auch in jedem Laden steht und so. Das alles mal kennenzulernen. Das ist schon eine tolle Erfahrung gewesen. In den Charts gewesen zu sein. Genau, mit dem letzten Album sogar in den Charts gewesen zu sein. Und das ist schön, aber für mich ist jetzt so der Punkt gekommen, wo ich auch gesagt habe, ja, das muss ich jetzt aber auch nicht normal haben, weil auch da wieder so jetzt immer denselben Schritt zu machen, immer dasselbe zu machen, ist irgendwie mir zu langweilig. Mhm. Das würde ich machen, wenn ich jetzt davon Geld verdienen müsste, dann müsste man logischerweise sagen, das letzte Album war in den Charts, das letzte Album, dann machen wir es genau so nochmal. Ja, das neue muss das noch toppen. Genau, wir müssen es toppen und wir machen das dieselben Songs nochmal, nur wir nennen sie anders und so... Noch eine krassere Promotion. Aber, und du kennst mich ja und die meisten, die mich kennen, so arbeiten wir hier auch gar nicht. Nee, und das ist auch tatsächlich, also kann man ja auch so machen, ist auch okay. Wie gesagt, wenn man davon leben muss, muss man sogar so machen, weil wäre ja total dumm, dann zu sagen, das lief gut, dann mache ich jetzt was anderes. Das wäre ja totaler Schwachsinn. Aber für mich ist es halt, ich kann machen, worauf ich Bock habe und das hast du jetzt bei den Aufnahmen, wir haben ja schon ein paar Songs aufgenommen jetzt, auch gemerkt, da kommen auch immer wieder Sachen rum, wo man so denkt, ist das jetzt Elvis oder ist das jetzt was anderes? So, das habe ich eigentlich Album für Album immer wieder, wo ich denke, ey, der hat sich wieder neu gefunden. Also das ist wieder was anderes, aber doch wieder dasselbe wie vorher. Ja. Aber es ist, ne, du gehst immer weiter. Und das macht es für mich halt interessant. Und wenn es für mich nicht mehr interessant ist, dann brauche ich es nicht mehr machen. Ja. So. Und die Zuhörer oder die Leute, die dann irgendwie das auf Konzerten sehen, können halt für sich entscheiden, ob es für sie interessant ist. Ja. Und wenn die eines Tages sagen, für mich ist es auch nicht mehr interessant, so, dann sind die halt nicht mehr da, dann treten wir halt nicht mehr auf. Aber ich würde halt
solange ich es noch interessant finde, nicht aufhören, Songs aufzunehmen oder nicht aufhören, Songs zu schreiben. Ich glaube auch nicht auftreten, weil ich kenne das ja selber auch. Ja, man tritt dann irgendwo, kann man immer auftreten. Genau, so, ne? Also selbst wenn da zwei Leute sind, ja, wie eben, du eben sagtest, so, dann macht auch, man doch trotzdem die Kacke. Das stimmt. Ja, vor allem, man macht es halt für sich. Das ist halt das Coole da an der ganzen Geschichte. So, man macht es nicht für jemand anderen, sondern man macht es in erster Linie für sich, um mit sich selber irgendwie klarzukommen. Du hast es auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt, man hat irgendwie angefangen zu schreiben, so zu Selbsttherapiezwecken. So, das ist bei mir halt genau das Gleiche gewesen. Das ist bei ganz, ganz vielen, die ich kenne, so. Und das ist halt dafür auch wirklich ein gutes Instrument und ein gutes Ventil, um loszuwerden, was denke ich eigentlich, was schwirrt in meinem Kopf rum, um sich klar zu werden, was mache ich da. Ich habe das auch nicht nur an uns selbst, sage ich mal, ich habe das auch an ganz vielen anderen Menschen kennengelernt, denen ich vielleicht Rappen beigebracht habe oder sowas, wie sie so in den Jahren sich dadurch auch verändert haben und selbst gefunden haben. Und das ist echt unglaublich, man glaubt immer gar nicht, was Wörter für eine Macht haben können. Ja, absolut, absolut. Das ist eben das, was viele Leute auch unterschätzen. Und deswegen sind viele Leute damit nicht so vorsichtig. Ja. Und sagen halt erstmal was und dann hinterher so, oh, Entschuldigung, und wollte ich nicht und so. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das auch offiziell sozusagen mittlerweile so eine Art von, man darf das auch wieder, ne? Also man darf wieder provozieren und dann sagt man hinterher, nee, sorry, so meinte ich das gar nicht. Und das finde ich halt irgendwie abscheulich. Das finde ich auch falsch. So. Das ist wie in der Gesellschaft, da darf man etwas auf den Markt bringen, was nicht funktioniert. Ja. Solange es Leute gibt, die das kaufen, ist das alles cool. Und das finde ich falsch. Warum denn? Das ist doch vorprogrammiert, dass man die Leute verarscht. So. Ja, und das ist mit den Sachen, die man herstellt oder den Sachen, die man sagt, das ist ja im Endeffekt das Gleiche. So. Man haut einfach mal was raus. Und dann merkt man, oh, das war jetzt vielleicht eine Grenzübertretung, das war jetzt vielleicht nicht so gut so. Und dann sagt man, oh, tut uns voll leid. Und denkt, alles ist wieder beim Alten. Und dann sagt man, ist alles wieder bei Null. So. Ja. Das stimmt halt nicht, weil das kannst du nicht mehr herstellen. Deswegen musst du vorsichtig sein mit dem, was du irgendwie sagst und vorsichtig sein mit dem, was du dir wünschst. Ja? Mhm. Das alte, be careful what you wish for. Manchmal kriegst du, was du dir wünschst. Vielleicht kriegst du es ja. Und wer weiß, so, wenn du dann einmal einen Wunsch ausgesprochen hast und dann merkst du auf einmal, shit, den hast du jetzt erfüllt bekommen und denkst so, was war das für ein dummer Wunsch? Mhm. Hätte ich mal lieber nicht gemacht. Und das ist auch bei vielen Leuten, wenn die sagen, ich will mit Musik berühmt werden. Mhm. Red mal mit einem Typen, der wirklich berühmt ist. Mhm. Der wirklich von Musik lebt, der tourt, der macht und so. Und frag den mal ganz ehrlich, nicht auf dieser Star-Fan-sagt-zum-Star-was-Ebene, sondern frag den mal von Mensch zu Mensch, ist das jetzt das perfekte Leben? Mhm. Wird dir keiner sagen, ja. Da glaube ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Weil du gibst so viel auf damit. In dem Moment, wo du berühmt bist, gibst du so viel auf damit. Von deinem eigenen Leben. Ja, natürlich. Um den Leuten einfach etwas davon mitzugeben. Ja, die Leute werden ein Teil deines Lebens. Genau, du bist ein Teil deren Leben. Ja, du bist quasi allgemeingut. Ganz genau. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Kanye West bin, dann bin ich allgemeingut. Dann kann ich nicht mehr irgendwo essen gehen und sagen, ich gehe jetzt nett essen und ich will meine Ruhe. Dann gehöre ich allen, dann kommen alle zu mir und wollen Fotos machen, so, ist doch klar. Ja, eben. Und diese ganzen Sachen, diesen ganzen Druck, der damit zu tun hat, diese ganzen ich stehe immer im Fokus Aktionen, das verstehen die Leute nicht, wenn sie sagen, ich will berühmt werden mit Musik. Mhm. So. Was da alles mit ranhängt, und da machen sich viele auch gar keinen Kopf drüber, dass es da überhaupt, dass das ja auch an der Psyche kratzt, ne? Ja, wenn dann jetzt mal einer vorbeikommt und sagt, ey, warum habe ich so lange nichts mehr von dir gehört, Alter? Weißt du, so, wo du dir denkst, hey, ich arbeite doch schon dran. So. Ja, das ist die alte Geschichte, Falco. Ja, ist, sollte ein Begriff sein. Ja, aber hallo. So, als der die Nummer 1 Nummer 1 in Amerika hatte. So, er hat Nummer 1 Charts platziert in Amerika. Nee, ich meine, einer der ersten Rapper in Deutschland. Ja, der erste deutschsprachige, tatsächlich einer der ersten deutschsprachigen, stimmt. Die Nummer 1 in Amerika geschossen hat, wo er wirklich Platz 1 der Charts und so weiter, hat er gesagt, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Oha. So. Weil ab jetzt geht es nur noch bergab. Mhm. Alles, was ich jetzt mache, wird daran gemessen. Ja. So. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Ja. Wenn du sagst, okay, krass, du bist jetzt irgendwie Platin-Künstler, du hast irgendwie dick die Scheibe an der Wand hängen und du bist irgendwie, hast eine Welttournee gespielt und so. Der ja, die das immer was haben. Willst du denn jetzt machen nächstes Mal? Ja. Du musst jetzt 2 Platin-Platten haben und musst die Welttournee in größeren Stadien spielen, damit die Leute nicht sagen, was ist der denn für ein Flop, Alter? Guck mal, der voll gefloppt hat jetzt. Hat er doch vorher schon so, gemacht. Neue Platte ist ja, läuft ja wohl schlecht, oder was? Ja. So. Und da, so sind die Leute ja sofort. Das ist diese Mentalität, die bei ganz vielen drin ist. Du willst die Leute, du bejubelst sie, wenn sie aufsteigen. Ja. Du sagst, ich bin dabei gewesen, ich kenne dich seit Tag 1. Ja. Wenn er aber richtig groß ist, willst du eigentlich nur, dass er hinfällt. Ja. Und du sagst, haha, guck mal, er ist hingefallen. Bescheuert. Darauf warten die Leute dann und deswegen ist es, glaube ich, echt nicht cool. Ich will wirklich tauschen. Man gönnt es einfach keinem mehr so, ne? Ja, und vor allem ist es einfach auch, selbst wenn ich es dir gönne, ist es für dich in dem Moment ein unfassbarer Druck, der damit einhergeht und eine unfassbare Belastung, von der sich die Leute keine Vorstellung machen, was das heißt. Ob du jetzt
Schauspieler bist, ob du Musiker bist, ob du Fußballprofi bist, auch das wieder, um auf Fußball nochmal zurückzukommen. Auch irgendwelche Manager oder... Was da für ein Druck dahinter steht. Ja, ey, du musst da 90 Minuten lang vor 50.000 Leuten und vor ein paar Millionen an den Fernsehern und so. Und jedes Mal, wenn du was Scheiße machst, dann bist du, alle sehen dich, alle Kameras sind auf dir. Alleine diese mentale Belastung. Ja. Man motzt immer über Spieler. Und was ist er denn für eine Pfeife und warum spielt er den Pass denn nicht und so. Mal in seine Haut. Aber. Das kann sich niemand richtig vorstellen, der das nicht einmal gemacht hat. Und ich habe es selber nicht gemacht, aber ich kann empathisch genug sein, zu sagen, okay, der wird nicht absichtlich den Fehlpass gespielt haben, der wird nicht absichtlich sich von 50.000 auspfeifen lassen. Ich glaube nicht, dass dem das Spaß macht. Also denke ich mir, komm. In der Regel ja eigentlich will er auch nicht absichtlich schlecht spielen. Nein, eben, also, absolut nicht. Sonst würde er da ja nicht stehen. Nein, eben. Er will ja auch sein Geld verdienen. Und nicht nur Geld. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß doch, ich will doch gewinnen. Ja. So, ich spiele, was du vorhin meintest, wenn ich antrete, ist doch auch okay, wenn ich gewinnen will. Ja, ja. Wenn ich bei Fußball antrete, selbst wenn ich jetzt, ich spiele irgendwie ein, zweimal die Woche Fußball mit ein paar Leuten so, selbst dann gehe ich doch nicht aufs Feld und sage, ach komm, lass irgendwie spielen, lass mal kicken. So, den nein. Ich um da. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz krass. So, man, das ist immer der alte Spruch, so Montag müssen wir alle wieder zur Arbeit, ne? Aber trotzdem, du willst ja gewinnen. Du läufst ja nicht absichtlich langsamer. Nee, du spielst nicht absichtlich zum Gegner. Das machst du nicht. Das bringt ja auch keinen Spaß. Nein, eben. Das ist doch Quatsch. Das macht niemand. Man will ja auch die Power aus. Und das den Leuten zu unterstellen, so mag sein, dass manche mal mehr motiviert und mal weniger motiviert sind. So, aber auch das sind eben Menschen. Und auch da ist ein Leben dahinter. Und das muss ich vorher einmal, der Button wieder gedrückt, das muss ich vorher einmal realisieren und mir irgendwie durch den Kopf gehen lassen, bevor ich jemanden beschimpfe und beleidige und irgendwelchen Scheiß mache. Sehe ich ganz genauso. Du selber GEMA-Mitglied? Ja. Wolltest du mir jetzt deine ich glaube ja, dass du so eine Bonuskarte von der GEMA hast, Digga. Ich will eher meinen Zuhörern. Ich weiß, ja. Und bestimmt auch einige, die auch ihr Podcast mit mir gestartet haben, auch mal zeigen, dass, wenn man professionell aufgestellt ist, dass das einfach auch für einen Musiker auf jeden Fall mittlerweile Muss ist, weil du verschenkst uns dein Geld. Du verschenkst dein Geld, du hast auch eine ganze Menge Möglichkeiten, dann weniger, die du jetzt so hast, wenn du GEMA-Mitglied bist. Und was ich bisher, ich habe ja mehrere Podcasts schon gehört tatsächlich, und du hast ja in jedem Podcast hier jemanden sitzen, der sagt, nee, GEMA, die wollen nur mein Geld. Da zahle ich doch keinen Mitgliedsbeitrag und so. Und dann erzählst du ja immer diese Sachen von wegen, was daran gut ist und dass es ja wirklich auch so ist. Ja, deswegen fühle ich mich mittlerweile selbst schon wie so ein Vertreter, ne? Ja. Das habe ich nämlich auch schon gedacht. Nee, du müsstest so eine Stempelkarte kriegen von denen. Mit denen zu tun, du. Aber das Geilste hast du immer noch nicht gesagt. Das beste Argument für die GEMA sind die Jahresabschlussveranstaltungen in Berlin. Ja, das stimmt so, allerdings. Original. Saufen umsonst, ey, Partys pur. Ja, original. Die besten, lustigsten Musikerpartys dieses Planeten wahrscheinlich. Weil das auch nicht mal diese Partys sind, wo man so Celebrity und roter Teppich und irgendwie, keine Ahnung, Dieter Bohlen ist da und so, sondern das sind die Partys von den Leuten, die in der GEMA sind, aber von der GEMA quasi so wenig kriegen, dass sie auf den Partys Sätze sagen, Originalsatz von jemandem, der mal mit Genghis Khan gearbeitet hat, an der Bar am Tresen in Berlin gewesen. Ich sauf mir jetzt meine Tantiemen zurück. Und genau das sind die Leute. Genau das ist die Mentalität. Hey, haben wir doch am Anfang auch gedacht. Es gibt halt... Was umsonst, geil. Es gibt frei essen, es gibt frei trinken. Dann ist vorher so diese... Oh, ich wusste auch noch die Fahrten. Weißt du noch, wo es da so Brotbüchsen von denen gab? So Brottüten. Die haben so Brötchentüten für die Fahrten gehabt. Stimmt, die haben uns weggeschattelt von dem einen Ort zum anderen. Genau. Und so. Da gab es immer diese Verpflegungstüten. Genau, die Verpflegung gab es da. Das war ja auch lustig. Und das ist so eine Art Tagung... Eigentlich, wo man in Berlin, also es gibt immer in Berlin und in München, alle 2 Jahre jeweils in Berlin. Und wir waren da jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal waren wir da. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, 3 Mal sogar, ne? Ja, ich erinnere auch 3 verschiedene Locations tatsächlich. Und dann wird so eine Tagung gemacht, dann teilt man sich ein in Texter, Komponist oder Label. Ja. Und dann kriegt man so Infos sozusagen. Dann gibt es so eine Jahreshauptversammlung, wo dann so die Zahlen präsentiert werden und wie gut es der GEMA geht oder wie schlecht es der GEMA geht und so. Was und man ändern soll. Alle im Saal werden schon nervös, weil wann gibt es eigentlich Bier und wann ist eigentlich das Buffet eröffnet und so. Wenn nee, zwischendurch kommen dann immer noch irgendwelche Rufe, was die GEMA besser machen soll. Ja, genau, so ein paar pöbelnde Leute. Sagen, hey, heute geht es nicht darum. Genau, ja. Das Krasse ist halt auch, dass die nächsten Tage dann in demselben Ort sozusagen die echte Hauptversammlung stattfindet mit den Vollmitgliedern. Also dann kommen halt so Dieter Bohlen und so Leute dahin oder schicken ihren Anwalt wahrscheinlich nur. Und dann geht es halt um die wirklichen Entscheidungen. Und du merkst halt relativ schnell, wenn du einigermaßen was auf der Pfanne hast, dass diese Gruppe von Leuten, die da jetzt sitzt, die muss bei Laune gehalten werden. Genau. Damit sie nicht rebelliert und irgendwie sagt, wie kann das denn sein? Deswegen Alkohol umsonst. Genau, deswegen gibt es Alkohol und Essen umsonst. Aber auf der anderen Seite ist es halt so eine geile Tauschbörse von Ideen und von Menschen, die man kennenlernt und
von irgendwie verschiedensten Geschichten. Und das trifft halt wieder auf das, was wir vorher gesagt haben. Es geht da nicht darum, da rauszugehen und zu sagen, oh, ich bin der Dickste hier im Saal. Sondern es geht darum, lustig mit irgendeinem Schlagertypen aus Bayern getrunken zu haben. Und den siehst du nie wieder. Ja. Und es ist aber auch egal, weil du hast dich zusammengefunden über dieses Musikding, das connectet dich, das vereint dich. Spaß gehabt. So, dann gibt es halt gutes, richtig gutes Essen. Ja. Wirklich, muss ich sagen. Das ja, war immer super phänomenales cool. Essen. So. Ja. Alles für Umme. Und Alkohol auch in jede Richtung oder alles Getränke oder was auch immer man will. Es gibt wirklich alles. Ja. Und immer halt, ne? Ja, die hauen halt richtig raus. Die müssen ja halt auch steuerlich wahrscheinlich irgendwas abschreiben und ja, haben gesagt, ja, das hauen wir hier mal irgendwie 20.000 Euro fürs Buffet raus. Und das war immer großartig. Und das ist, finde ich, noch, dass wenn man ein junger Künstler ist und sich überlegt, gehe ich in die GEMA oder gehe ich nicht in die GEMA, was zahlst du im Jahr an Mitgliedsbeitrag? Das sind 56 Euro. Irgendwas 50 Euro. 40, 50 Euro. Irgendwie 56, so. Ja. Also irgendwie in dem Bereich, wo man so denkt, Alter, das würde ich schon deswegen machen, um auf die allerbeste Party seit Jahrzehnten zu gehen. Dann fährst du nach Berlin und kannst dir diese 56 Euro kannst du dir so 30 Mal wieder reinholen über Essen und Trinken. Wir haben uns ja auch voll trunken die Stadt noch angeguckt und so. Also muss ja nicht nur bei der Location sein, aber kannst auch immer wieder kommen. Die haben uns da ja eine Kneipe noch aufgeschlossen. Erinnerst du das noch? Auch noch mal, ja. Wir waren mit irgendeiner größeren Band unterwegs. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Und wir wollten einfach noch weiter tun. Ja, ne? In Berlin war alles dicht und dann kam irgendwie die Kneipenwirtin noch und hat die Kneipe aufgeschlossen, weil wir irgendwie zu 12 waren oder keine Ahnung, wie viel wir waren. Und dann gedacht, komm, dann könnt ihr nochmal reingehen. Und dann, also das ist abgefahren. Das sollte man auf jeden Fall schon deswegen machen. Und wer dann Bock hat zu sagen, okay, ich möchte mich da richtig connecten, das geht ja auch. Ja. Wir haben es ja immer nur so auf Larifari gemacht, aber man kann sich da ja auch richtig connecten. Wenn also man da sind wirklich Leute, die auch arbeiten für die Musik und die auch Ahnung haben. Und da kann man auf jeden Fall sich super connecten mit Leuten. Und eben halt in allen Bereichen. Also Produzenten, Labels, Sänger, Musiker, alles mögliche dabei. Und das ist, glaube ich, also das wäre für mich das erste Argument zu sagen, geh doch mal ein Jahr in die GEMA, fahr mal zu diesem Treffen nach Berlin und dann sag mir mal, dass das 56 Euro nicht wert war. Ganz so, genau. Also jeden Fall. Und im allerbesten Fall hast du in der Zwischenzeit 3-4 Songs bei Spotify oder sonst wo reingehauen und kriegst am Ende des Jahres sogar noch eine Rechnung von der GEMA und sagst, hier, komm, dein Mitgliedsbeitrag für nächstes Jahr haben wir schon drin. Ganz genau. Kostet dich gar nicht mehr. So, wunderbar. Und es ist wichtig, dass es so eine Organisation gibt. Man kann sich immer drüber streiten, ob die alles richtig machen. Mit Sicherheit nicht, aber wer macht schon alles richtig? Ja. Aber die organisieren eben diese Branche, in der wir hier sozusagen die jetzt... Die erfunden sogar, also dass überhaupt Tantiemen einzuholen sind. Genau, so. Ja. Also dass da eben da Rechte verteilt werden. Respekt mal vorhaben, dass die sich irgendwann mal hingestellt haben und für die Rechte anderer gesprochen haben. Ja, und es ist wichtig, dass du die Rechte schützt. Also mal ganz ohne jetzt irgendwie versuchen, den GEMA-Werbevertrag zu kriegen. Aber letzten Endes ist es ja in der Branche auch durchaus so, dass viele Leute irgendwas von irgendwo kopieren oder abkupfern oder klauen oder sonstiges. Und von daher musst du dann auch gucken, dass du die Rechte geschützt kriegst. Ich muss mal kurz Pause machen. Ja, sorry. Wer ist denn da? Feine Skills. Ach was, gekommen, moin. Wir machen gerade Podcast hier. Oh, Diggi. Ich setz mich hier hin. Wasserflasche. Jetzt Wasserflasche. Wasserflasche am Start. Hier ist Papier. So, wo waren wir? Wir waren bei der GEMA. Wir waren dabei, dass es gut ist, dass es Leute gibt, die das organisieren. Moin. Ja, ist schon der nächste Act ist schon wieder am Start hier. Es geht hier gleiches, zack, zack. Gleiches Prinzip, wie wir es eigentlich bei der Politik ja auch gesagt hatten. Oder ich mal gesagt habe, haben wir ja auch ein Gespräch drüber gehabt, dass es immer irgendwo anfangen muss. Ne? Ja. Und man kann nicht darüber immer meckern, was so falsch läuft, sondern man kann es denen vielleicht zeigen, wie es besser läuft oder es selber besser machen einfach. Ja. Aber nur dieses Negativgelaber bringt einen da halt auch wieder nicht weiter. Absolut. Ne? Und ich glaube auch da, wenn du eine Idee hast und da hingehst zu so einer Veranstaltung und sagst, ich habe hier echt eine gute Idee. Ja. Ich glaube, die Leute werden dir zuhören. Ja. Und wenn du, das ist dasselbe Prinzip wie bei Wahlen. Bei der GEMA wird ja auch gewählt. Ja. Da werden ja auch die Vorstände gewählt und so weiter. Wenn du die Menschen davon überzeugt kriegst, dass deine Idee die richtige ist und ganz du nicht gegen die andere, sondern eben mal für deine eigene Sachen einstehst, dann kannst du eben auch was bewegen. Dann kannst du was verändern. Und dann kannst du die Leute... Ob du das jetzt bist oder ob du einfach nur sagst, ich möchte, dass ihr euch mehr um das und das kümmert. Ja. Und da sind aber 20.000 Leute, die sagen, ja, ich finde das richtig, dass ihr euch darum kümmern sollt. Aber darum geht es. Da muss man erstmal seinen Mund halt aufmachen, um die Leute davon zu überzeugen. Und auch da wieder, wer nicht teilnimmt, hat keinen Einfluss. Man kann nichts gewinnen, sozusagen. Ganz also das ist, schließt sich eben der Kreis irgendwie bei allen Sachen wieder. Wer nichts macht, der nichts macht, ne? So ist das. Wer nichts macht, der nichts hat. Oder viel Freizeit dann. Oh, wenn er nichts gut, macht, hat er viel Freizeit. Aber. Ja, manche haben auch aus Elternhaus einfach schon viel. Ja gut, aber es ist die Frage, ob die viel haben oder ob die nur viel haben.
Ja. Jetzt wird's sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, sehr, sehr, weil wenn man die Mimik dabei nicht sieht, weiß man nicht, wie die Worte jeweils anders betont waren. Das ist ein totaler Schwachsinn, was wir gerade. Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch 3 Fragen, glaube ich. Oha. Ich weiß die schon auswendig. Schnellfragerunde jetzt. Nö, alles ganz locker. Der hat jetzt zu warten, wenn er so früh kommt. Wenigstens kommt mal jemand zu früh und nicht immer zu spät. Das ist ja auch das stimmt bei Terminen nicht immer so. Da freue ich mich echt immer drüber. Vor allem finde ich das toll. Er hat auch im Vorfeld gesagt, dass er dich mal gerne kennenlernen wollte. So viele Jahre, ihr beide schon hier mit mir zusammen. Wir haben ja sogar schon Tracks zusammen gemacht. Genau, sogar Tracks zusammen. Ja, aber wir kennen uns nicht. Ihr kennt euch persönlich gar nicht. Deswegen mal eine geile Sache. Feine Skills übrigens. Für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir reden. Hat er auch schon einen Podcast gemacht? Nee, haben wir auch noch nicht gemacht. Aha. Aha. Da haben wir ja gleich den nächsten Kandidaten. Ja, schauen wir mal, ne? Nee, aber werden wir bestimmt nochmal machen, oder? Er ist eingeschlafen. Ja, nee, die nächste Frage wäre, und das hast du fast eigentlich schon eben erklärt gehabt, was hältst du denn von der heutigen Musikszene? Also erstmal allgemein und dann speziell dein Bereich, Rap so? Ja, was heißt die heutige Musikszene? Das ist schwer zu beschreiben. Also ich würde mir gar nicht anmaßen, davon was zu halten. Viele Menschen, die kennen Musikszenen ja gar nicht und kennen halt nur die Charts. Und dem mal zu erklären, so wie du das alles heutzutage siehst. Ich glaube, dass durch diese ganze Digitalisierung, die wir in unserer Gesellschaft haben und in unserer ganzen Welt haben, einfach diese Musikszene gar nicht mehr so zu fassen ist. Du hast früher das gehabt, dass du, wie wir vorhin gesprochen haben, Viva und dann hast du so, ich habe früher total viel die Charts geguckt und habe mir dann immer so angeguckt und habe mich echt gefreut, wenn mal so ein Rapper in den Charts ist oder so. Ne? Ja. Mittlerweile guckst du dir die Charts an und es ist alles voller Rappern. Ja. Das heißt, da hat ein Wandel stattgefunden, was das Kommerzding angeht, aber diese Musikszene eigentlich, die ist so unglaublich groß, weil, was du schon sagtest, das kolumbianische Beispiel, irgendwie eigentlich macht jeder Musik. Ja. Und heute hast du eigentlich auf der ganzen Welt gefühlt, dass jeder Zweite macht Musik. Ja. So. Und wenn du dir YouTube oder sowas, ich weiß gar nicht, da gibt es ja so Statistiken, wie viele Jahrzehnte und Jahrhunderte du YouTube gucken müsstest, um alle Videos zu sehen. Statistik. Nur das Ding ist, du kommst halt nicht hinterher, weil jede Sekunde wird ein neues Video hochgeladen und du bist ja nicht mit dem alten Video fertig und so. Ja, also du kannst das gar nicht mehr fassen. Ja. Für mich ist so, ich finde, Musik ist extrem vielfältig und für jeden mittlerweile findest du was, wo er sagt, das ist mein Ding. Und deswegen kann ich immer nicht ganz nachvollziehen, wenn mir jemand sagt, was hörst du? Alles. Ja. Und trotzdem sage ich aber, ich höre auch alles. Nur, ich kann dir genau sagen, was sind meine Favorites, wo sind meine Schwerpunkte, aber ich höre mir trotzdem alles an, weil ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe hier einen neuen Track, irgendwie der ist Schranz und willst du den mal hören? Dann höre ich mir den an und denke mir, ich kann mit Schranz nichts anfangen, aber okay, ich habe ihn mir trotzdem angehört und ich kann mir auch Heavy Metal anhören oder was auch immer. Die hat im letzten Podcast irgendwie auch über frühere Musik gesprochen, über so 40er, 50er, 80er, was auch immer so. Ne? Also, ja, habe ich ja auch einige Künstler, die halt darauf stehen, weißt du? Ganz unterschiedlich. Und es ist mittlerweile ja so schön, dass du es alles mixen kannst, dass du nicht mehr in diesen Kasten denkst, dass du beim Rap war das ja lange Zeit so, du hast halt gerappt. So, und jetzt mittlerweile ist es aufgebrochen, dass du, da kann auch mal ein Max Giesinger den Refrain singen, da kann auch mal das passieren, da kann auch mal einer auf Techno-Beats rappen, da kann selber, auch mal... Selber singen als Rapper. Mit ja, mittlerweile singt halt auch, Weile, genau, das geht auch alles. Und dass diese ganzen Grenzen, habe ich das Gefühl, sind ganz gut aufgebrochen. Ja. So, und ich weiß nicht, ob du Eurovision Song Contest, dieses einmal im Jahr, dieses Grand Prix Eurovision de la Chanson, hieß das früher. Ohne Scheiß. Ja, und das habe ich auch immer schon verfolgt, weil mein Bruder ist da ein Riesenfan von gewesen. Der hat das immer sich angeguckt. So. Ah, okay. Und ich habe lange nicht verstanden, was er daran eigentlich so cool findet. Aber ich habe mittlerweile begriffen, erstmal ist es eine Sache, das vereint Europa. So. Alle Länder schicken da einen hin. Mhm. Dass wir in dieser Zeit leben, wo das geht, ist ein Luxus, den ist uns gar nicht bewusst. Toll. So, weil vor 100 Jahren, jetzt 1920, hätte es das nicht gegeben. Nee. So, jedes Land noch mehr. So, da war kurz nach dem Krieg und alle haben gesagt, so, lass mal aufpassen. So, da schicke ich bestimmt keinen Sänger nach Island, um da irgendwie für mich zu singen. Und das ist heutzutage ganz normal und das passiert jedes Jahr und es ist total wertvoll, dass es das gibt. Und trotzdem ist es da so gewesen, dass noch ganz lange diese Kasten existieren. Mhm. Du bist da hingegangen und hast einen Popsong gemacht. Mhm. So. Oder du bist da hingegangen und hast einen Rocksong gemacht. Das ist ein Spatenmusiker. So. Oder dann ist mal einer hingegangen, wie Stefan Raab früher ja auch, hatten wir eben auch schon so mit Wada Hade Dude da und so, hat einen Quatschsong gemacht und so. Ja. Und so hast du das alles gespartet. Und ich habe seit Jahren, sag ich, du gewinnst diesen Contest, wenn du es schaffst, einen Song zu machen, der erstens gut ist, das ist klar, mit einem geile, irgendwie eine Rockband reinhauen oder sonst was,
einen poppigen Sänger nehmen, der den Refrain singt oder eine Sängerin und einen Rap-Part dazu. Dann hast du den Contest gewonnen. Und wenn du das in drei verschiedenen Sprachen schaffst, einen auf Englisch, einen auf Spanisch, einen auf Französisch, dann hast du das Ding in den Kasten. Dann hast du das Ding gewonnen, so oder so. Und das ist egal, aus welchem Land du kommst. Du kannst aus Armenien kommen. Wenn du das hinstellst und das echt gut produziert ist, dann hast du das Ding gewonnen. Und das ist das, was ich meine, was bei Musik jetzt sich entwickelt hat, dass du sagst, okay, in der allgemeinen Szene ist es so übergriffig mittlerweile im positiven Sinne, so fließend diese Übergänge, dass du nicht mehr sagen kannst, okay, wenn ich sage, was hältst du von der Musikszene, dann müsste ich erstmal abgrenzen. Jetzt fragst du mich, was hältst du von der Hip-Hop-Szene, weil das jetzt eher so unser Genre ist. Genau. Und selbst die kann ich nicht mehr abgrenzen. Wie du so meine Fragen dir selber stellst. Ja, ja, klar. Lehrer. Genau. Ich muss ja wissen, was du gleich fragen wirst, damit ich schon mal klugscheißend vorwegreden kann. Und selbst das kann ich dir aber nicht mehr beantworten, weil was ist denn die Rap-Szene? So, was ist denn für dich die Rap-Szene? Was ist denn für mich die Rap- und was ist für die Leute, die 20, die das hören, die Rap-Szene? Mein Umfeld, würde ich sagen, also hier natürlich Deutschland gesehen, ne? Das, was man aus Deutschland so mitkriegt. Ja, okay, jetzt Beispiel ist Crow. Ja. Ist das jetzt ein Rapper? Ist es ein Popmusiker? Ja, auch. So, was ist jetzt die Rap-Szene? Also diesen Kasten, weißt du, den es vor irgendwie 20 Jahren noch gab, wo du sagst, das sind Rapper, der ist halt total geöffnet. Das finde ich zum Beispiel auch. Ich finde es total gut, ne? Ja, verstehst du mich nicht falsch. Das finde ich auch viel, viel geiler, weil du weißt ja selber, damals, ich habe auf Techno-Songs schon gerappt und habe mich immer gefragt, warum denn nicht so? Warum alle immer gegen gewesen und so? Aber jetzt ist das ganz normal, dass man auf Techno auch mal rappt und hier und da und Cramp macht oder auf Dubstep oder. Ja. Also ich finde das richtig toll, dass sich alles mischt und alles. Ja. Und genau wie du schon sagst, man muss für sich eigentlich das Verhältnis finden. Ich habe hier ja eine Band zum Beispiel, die geht ja auch mit ihrer Musik, jeder Song geht in verschiedene Genres rein, also die mischen bewusst verschiedene Genres und daraus entsteht dann auch wieder etwas, was du gar nicht einordnen kannst, wo du dann hängst, geht das da? Nee, aber das ist komplett anders und davon hat es auch nicht die Aspekte, aber das hört sich so ähnlich wieder und das ist doch das Geile dran, dass man da so, weißt du, ein bisschen Fingerfertigkeit und einfach was erschafft. So. Ja, absolut. Das ist die Grundidee von Musik. Ja. Open-minded. Einfach offen in alle Richtungen sein. Ja. Das Gegenteil von Engstirnigkeit und darauf basiert Musik. Wenn du Musik nur noch machst auf engstirnigen, ich mache jetzt diesen Akkord, dann mache ich diesen Akkord und das ist dann für mich keine Musik mehr. Das ist dann halt Kommerzialisierung pur, wo es wirklich nur noch darum geht, ich möchte ein Fließbandprodukt herstellen. Ja. So. Das muss immer gleich klingen, damit die Masse sagt, okay, finden wir gut, können wir hören. Wie wir hier auch sagen, halt, wenn du keine gute Musik machst, dann lass es sein. Okay, ist doch Quatsch, klar. Man kann ja trotzdem für sich Musik machen. Vor allem, wer entscheidet denn, was gute Musik ist? Wer will sich das denn anmaßen? So? Eben. Also wenn ich heute einen Song, wenn ich jetzt einen Song von Capital Bra nehme oder was auch immer und den vor 10 Jahren den Leuten gezeigt hätte, hätten die allgemein Vogel gezeigt. Die hätten gesagt, bist du bescheuert? Was soll das denn sein? Und heute wird das gefeiert. Heute ist das der Nummer 1 Act und in 10 Jahren ist es wieder so, dass die Leute mir einen Vogel zeigen. Ja. Also kann ich doch nicht entscheiden, das ist jetzt gute, das ist schlechte Musik. So. Das ist doch Quatsch. Ich kann sagen, ob mir das gefällt oder ob mir das nicht gefällt und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, jeder Mensch hat heutzutage diesen Luxus, zumindest jetzt in Deutschland, so in dieser digitalisierten Gesellschaft, in der wir leben, hat den Luxus, Musik zu finden, die ihm aus der Seele spricht, die ihm irgendwie berührt oder die ihn dazu bringt, dass er abschalten kann oder was auch immer. Du hast komplette Freiheiten. Ja. Du kannst über diese ganzen Portale gehen, du kannst ja überall alles kannst du mitkriegen. Und das kann auch jedermann schon selber für sich machen. Da braucht man nicht mal mehr eine große Firma oder Eben. So. Das kann ja jeder für sich allein machen. Und du hast die Möglichkeit, wenn du sagst, ich möchte was sagen, ich möchte was singen, ich möchte was komponieren, kannst du es jederzeit machen so, und kannst deine Stimme sozusagen in die Welt raustragen. Das hat den großen Vorteil, dass jeder was findet und jeder sich gehört fühlt auch. Hat den großen Nachteil, dass du eben auch viele Sachen findest, die dir nicht gefallen. Damit musst du leben. Das hattest du früher dann auch nicht so krass. Weil früher bist du in den Plattenladen gegangen und hast halt das eine Album auf Vinyl gekauft, wo du sagst, das ist halt krass. Bestimmte Sachen gesucht. Das hast du dann gekauft. Und dann meinten wir vorhin schon, hast du dieses Album von dem einen Künstler gehört und dann hast du vielleicht noch einen zweiten Künstler oder einen dritten, aber dann ist auch gut. Ja. Und heute kannst du, wenn du die YouTube-Trend-Playlist durchguckst, da hast du ja irgendwie 15 verschiedene Leute direkt auf einen Start. Eben, kennst keinen davon. Und kennst keinen mehr und musst dir eigentlich alles, wenn du wirklich reell daran gehst, und das mache ich halt, dann musst du dir alles anhören. Ja. Und dann musst du damit leben, dass du auch bei einem Song nach einer Minute denkst, boah, Alter, Gib mir mein Leben zurück, aber... Dann eben auch zu sagen, nein, ich höre es aber jetzt diese 3 Minuten 30, der hat sich da hingesetzt und hat es gemacht. Ja, das ist mir jetzt wert. Und das höre ich mir jetzt einfach mal an. Und wenn ich dann hinterher immer noch sage, gib mir mein Leben zurück, okay, dann habe ich 3 Minuten 30 verschenkt. Ja. Aber vielleicht ist die zweite Minute ja so, dass ich denke, wow, okay, jetzt hat er was gesagt, das finde ich krass. Ich wollte gerade sagen, manche Songs sind ja so, dass sie einen doch noch überraschen. Eben. Und diese Chance, glaube ich, muss man den Leuten immer geben. Und das ist was lange Zeit, haben wir auch im Endeffekt immer für gekämpft. Ja. Nicht auf der Straße und nicht irgendwie im Bundestag oder so, sondern in unserem ganz kleinen alltäglichen Leben, dass man Hip-Hop eben nicht mehr als das ansieht, dass man sagt, okay, Klischee,
so, ihr seid Gangster, ihr seid irgendwie Drogendealer und ihr wollt Kriminalität und so, sondern dass man mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft anerkannt hat, dass das eben die Lyrik des 21. Jahrhunderts ist. Eine eigene Religion sozusagen. Das sind heute die Menschen, die die Kids berühren, seit ewigen Jahren jetzt schon. Das ist ja schon lange dieser Trend. Ja. Diese Jugendkultur, die dahinter steht. So. Ne? Ja, wir sind jetzt schon im Endeffekt die alten Säcke. Ne? Ja, ganz genau. Und das sind die, die angesagt sind, das sind die, die das wiedergeben. Und ich meine, völlig subjektiv jetzt meine eigene Meinung, aber wenn ich mir Pop-Songs angucke, die in den Charts weit oben sind und mir die Texte durchlese, und ich bin ja ein Textfetischist, ich gucke ja wirklich immer auf die Texte, was ich vorhin schon meinte, aus dem Englischen übersetzen und auch im Deutschen halt auch gucken, genau. Und mir das angucke und im Vergleich selbst zu einem Rap-Song, wo jetzt viele sagen würden, na, der ist irgendwie 0815 oder so. Mhm. Trotzdem sind die Rap-Songs gehaltvoller, einfach weil du viel, viel mehr Wörter benutzt, weil du viel, viel mehr Sprachweite hast. So, du hast einfach eine höhere Spannweite von Wörtern und von Sprache, die du nutzt. Und du stellst was ganz anderes dar. Du hast nicht dieses 0815 Ich liebe dich, liebst du mich Poesiealbum-Ding, sondern du kannst Sachen erklären. Und da gibt es eben richtig gute Künstler, die das wirklich so gut machen, dass du, wie als würdest du ein Buch lesen oder einen Film gucken, der dich total fesselt, wenn du einen Song hörst, da voll drin eintauchst. Und das ist halt Kunst, was wert. Ne? Ja, das ist Kunst, ganz das genau. Das ist mir die Kunst auch wert, definitiv. Ja. Auch wenn, genau wie du schon sagst, wenn mir der Song nicht gefällt, ey, zumindest mal zu Ende hören. Ne? Ja, und dann kannst du hinterher sagen, okay, dann nicht. Ganz so, genau, das ist mein Ding. Oder doch. Aber das musst du halt vorher entscheiden. Ich finde, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich mit Musik nicht befassen, ich höre nur Radio und ich nehme das, was die mir geben, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist auch völlig in Ordnung. So. Dann ist das so, dann kannst du natürlich, dann bleiben halt bestimmte Sachen auch dir verborgen. Ja. So. Dann andersrum. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man immer nur dasselbe hört, was ja die meisten Radio-Leute sich beschweren. Dann kannst du nicht meckern eigentlich, eigentlich. Aber vor allem bleiben dir halt dann Sachen verborgen, die du halt nicht findest. Aber genauso geht es mir. Ich bin jetzt nicht jemand, der unglaublich viel liest oder irgendwie so Literaturfanatiker ist. So. Und es gibt garantiert Bücher, wo ich denke, wenn ich die lesen würde, würde das vielleicht mein Leben verändern oder das würde mich total bereichern oder so. Ja. Ich lege aber den Wert nicht darauf, das ist nicht meine Priorität. Ich höre mir dann lieber Songs an. So. Und es gab im Studium mal die Aufgabe tatsächlich, da sollten wir so eine, wie hieß das denn? Eine Art Biografie verfassen, aber nur über Leseautobiografie hieß das Ganze. Okay. Über alle Bücher, die wir gelesen haben bisher. Oh. So. Und ich bin halt, hab Deutsch studiert, also war vorausgesetzt, dass es viele Bücher sind. Und ich habe halt gar nichts gelesen gefühlt. So. Also wirklich ganz, ganz wenig. Ich bin jemand, der. Schon immer, wenn dann nur die Zusammenfassung durch. Ja, also richtig ein Buch gelesen. So, wirklich nicht viel. Also ganz, ganz, kannst du an einer Hand abzählen im Endeffekt. Und ich habe halt gesagt, ich kann die Aufgabe nicht machen. So, weil alle anderen waren so, es sollten mindestens eine DIN A4 sein. Guck mal, wer hätte das denn gedacht, dass ein Mann wie du weniger Bücher gelesen hat, als ein Mann wie ich? Ja, das ist ja aber das... Hätte ich selber nicht gedacht. Das sagt halt auch nichts über dich aus. Das ist einfach das Ding. Und ich habe halt immer, ich habe auch meiner Dozentin damals gesagt so, für mich ist dieses Musikhören ist viel spannender. Weil ich höre diese Geschichten aus der Musik. Ich kann die auch lesen, aber dasselbe, was beim Lesen passiert, passiert bei mir bei Musik. Ich habe eine Art von Film im Kopf, die abläuft. Wenn ich einen wirklich guten Song höre, wo ich sage, der nimmt mich mit, emotional oder inhaltlich oder was auch immer, dann stelle ich mir die Bilder vor Augen vor und ich sehe das alles, was derjenige, wie auch immer er es gemeint hat, aber ich sehe zumindest was, egal was er gemeint hat, wie er es gemeint hat, aber ich verstehe es dann und ich baue mir meine eigene Fantasie zu diesem Song. Genau, wenn das jetzt geschrieben ist, ist das immer noch, wie du eben gerade sagtest, da versuchst du das Verständnis eines anderen zu verstehen. Weißt ja, kann du? Sein, ja. Und wenn du Musik noch dabei hast, das Gefühl, was er rüberbringt, dann hast du was Menschliches noch, was dir seine Seite so ein bisschen mehr erklärt. Dann hast du die Musik zumindest noch so als so eine Art Hintergrundding. Wie gesagt, bei mir ist echt so, ich bin, wie gesagt, ein Textfetischist, so. Für mich spielt die Musik gar nicht so eine Riesenrolle. Also die hat atmosphärisch natürlich eine Einwirkung und irgendwie einen Impact, aber ich höre mir den Text an und versuche wirklich genau zu verstehen, wie das gemeint ist und freue mich dann irgendwie einen Ast darüber, wenn es irgendwie ein cooles Wortspiel ist oder eine witzige Metapher, die ich noch nie gehört habe oder irgendwie eine Verdrehung von Silben oder so. Weil ich dann denke, wow, wie kommt man auf sowas? So. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mir jemanden wie Kollega textlich absolut anhöre und total fantastisch finde, aber gleichzeitig musikalisch denke, pff, ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt irgendwie, ich setze mich jetzt nicht in ein Schaukelstudio und höre mir Kollegen auf Bluetooth-Kopfhörern an. So. Das würde ich nicht machen. So. Ja, eben, das gibt mir dann nichts, aber ich finde trotzdem unfassbar, was der halt lyrisch macht. Ja. Und das ist eben was, wo wir mittlerweile angekommen sind, dass eben auch die Generation unserer Eltern langsam festgestellt hat, okay, das ist nicht nur, ihr habt eine brennende Mülltonne angezündet und verkauft Gras im Park. Ganz genau. Sondern da sind Leute, die haben was zu sagen und die haben coole Texte und die wollen was vermitteln vielleicht sogar. Oder die erzählen einfach nur Geschichten, die spannend sind.
Und letzten Endes sind selbst so Leute, die ja dieses Klischee-Stigma irgendwie die ganze Zeit haben, wie Bushido oder Sido oder keine Ahnung was, selbst die erzählen ja Geschichten. Mhm. So. Und ich kann sagen, das sind nicht meine Geschichten, weil ich lebe vielleicht nicht im Märkischen Viertel und ich lebe nicht im Block. Ganz genau. So. Aber ich kann auch trotzdem mir versuchen, mich da rein zu versetzen, wie die Leute das wohl verstehen. Und wie es ihnen geht. So, ja. Und natürlich ist das eine Show. Ja. Natürlich ist da eine Show bei. Ja. Aber erzähl mir doch nicht, dass Helene Fischer alles, was sie singt, erlebt. Mhm. Und im Hip-Hop ist es eben so, und das ist ja dieses alte, ich glaube Max Herre ist das gewesen, mit diesem Rap-Is-Song mit Megalo und Afrop und so weiter, mit so einem großen Collabo-Feature, wo gesagt wird, Rap und Hip-Hop ist das einzige, die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Aber hallo. Und das ist was, am Ende wirst du daran gemessen, wie authentisch du das rüberbringst, was du da machst. Mhm. Und die Leute sagen, okay, ich glaube dir das oder ich glaube dir das nicht. Mhm. So. Und in Pop oder Schlager oder diesen ganzen anderen ehemaligen Bereichen, so, war das nie eine Frage. Nee. Ich muss den Wildiger Herzbuben überhaupt nichts glauben. Ich höre mir das einfach nur an und entweder fühle ich das und ich schunkel mit oder mir ist das, geht das am Arsch vorbei. Aber ich muss einem Sido immer glauben, dass er das, was er da sagt, auch meint. So, weil das merkst du beim Rap, du merkst das bei jedem Künstler, wenn der, du weißt es ja, du hast es oft genug hier in der Saskabine. Ich sag ja auch, meistens ist das nur, wo die Leute denken, das Schauspieler, meistens ist das ja nur ein bisschen Anspitzen der Wahrheit, weißt du? Etwas verzerrte Darstellung. Genau. Ganz genau. Und das nochmal besser rüberbringen will und so. Oder halt krasser oder was auch immer. Hey, in jeder Lüge ist ein Stück Wahrheit und in jeder Wahrheit ist ein Stück Lüge drin. Ne? Und du merkst ja, du hast oft genug Leute aufgenommen, du merkst sofort, ob die Leute das sich selbst glauben, was sie rappen, oder ob sie das nur erzählen. Mittlerweile an der Atmung hören. Natürlich, so, und dann, das hörst du auch raus, so, wenn du oft genug so eine Musik gehört hast. Und dann weißt du, alles klar, dem glaube ich das voll und bei dem so, naja. Und selbst wenn ich einem überhaupt nicht glaube, aber der Song ist cool, dann kann ich den trotzdem feiern und kann es trotzdem gut finden. Und das ist letzten Endes ist das zum Glück mittlerweile, weil die Grundfrage ja war, was hast du zur Musikszene? Ich finde es fantastisch, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in einer Generation leben, wo ich quasi mir alles anhören kann, unbegrenzt und irgendwie Freiheit habe, irgendwie alles mit anzuhören und selber Musik machen darf, ohne dass ich da jetzt ein Problem kriege oder ohne dass jetzt jemand sagt, das darfst du so nicht. Muss aber vorher irgendwie hier 80.000 D-Mark zahlen, sonst kriegst du die Studioaufnahme gar nicht hin und so. Das also ist ja auch alles. Wenn du nicht mehr in den Charts läuft, dann ist hier aber Schluss. Genau, ne? Das ist ja, machen wir uns nichts vor. Das ist ja alles, gibt ja alles diese Situation. Das sind ganz normale Verhältnisse, muss man heutzutage mittlerweile schon sagen. Das finde ich ja so traurig. Und das hast du mittlerweile durch diese ganze Technik, dass du theoretisch dich zu Hause hinsetzen kannst und kannst deinen Laptop aufschlagen, kannst ein einfaches Mikrofon dir kaufen und wenn du was zu sagen hast, so egal ob im Beat oder im Rap oder im Gesang oder was, wenn du was zu sagen hast oder in einem Podcast, so, hört ihn zwar keiner an, aber du kannst trotzdem was sagen. Unseren bestimmt nicht, aber ja, genau, gesammelt haben wir ja genug. Am Ende hört ihn vielleicht einer. Weißt du? Das ist dieses, das ist eigentlich ganz geil. Du packst was du machst, schmeißt es in die Welt raus und du hast überhaupt keine Ahnung, ob das jemals jemand hört. Ey, da war ich so, als ich mit dem Podcast angefangen hatte, war ich so beeindruckt gewesen, dass der erste, einer der ersten Hörer, ich weiß nicht, wer das ist, einer aus Frankreich. Jetzt mittlerweile ist aus Tschechien dazugekommen, in Spanien werden wir gehört. Und ich frage mich dann immer, wer sind denn die Leute? Also falls ihr die Leute seid und das jetzt hier hört. Ja, schreibt doch mal einen Kommentar. Schreibt doch mal irgendwas, genau, sag doch mal. Weil da denke ich auch immer, da habe ich gar keinen Kontakt hin oder wüsste ich jetzt nicht, wer da hören sollte. So. Also, wir haben das über die HSV-Mucke ja tatsächlich, weil eben sowas wie Fan sein von einem Fußballverein ist ja eben so ein weltumfassendes Ding. Ja. Das gibt es ja überall auf der Welt. Erinnert dich dran, wir haben mit dem Fanclub in Chicago hatte ich Kontakt eine Zeit lang so. Ja. Die haben ja so eine Mütze geschickt und so und haben die Musik total gefeiert und waren so total glücklich, dass sie irgendwie über Amazon.com dann auch die Alben kriegten und so weiter. Ein Typ in Griechenland, irgendwie ein Typ in Asien. Also so abgefahren, wo überall die Leute dann herkommen. Und das ist eben was, das hast du ja früher dann nicht gehabt. Ja. So. Zumal du hattest den Kontakt nicht. Ich meine, das fand ich ja am erstaunlichsten, was ich so bei uns die Jahre mitbekommen habe, dass ja mehr Konzerte außerhalb von Hamburg sind. Ja. Für Hamburg, weißt du, statt im Hamburg. Ja, Leute haben halt da mehr Hunger. Das ist halt einfach, weil du nicht jede Woche dieses Spiel hast. So. Wie weit sich das verbreitet und wie weit auch die Liebe geht, einfach der Wille eines Menschen. Ne? Wenn der da Bock drauf hat, dann ist mir scheißegal, in welcher Stadt ich bin. Ne? Ja, absolut. Also. Und das spielt am Ende des Tages ja auch gar keine Rolle. Also das ist ja, wir haben auch echt gute Auftritte in Hamburg gehabt schon, aber wir haben auch echt gute Auftritte in Gott weiß was für Städten oder Käffern irgendwie in ganz Deutschland gehabt, so. Wo du teilweise auch denkst, so, oha, was soll das denn werden? Wir und haben dann auch schlechte in Hamburg und schlechte in absolut, absolut. Aber die habe ich zum Glück vergessen. Ja, das ist auch besser so. Nein, wir hatten nie schlechte Auftritte. Alle unsere Auftritte waren Wahnsinn. Genau, aber der Hammer. Der Hammer. Besser geht's gar nicht. Immer. Nee. Ja. Unglaublich.
So, du hast noch drei Fragen eben, hast du jetzt noch eine? Nee, zwei habe ich. Ach scheiße, noch zwei. Ja, eigentlich drei, ja, könnte man auch so sehen. Oh aber Gott, oh Gott, oh Gott. Vorletzte Frage, sage ich mal. Was sind denn so die Ziele deiner Musik noch? Wo willst du mit deiner Musik noch hin? Aber eigentlich hast du das eben schon... Ja, eigentlich habe ich es ja schon gesagt. Im Prinzip, ich habe keine Ziele, wo ich sage, das möchte ich erreichen oder da muss ich mal hin oder sowas. Das waren alles coole Erfahrungen, die Sachen mitzunehmen, die jetzt passiert sind. Die sind aber eben auch durch Zufall passiert. Umso cooler sind die Erfahrungen, weil man eben nicht vorher sich da hingesetzt hat am Reißbrett und kalkuliert und überlegt und machen wir mal so eine Strategie, ja, sondern es einfach so passiert. Ja. Und was ich gerne machen möchte, ist immer mir selber in dem Sinne das abnehmen, was ich selber sage und zu dem stehen, was ich selber sagen kann. Und wenn ich irgendwann feststelle, dass das, was ich gerade mache oder was ich gerade rappe, irgendwie nicht mehr zu mir passt, dann hoffe ich, dass ich selber so schlau bin, zu sagen, hör mal auf. Oder dass jemand anders mir sagt, Digga, was machst du da für eine Scheiße? Hör mal auf an dem Mist. Ja, ich glaube, einer der wäre ich dann. Genau, da baue ich, ich wollte gerade sagen. Wenn du einen Song aufnimmst und ich denke, Alter, was laberst du denn? Ich gehe davon aus, dass du mich darauf aufmerksam machen würdest. So. Und deswegen das einzige Ziel, was ich jetzt habe, ist wirklich dieses neue Projekt, was wir von Ansprachen, Weltsprache, ist für mich so ein wieder, man sagt das immer so, das ist so ein Herzensding. Da habe ich ja lange dran gesessen und so. Das sagen ja immer alle. Aber in dem Sinne stimmt es halt, dass ich sage, okay, da hängt halt viel von mir dran. Das ist quasi die Symbiose aus diesen Musik, Fußball, meine gesellschaftliche Weltanschauung, alles, wie ich so die Welt mir selber erkläre und alle Fragen, die ich an die Welt habe, wo ich sage so, ey Leute, darüber müssten wir mal reden. Das ist halt quasi alles auf diesem Album verarbeitet und ich hoffe natürlich, dass das ein paar Leute gibt, die in diesen Dialog einsteigen. Das würde ich mir wünschen, dass es so ein paar Leute gibt, die sagen, okay, lass uns mal echt drüber reden. Ja geil, jetzt hast du die Chance. Hast du denn noch Fragen an die Welt? Die sind ja alle auf dem Album drauf, das muss man sich ja dann einfach nur anhören. Das verpacken wir musikalisch, auch wenn ich jetzt so wirke, aber ich bin eigentlich gar nicht so derjenige, der gerne so ultra viel redet. Also jetzt habe ich heute natürlich wahnsinnig viel geredet. Glaube ich dir gar nicht. Nee, glaubt man jetzt nicht, ne? Aber eigentlich ist dann gerade bei Musik, also über Musik reden ist immer schwierig, über meine eigene Musik reden, weil dann kannst du lieber die Musik anhören. Ja. Und eigentlich sagt die alles aus. Ja, also das ist ja in unserem Genre des Rappens, ja, ist es ja so, dass man tatsächlich in den Texten so viel Platz hat, dass man das aussagen kann, was man sagen will. Eigentlich braucht man keine Interviews mehr führen, weil man genau das eigentlich in den Texten ja schon gesagt hat, hoffentlich. So. Aber wie wir auch schon gemerkt haben, die Leute hören zu, aber nicht wirklich hin. Ja, genau. Das ist halt. Aber manchmal ist ja auch gut, wenn man das dann ohne Musik und so. Es gibt ja auch so Freaks, die dann nur auf die Musik hören und den Text gar nicht beachten und dann sagen, oh, voll der geile Song. Und dann sagst du, ja, findest du echt, inhaltlich finde ich den schwierig. Ja, nee, habe ich gar nicht gehört, aber die Musik war geil. Das ist geile Vibes, ey. Ja, ja. Und dann ist es auch gut, wenn man es auch nochmal so sagt vielleicht. Aber im Endeffekt, wie gesagt, also für mich ist das Ziel, mit Leuten in Interaktion zu treten, mit Leuten in Kommunikation zu gehen und mich auch gerne von Dingen überzeugen zu lassen, die vielleicht anders sind, als ich sie bisher gesehen habe. So, das ist ja das Schöne daran. Es ist ja nicht nur so ein, ich gebe den Leuten was raus, sondern es kriegst ja auch was zurück. Du kriegst ja nicht nur ein Feedback, war gut oder war scheiße, sondern du kriegst ja vielleicht auch mal eine Meinung zurück oder mal wirklich eine fundierte Kritik irgendwie zurück. Die kann ja auch mal positiv sein, aber es kann ja auch heißen so, das und das, da hast du das Thema, finde ich ganz gut aufgegriffen. Wie ist es denn mit dem und dem Thema? Warum hast du darüber nichts gemacht? So, und dann merke ich auf einmal vielleicht, oh ja, stimmt, warum habe ich mich eigentlich mit dem Thema nicht befasst? Genau. Und das würde mich halt auch interessieren. Deswegen lebt das davon, dass man irgendwie so eine Kommunikation hat. Und ja, man kann ja auch aus Erfahrungen anderer lernen, weißt du? Ja. Also ja, unbedingt. Kommunikation, ganz wichtig dabei. Und wenn man es denn verstanden hat, allein aus dem Gespräch, ohne es selbst erlebt zu haben, dann hast du doch schon mal Pluspunkte gesagt. Unbedingt. Ja. Es gibt doch nichts Dümmeres, als zu glauben, man müsse alle Erfahrungen selbst machen. Ja, ja. Dann hast du ja komplett verschissen. Dann kannst du ja, musst du mal dein Leben überlegen, wenn alles, was du sozusagen jetzt weißt, hättest du selber durch eigene Erfahrung lernen müssen. Ja, ja. So. Alleine die Schule, ne? Also beginnt ja, was heißt die Schule? Alter, da fängt schon an, dass ich von einem 100-Meter-Turm springen kann. Ja, oder so. Ja. Das muss ich ja einfach mal jemandem glauben, dass das nicht geht. Ja, ja. Da muss ich ja nicht selber springen. Würden wir alle unsere Erfahrungen selber machen wollen, wenn wir alle vom 100-Meter-Turm gesprungen, wären alle tot. Ja, ganz genau. Also du musst auch mal drauf hören, wenn jemand anders was sagt. So. Und dann kannst du überlegen, stimmt das für mich nicht? Ja. Und das ist eben das, was bei Musik, das ist eben, das löst Kommunikation aus, löst Gespräche aus. Ja. Es bringt Menschen zusammen, es verbindet Menschen. Darum sollte es doch eigentlich auch gehen. Ne? Und das ist Musik, das ist Fußball. Und deswegen. Das ist das Leben. Austausch. Word. Jetzt hat er den Button gedrückt. Geiles Ding. Letzte Frage. Ja, bitte. Ziele noch bei dir im Leben? Hast du noch irgendwie irgendwas noch vor, was du unbedingt im Leben machen willst? Oder bist du angekommen? Ich bin angekommen tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber das heißt ja nicht, dass man dann aufhört, Ziele zu haben. Aber tatsächlich ist es bei mir so, wir haben mal bei einem der allerersten Auftritte mit Jano zusammen damals, gab es ein Interview, da wurden wir auf so eine Art Pressekonferenz gesetzt. Ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst. Nee. Bevor wir aufgetreten sind, saßen wir so zu dritt an den Tischen
Und dann wurden wir so Sachen gefragt. Bei einem Fußball-Fanclub? Bei einem Fanclub, ja. Ja, genau. Doch, ich weiß. Ja, ja. Auch, ja. Und dann wurde ich gefragt so, was ist denn dein Ziel im Leben? So. Und dann habe ich echt gedacht so, alter Schede, was für eine Frage. Ich habe wirklich nur damit gerechnet, dass sie irgendwas zu unseren Songs fragen. Seit wann seid ihr HSV-Fans? Ja, wer ist euer Lieblingsspieler oder so? Und es war wirklich tiefsinnig auf einmal und auch irgendwie so ganz merkwürdig. Also es war so eine ganz komische Atmosphäre. Alle guckten einen dann so an. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, das einzige Ziel, was ich im Leben habe, ist an dem Tag, wo man stirbt, zu sagen, war gut so. War gut so. War in Ordnung. Einfach hinterher nicht zu sagen, so, oh, ich hätte mal das machen sollen. Sachen bereuen. Lieber was bereuen, was du gemacht hast, als was bereuen, was du nicht gemacht hast. Ganz ist auch genau. Immer so ein Ding. Aber langsam bin ich auch aus dem Alter raus, wo ich immer Sachen bereuen will, die ich gemacht habe. Kennst du auch, ne? Und deswegen denke ich mir einfach, am Ende sagen zu können, das war gut so. Und da musst du halt jeden Tag wieder dieses Puzzle, wo wir vorhin schon bei waren, jeden Tag ein kleines Puzzlestückchen mit hinlegen und dann hast du am Ende ein schönes Bild. Bringen tut dir das am Ende gar nichts. Nee. Das müssen wir auch ganz ehrlich so sagen. Aber bis dahin ist der Weg irgendwie so, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie ein schönes Leben gehabt und ich möchte den Menschen um mich rum irgendwie positiv was entgegenbringen. Etwas so. Von mir auch mitgeben, ne? Ja, die sind auch alle irgendwann tot, ne? Also machen wir uns nichts vor. Also ja, von daher, was ich mitgebe, ist auch wieder so relativ. So, klar, die nehmen dann was mit und dann im Endeffekt meine Kinder nehmen dann was von, mit von mir und so weiter. Ja. Aber im Endeffekt, für mich ist wichtig zu sagen, ich möchte den Leuten positiv entgegentreten. Ich möchte, dass so ein ganz kleines Müh positiver wird durch mein Mitwirken. Mhm. So, das reicht mir schon, weil ich bin nicht irgendwie der Gottkaiser, der sich ermaßen kann, irgendwie zu sagen, ich habe die Welt verändert. Man tut, was man kann, ne? Nee, will ich auch gar nicht. Man tut, was man kann. Gar keine Lust zu, gar kein Interesse dran, da den großen Zampano zu spielen. Sondern diese kleinen Nadelstiche sind viel besser. Und ganz ehrlich, wenn das jeder für sich macht, so ein klein bisschen Positivität mit reinzubringen, klein bisschen mehr, mal freundlicher sein, mal eine Tür aufhalten, so gerade in Zeiten von Corona. So ja, diese ganzen Kleinigkeiten, so, das kannst du so viel verändern in der Welt. Aber also das ist abgefahren, was du dann machen kannst. Und wenn das alle machen, das sind Milliarden von Menschen, die die Welt viel, viel positiver machen können. Ja, so. Wird viel mitgeholfen. Ne? Aber wie gesagt, das sind sehr, sehr hohe Ziele. Das ist so ein bisschen Miss Germany, ich möchte gerne Weltfrieden. Wie schon gesagt, man kann es ja nur vorleben und das an die Herzen des anderen legen. Und die Entscheidung trifft jeder für sich selber. Ne? Ja, eben. Und im Endeffekt das Ziel, wo du halt immer sagst, das ist das Wichtigste, ist immer die Gesundheit. Ja, so. Ganz genau. Also wenn du das mitkriegst, wie es anderen Leuten geht, und das haben wir ja in dieser Zusammenarbeit mit Louis Holtby auch mitgekriegt, was das Kinderhospiz angeht, ganz viel und ganz intensiv. Oder auch einfach so anderen Menschen geht. Und man selber merkt es ja auch an sich. In dem Moment, wo du krank bist, denkst du so, oh, das ist scheiße, die Welt ist voll doof und so. Und mir geht's richtig schlecht so. Meine Familienmutterseits, weißt du doch. Ja, ja, ja. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Und das ist einfach was, Gesundheit ist das absolut höchste Gut. Ja. Und man merkt es halt immer erst, wenn man krank ist. So, wie mit ganz vielen Sachen, die gut sind. Man merkt es immer erst, wenn sie weg sind. Und das ist aber was man wertschätzen sollte. Und wo man einfach auch sich selber, wo ich auch mich selber immer wieder daran erinnern muss, wenn du morgens aufstehst und denkst, boah, es ist 6 Uhr morgens, Alter, jetzt gar keinen Bock auf Arbeit zu gehen, dann denkst du dir einfach, ja, warte mal, aber du hast weder Husten noch Schnupfen, du hast alle Körperglieder an dir dran, so, du kannst gucken, du kannst hören, du kannst schmecken, du kannst riechen, dir geht's doch gut, jetzt hör mal auf zu heulen, geh in die Dusche, die warmes Wasser hat, was auch nicht für jeden Menschen auf der Erde selbstverständlich ist, und dann gehst du zu deiner scheiß Arbeit, für die du gutes Geld kriegst, und wo du noch Menschen irgendwie im Endeffekt irgendwie mit beeinflussen kannst, in eine positive Richtung zu gehen. Da sollte man froh drüber sein. Darüber bin ich sehr dankbar und deswegen wünsche ich mir als Ziel weiterhin dankbar zu sein für das, wie es mir geht. Schöne Abschlusswort. In dem Sinne, wie fandst du das Gespräch? Ja, fantastisch. Es ist mittlerweile sehr warm geworden. Ja, und ich schwitze auch wie Sau. Ich glaube, feine Skills geht's mittlerweile, der ist entweder wieder gegangen oder... Ich krieg Hunger und der ist bestimmt eingepennt. Wahrscheinlich. Meine Katze... Er guckt wieder durch die Tür. Er ist hochmotiviert. Ja, danke, dass du da warst. Schön, danke schön für das Gespräch. Vielen Dank auch. Und Leute, wo kann man dich nochmal sehen? Überall online, wahrscheinlich bei Insta, Facebook. Wo hast du eine Internetseite nicht, ne? Wo kann man dich sonst noch überall sehen? YouTube-Kanal? Auf der Straße sonst. Auf der Straße. Nur noch ein bisschen was Kredibiles am Ende zu sagen. Ganz genau, so ist Hip-Hop, der. Davon lebt Hip-Hop, motherfuck. Nee, falls ihr interessiert seid, alle Elvis einfach eingeben, jedes Portal, Elvis HSV, werdet ihr auf jeden Fall. Gebt mal nur Elvis ein, weil dann kommt so ein richtig cooler Typ. Ja, das bei YouTube auf jeden Fall. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mich nicht gefragt hast, warum ich Elvis heiße. Ich weiß es ja auch. Ja, ich weiß, aber du weißt ja auch viele andere Sachen, die du gefragt hast, trotzdem. Jetzt hast du es aber zum Thema gemacht. Nö, ich werde aber nicht mehr darüber reden jetzt. Okay. Ich habe es dann oft genug in Interviews schon gesagt, aber das ist halt so die Standardfrage, die immer kommt. Warum heißt du eigentlich Elvis? Ich weiß es und ich liebe die Geschichte, aber
die halten wir euch jetzt mal vor. Genau, dazu vielleicht ein andern Mal, liebe Kinder. Wenn sie hier jetzt einen Hype machen, ein Hype entsteht, oh, macht noch einen Podcast, dann vielleicht beim nächsten Podcast. Vielleicht erkläre ich das in der nächsten Folge von Lederlapskaus Leistenbruch. Ja, die gibt's ja auch noch. Meinem eigenen Podcast, der genau eine Folge hat. Zieht euch den auch gerne mal rein. Unbedingt. In dem Sinne. So, vielen Dank fürs Gespräch.